Guten Abend, meine Damen und Herren, zum Plankenschnack heute mit mir, Siggi Porter. Der Zauber aus dem Ghetto, der andere Lappen hat heute keine Zeit, ne? Als Pressepatron, ihr wisst Bescheid, ich hab meinen Decks hier dabei. Wir haben heute als folgende, wir haben Gäste, wie immer. Ich meine, die stehen alle im Schatten, weil ich bin da. Ja. Aber Icy ist auch da. Icy? Hallo. Wie oft habe ich dich jetzt eingeladen, dass du hierher kommst? 12, 13, 14 Mal. Und was war 46? Deine Ausrede immer? Achso. Was? Was war deine Ausrede immer? Ich habe zu tun. Plankenschnack ist mir nicht fame genug. Oder so. Viermal abgesagt. Viermal. Könnt ihr euch das mal vorstellen? So ein gefragter Gast ist er. Aber heute. Heute ist er endlich da. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Jetzt weiß ich auch, warum Dizzy keinen Bock hatte, heute vorbeizukommen. Kann ich mir vorstellen. Ja, irgendwas hat er erzählt mit deinem Handy da. Wahrscheinlich immer noch die alte Schose da am Stissel, oder? Habe ich wirklich noch, ey. Okay. Aber Icy, erzähl doch mal einen Schlag aus der Jugend. Wer bist du? Was machst du hier? Und wo willst du überhaupt hin? Ach Gott, dieses typische Vorstellungsding wieder, hä? Boah, ich kann das immer noch nicht. Ich bin Icy, hi. Von dem ich nicht kenne. Ich mache so Streams auf Twitch, normal. Und spiele alles, worauf ich Bock habe. Im Moment sehr viel PUBG. Bin angefangen mit viel Hearthstone und Karten-Action und sowas alles. Als dann Dizzy daran gescheitert ist, an Hearthstone zu lernen, habe ich Hearthstone auch aufgegeben. Und ja, jetzt bin ich hier. Also wer Bock hat, mal zu schauen. Ich bin immer dann online, wenn alle anderen schlafen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Immer mitternachts geht's los. Meistens, ja. Das ist echt verrückt. arbeitest du immer Spätschicht oder... Allgemeine Schichtdienst. Ich habe so drei verschiedene Streaming-Zeiten. Ich passe das halt mein Arbeitsschedule so an und dann arbeite ich halt. Dann habe ich ja mal Nachtstreaming, entweder früh morgens direkt nach der Nachtschicht. Oder irgendwann, wenn ich Tagdienst habe, dann auch mal am Tag, ne? Aber am liebsten ist eine Late Night. Late Night ist die beste Night auf jeden Fall. Ja? Ja. Da sind die coolsten Leute immer, ne? Ja, die erwachsensten auf jeden Fall. Wow. Nur weil ich dann immer ins Bett gehe, wow. Wow. Merke ich mir. I see. Was spielst du immer so? Im Moment PUBG und Witcher 3. Ansonsten alles, worauf ich Bock habe. Spielst du immer noch Witcher 3? Voll, Mann. Ich bin jetzt gerade erst mit dem ersten Add-on angefangen. Machst du das nicht schon ein halbes Jahr? Länger bestimmt noch. Ich habe noch Zelda zwischendurch eingeschoben. Der Icy, der kriegt nichts fertig. Ja, richtig. Der kriegt nichts fertig, ey. Doppelt so viel Spaß. Aber der Icy streamt ja auch nicht 7 Tage die Woche. Ja gut, wenn er noch reales Leben hat, dann ist das ja klar, ne? Also, normal. Wie waren die letzten 2 Wochen, Icy? Das ist immer so eine Standard-Einführungsfrage. Gut. Was? War das? Viel mit PUBG und Witcher, also davor die Woche war gut Late Night auf jeden Fall. Und jetzt letzte Woche hatte ich eigentlich viel Real Life und wenig Schlaf und... Gute Burger. Ja, ich habe mich darum gekümmert, dass ein paar Streamer zusammenkommen und Spaß miteinander haben. Und ja, ansonsten wenig Schlaf, viel Action, viel Arbeit, viel Real Life. Ändert sich hoffentlich bald wieder. Und bei euch beiden so? Ja, ich wurde darum gekümmert, dass ich unter anderem mit ein paar anderen Streamern Spaß miteinander hatten. das war schön. Leckere Burger gab es tatsächlich. Ansonsten habe ich diese Woche querbeet gezockt, was so gerade rauskam an Indie-Zeugs. Da werden wir ein paar Sachen stehen auch auf der Liste. Da werden wir, denke ich mal, auf jeden Fall ein paar Worte drüber wechseln. Da waren so Spiele wie Aporia, Pyre und Sundart dabei. Hab mal mich wieder ein bisschen mehr in die Indie-Ecke gewagt und war eine Woche unterwegs. War auch schön, mal den Kopf frei zu bekommen und Tapetenwechsel durchzuführen. Immer schön, mal so weg, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt. Sonst war es sehr entspannt. Ja, mit mir, mich lädt keiner ein. Außer die Migräne. Also ich habe die Woche, bin ich leider flach gelegen. Die Woche davor habe ich Yonder gespielt. Ein unglaublich schöner Titel. Ist ein bisschen, man sagt, wie eine Mischung aus Zelda und, wie heißt das Spiel mit dem Hof? Hof? Stardew Valley?
Genau, wobei es mit Stardew Valley eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, muss ich jetzt zugeben. Aber ein unglaublich schönes Spiel, was mich, ich habe es gespielt und es hat mich gleich so gepackt, dass wir, ich glaube, 14 Stunden oder so und am nächsten Tag 2 Stunden früher den Stream angemacht, nur um dieses Spiel zu spielen. Ist ganz, ganz wundervoll. Das habe ich jetzt schon durch und habe jetzt angefangen mit Beyond Good and Evil. Ein uralter Titel, den ich nur mal angespielt habe, aber da ja auf der E3 dieses Jahr der zweite Teil vorgestellt worden ist, habe ich mir gedacht, es ist, glaube ich, die richtige Zeit, sich mal den ersten genauer anzuschauen. Und da haben wir jetzt schon mal die ersten 4 bis 6 Stunden haben wir schon gespielt und ja, da machen wir dann am Montag weiter. Was ist Yonder? Wo gibt's das vor allen Dingen? Es gibt keine PS4. Genau, Steam und PS4 und es ist ein. Wie wird denn das geschrieben? Mit Y. Yonder. Das war dieser Wikinger, oder? Nee. Das war nicht der Wikinger? Ach, nein. Der. Du, da heißt ich gucken. Du meinst drüben. Ach, okay. In Ach, das Ding ist das alles hier. Klar. Ja. So ähnlich. Ja. Ich sage jetzt nicht so ähnlich wie Zelda, aber ja. Ja. Es sieht ein bisschen nach Zelda aus. Und ja. Icy, du meinst, das heißt, ist glaube ich auch mit Y geschrieben, da hat man aber diese Bosskämpfe, dieses Wikinger-Ding, das war Jotun wird mit J geschrieben. Ja. Ja. Jotun. Das meinst du? Ja. So, Spangen im Haar, wunderbar, muss ich jetzt rausmachen, sonst kriege ich wieder Kopfweh. Schluss mit lustig. Und du? Weg mit der Blümchen. Ich? Sigi Porter? Sigi Porter? Ich habe viele Dinge gemacht. Wirklich viele Dinge. Ich mache momentan ziemlich viel. Also ich habe mit Mordor Schatten angefangen. Mhm. Hat Sali ja gesagt, ist ganz cool. Ich nicht. Ja, man könnte es auch Middle-Erde Creed nennen. Also ja, es ist okay. Wegen den Türmen? Ja. Aber es nur wegen diesen paar Türmchen, weil das Kampfsystem ist überhaupt nicht AC-lastig. Nee, das Kampfsystem ist ganz toll. Na, ich bin mir nur noch nicht so sicher, ob ich das ganz toll finde, das Spiel. Also ich habe schon länger gespielt, als ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach besser drauf, aber ich fand die Kämpfe cool. Ja, das auf jeden Fall. Die Kämpfe sind sehr cool. Davon hat man ja einige. 1 Meter gehen und dann sind schon wieder die nächsten Gegner da. Manchmal respawnen sie auch einfach vor deiner Nase. Und das Nemesis-System? Was sagst du dazu? Weißt du, dass Leute, wenn die dich töten, aufsteigen? Ja, das kannst du ja auch unterwandern. Du kannst die ja auch für dich gewinnen und. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ah, okay, gut. So weit bin ich noch nicht im Spiel. Das Nemesis-System ist das, was das Spiel so wirklich ausmacht. Das ist toll. Habe ich vorher noch nie gesehen, so in einem Spiel. Ich sterbe halt nicht häufig, ne? Ich renne halt einfach nur durch. Also, die können, keiner hat Nemesis. Töte die einfach und dann ist gut. Erste Reihe weg, zweite Reihe weg und weiter. Ja, so kann man es natürlich auch nicht machen. Du musst sie halt alle köpfen, ne? Dann kommen sie nicht wieder. Ja, mache ich ja. Erste Reihe durch, zweite Reihe durch, dritte Reihe durch, fertig. Ansonsten habe ich noch mit Zuhause automatisieren angefangen. Also, ich mache mein Zuhause gerade schlau. Und bringe dem sehr viele schöne Dinge bei, wie Licht anmachen, Licht ausmachen. Mit Alexa? Ja. Ah. Also ich fernsteuere sozusagen mein ganzes Haus momentan von einer Homepage, kann man sagen. Und das soll dann irgendwann so weit gehen, dass wenn ich mein Haus verlasse und mein Handy nicht mehr WLAN ist, dass alle Steckdosen ausgehen zum Beispiel. Oder je nachdem, wie die Sonne ist, wenn es dunkel wird, geht bei mir Licht an in der Wohnung. Oder wenn ich nachts aufstehe, das Licht angeht auf Toilette, damit ich das im Halbschlaf nicht mehr den Knopf suchen muss. Lauter solche Sachen. Damit habe ich angefangen. Gibt's so kleine Bewegungsmelder, die stellt man auf den Boden. Und wenn man rausgeht nachts, dann machen die Licht an. Ja, aber wenn in deiner Toilette deine ganze Toilette an ist, ist doch viel cooler. Es ist Spielerei, okay? Es ist Spielerei und das macht Spaß. So, Punkt. Mann, ey, jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich tolle Sachen mache, ey. Ja, lass mich doch, du bist kein Stück besser. Ich habe Citadel habe ich noch gespielt, das ist gerade auch rausgekommen, Early Access Spiel von den Machern von Ark. Was, von den Machern von Ark? Ja. Virtual Basement, die haben auch Ark gemacht. Ehrlich? Ja.
Das ist ein sehr verwirrendes Thema, Slebby. Darüber haben wir letztens gerade 45 Minuten diskutiert. Ja, es ist sehr kurios. Also da steigt man selber auch nicht hinter. Am Ende, glaube ich, könnte man sich fast denken, dass das... Du bist weg. Irgendjemand ist weg. Tschüss, Dizzy. Oh, es war nett, Dizzy. Ja. Jetzt ist er schwarz-weiß. Das macht nichts. Jetzt fehlt nur noch dieses RIP Dizzy Einblendung. Ist das dieses Spiel, was so ähnlich ist wie Ark, aber was mit Zauberei ja, ja, und sowas ist? Boah, das ist cool. Zauberei finde ich ja cool. Aber ich muss mich fernhalten von solchen MMO-Sachen. Ist das was für dich, IC? Was, Citadel? Nee, ich konnte mich für Ark auch noch nicht so gerne. Dieses Crafting, Sammeln, dies, das, zähme dir dein Lieblingsdino in 370.000 Stunden. Ding hat mir noch nie so gefallen, irgendwie. Hm. Gucken? Klar, macht ein bisschen Laune, ne? Auch cool, dass sie da mal was Neues reinbauen und sowas alles. Ich hoffe, bei Citadel hängen sie sich da genauso rein. Ansonsten, ja. Willkommen zurück, Meister. Ja, also ich sag's immer wieder, Snooze-Tasten auf der Tastatur sind der absolute Scheiß. Also eine Taste, die man drückt und dann fährt der Rechner runter. Beste Grüße an Linecast. Ich hoffe, ihr macht auf der nächsten Tastatur nicht so einen Scheiß drauf. Kann ja mal passieren. Hallo. Hi. Zum Glück haben wir hier mehr als nur einen Kopf. Alexa hat den Strom ausgemacht. Computer, du blöde Kuh! Oh Mann. Das ist der Kommentar heute. Ich muss mir mal gucken, dass ich die scheiß Taste hier ausbauen kann. Die ist echt absoluter Müll. So. Oder ich kann die ausmachen oder so. Nun ja, wo waren wir stehen geblieben? Citadel. Ja. Citadel ist ganz nett. Also kam für Early Access raus für 20 Mark und wow! Also es gibt echt eine Menge Technik, nicht Technik, es gibt eine Menge Content für 20 Euro Early Access schon. Also ohne Witz, grafisch super geil, läuft wunderbar, hat super viel Content drin, war geil. Hat jemand von euch Frontiers gespielt? Damit Fortnite meinst du? Fortnite meinst du, Frontiers? Ja. Fortnite. Was meinst du denn? Wo du dir eine Base bauen musst? Und Fortnite. Fortnite. Das, so, ja. Damit liebäugel ich ja gerade so ein bisschen, ne? Der steht auch auf der Liste. Werden wir auch bestimmt gleich drüber reden. Oh ja, sehr gerne. Hast du es gespielt? Nein. Nee. Und ich werde es auch nicht spielen. Warum nicht? Darüber werden wir gleich drüber reden. Lass uns doch gleich drüber reden, komm. Lass doch mal. Jetzt direkt. Ja, los, ja, hau rein, let's go. Das gibt es nämlich auch für PlayStation. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, ich finde das ganz interessant. Fortnite ist ein Free-to-Play-Spiel. Hä? Das ist aber nicht Free-to-Play auf der genau. PlayStation. Genau, das und auch nicht auf dem PC, weil es noch im Early Access ist. Aber mit Pay-to-Win Elementen mit drin. Sie entwickeln seit 6 Jahren dieses Free-to-Play-Spiel und jetzt hauen sie quasi das Early Access raus. Und wenn du es jetzt schon spielen möchtest, bezahlst du mindestens 40 Euro. Oh. Und sobald es einmal komplett draußen ist und raus aus der Early Access, wird es quasi ein Free-to-Play-Spiel sein, in dem du dir eben mit Geld, mit Echtgeld, dann eben diese Lamas, ne, diese, ich weiß nicht, wie die heißen, diese mexikanischen Lamas, die du aufschlagen musst, quasi. Piñatas. Piñatas, genau. Die Kisten quasi ersetzen und da kriegst du dann dein Loot raus. Aber das kannst du natürlich dir auch erspielen, aber es ist tatsächlich halt, dass es darauf ausgelegt ist, dass du Geld dafür bezahlst. Also. Das heißt, du könntest jetzt für 40 Euro ein Spiel spielen, das in einem Jahr kostenlos ist. Na, ich habe geguckt, es gibt für 40 Euro, ich glaube für 60, 70 Franken und dann gibt es den Super Season Pass für 112 Franken. Ja. Und dann. Was? Ja, du kriegst Zusatzcharaktere dazu und Waffen und so. Da habe ich mir schon gedacht, okay, der für 112 oder so, das ist jetzt ein bisschen viel, aber ein 10er oder ein 12er drauflegen und ich krieg noch mal 4 Zusatzcharaktere und ein bisschen so. Das fand ich jetzt ganz spannend, aber wenn das ein Free-to-Play-Titel ist, dann bin ich raus. Aber wenn wir von Pay-to-Win sprechen, dann müssen die anderen Charaktere irgendwelche Vorteile haben und das sind ja nicht nur Skins dann anscheinend. Naja, die Frage ist halt, Pay-to-Win, das ist nämlich eine schöne Diskussion direkt zum Anfang, ob es überhaupt schlimm ist oder nicht. So, ich sag's nur wertungsfrei, du verdienst halt, du kriegst halt aus diesen Piñatas auch XP-Boni und Boosts zum Beispiel, dass du schneller auflevelst. Und die kannst du dir eben kaufen. Okay, aber das
Spielt man das gegen andere? Spielt man das nicht mit? Das ist ein Koop-Spiel. Und das ist nämlich die Frage, ob es dann tatsächlich noch schlimm ist, dass es ein Pay-to-Win-Spiel ist, Free-to-Play, weil es ist alles nur Koop, es gibt kein PvP. Das frage ich euch. Also ich per se sehe das ganz, ganz kompliziert. Also kommen da ganz viele Faktoren zu sprechen, wie erstens Early Access, B soll Free-to-Play werden und C diese Bordelle. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Ja, denn, das habe ich nicht gewusst. Denn Heinzi sollte auch Free-to-Play werden. Die Scheiße ist immer noch nicht fertig und die Scheiße wird auch niemals fertig werden. Sie haben das ganze System so oft umgeworfen, haben das Spiel zwischendurch getrennt und I don't know. Ich meine, sie können da draus was machen. Können. Weiß ich aber nicht, ob sie was tun. Ob da, also ich meine, ob du das Geld ausgibst oder nicht, ist freiwillig. Du bekommst ja was dafür. Ist ja so, du kaufst 150-Euro-Version und hast, glaube ich, 3 extra Kopien drin, wo du deine Freunde einladen kannst. 3 oder 2. Und ich weiß nicht. I don't know. Ich bin mir da nicht so sicher. Das Spiel, also in meinen Augen, und so sehe ich das wieder. Wir hatten das letztes Mal schon drüber gesprochen. Wenn die Streamer das nachher nicht mehr spielen, würde das sowieso eingehen, das Ding. Und dann kauft das eh keiner mehr, weil keiner mehr gehypt ist auf das Spiel. Und wenn es dann irgendwann Free-to-Play ist, ja gut, dann ist es halt Free-to-Play. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich sehe das sehr kritisch. Ich sehe die Kombination aus Early Access und Free-to-Play und dass man halt jetzt für den Early Access bezahlen muss, sehr kritisch. Vor allen Dingen, sobald das einmal raus ist aus dem Early Access, wird halt kein Wipe geben, sondern die Charaktere, die bis dahin bestehen, die werden auch weiterhin bestehen. Das heißt, alle Leute, die dann in den Free-to-Play-Modus einsteigen, kommen halt zu spät schon. Und dann frage ich mich, klar, das Spiel an sich macht bestimmt Spaß, den Leuten, die an sowas gefallen finden. Hier Orks and Orks Against Humans, irgendwie so. Orks versus Humans oder irgendwie so, gab es ja schon mal ein Spiel, das so ähnlich war, dass man im Koop spielen konnte, allerdings halt eben ohne diese MMO-Komponente, sondern tatsächlich so. Da haben sie jetzt noch ein paar andere Sachen mit reingebracht, aber im Prinzip wirst du ins Level geschmissen, baust dir halt eine Base und mit ganz vielen Fallen und dann kommen Wellen an Zombies. Und, oder, genau, Orks Must Die, danke, Aris. Orks Must Die hieß das. Und dann musst du eben zusehen, dass nicht so viele Zombies bis an das drankommen, was du beschützen sollst. Nur, dass du dann halt auch Level aufsteigst und dann Sachen freischaltest. Das ist ein cooles Spielprinzip, das bestimmt vielen Leuten Spaß macht. ich störe mich halt an dem Drumherum ein bisschen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch spielt das schon? Also Sali, Slabby oder, also Slabby nicht, aber Sali, du wolltest, Icy, du? Ja, ich hab's aber noch nicht ausprobiert, also. Hast du es schon gekauft, oder was? Nee, ich hab's nicht gekauft. Nee, hat sich gerade erledigt mit dem Free-to-Play, nö. Ich spiele auch sehr, sehr wenig, also so Free-to-Play. Ich glaube, das Einzige, was ich spiele, ist Fallout Shelter. Das doch ist... und das Kapitalisten-Dingsbums da, wo... Auf Steam, Kapitalisten-Adventure oder so heißt das. Das ist ein Klick. Man muss einfach nur klicken. Das ist auch kostenlos. Das sind die einzigen beiden kostenlosen Spiele, die ich spiele. Ansonsten bin ich da, weiß ich nicht. Okay, also im Grunde ist es halt dann kein Pay-to-Win, sondern eher ein Pay-to-Save-Time. Ja. Dann, ne? Ja, im Grunde genommen. Ja. Genau. Okay. Ich meine, ein Pay-to-Win ist eigentlich gar nichts auszusetzen, weil... Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Und solange du das immer in Free auch erreichen kannst. Ich meine, viele Leute sagen in Hearthstone, das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo Icy mitsprechen kann. Das ist auch kein Pay-to-Win. Das Ding ist einfach, du kaufst dir da die scheiß Karten und andere Leute können das halt freispielen. Und im Endeffekt, egal ob du diese kaufst oder nicht, ich bin auch nie weitergekommen, wo ich ja Geld reingesteckt habe. Das ist dann auch egal. Und so ist das bei anderen Spielen, denke ich, auch. Also. Ja. Ich sehe da jetzt nicht das Problem. Für mich ist das einfach nur so, hat einen sehr faden Beigeschmack. Sehr faden. Das Einzige, was ich eklig finde, dass man fürs Early Access dann halt Geld bezahlen muss und das nachher Free-to-Play ist, das ist ein bisschen eklig. Halt.
Ja, ob das nachher dann noch sowas wird, ist die andere Frage. Ja, aber jetzt verstehe ich das auch noch. Jetzt verstehe ich aber auch, warum diese verschiedenen Preise, warum da diese Piñata-Sachen stehen. Ich glaube, der höchste Preis kriegt dann 500 Piñatas und darunter 200. Jetzt verstehe ich das auch mit diesen Piñatas. Was ist denn da drin in den Piñatas? Ja, bis XP-Bonus kann da drin sein und sowas, hat Slevy gesagt. Hat das dann auch random, oder was? Ja, ja. Genau. Also es ist wie Kisten öffnen, oder? Du haust die ganze Zeit auf diese Piñatas und dann kann es sein, dass die Piñata wieder steht. Dann wird die quasi aufgewertet. Das läuft halt nur so nach Zufallsprinzip. Ich habe das nur kurz irgendwie beim Dan gesehen. Also bei Dan, der ins Gaming. Der hat das ja eine Zeit lang gespielt. Und je besser die Piñata wird, umso besser ist dann quasi der Loot. Und dann bekommst du halt so, wie im Prinzip bei Hearthstone, glaube ich, so funktioniert das da auch, dass dann erst so billige Karten dann angezeigt werden, dass du dann irgendwie verschiedene Anzüge irgendwie, also wie du deine Charaktere anziehen kannst, so Vanity-Items bekommst. Und dann bekommst du eben auch Geld, also so Währungszeugs, dann je nachdem, wie gut die der Loot ist und eben dann auch so XP-Bonus-Karten, dass du dann schneller aufsteigst. Du kannst das Spiel sogar Retail kaufen. Du kannst das Spiel Retail kaufen in einer Box. Echt? Da kaufst du es dir im Laden. Du kannst das in dem Laden kaufen. Willst du mich verarschen? Deshalb habe ich halt nicht gewusst, dass es ein Free-to-Play-Titel ist, bis Slabby es gerade gesagt hat. So. Da steht ja nämlich nirgendwo. Ich war auch nämlich richtig angehypt, so leicht. Und dann habe ich halt angefangen, mich da reinzulesen. Das hab ich mir erspart, weil ich gewusst habe, es ist ja Plankenschnack und du bist immer so gut informiert. Und dann habe ich gleich jemanden zum Fragen, weil ich habe mir das durchgelesen auf PSN und so, das klingt interessant. Das wäre jetzt auch mal was ich wieder mit Stefan zusammenspielen könnte. Und lese das so durch, die verschiedenen Pakete, die es gibt. Und dann war das schon so ein bisschen so, okay, aber irgendwie hört sich das cool an. Also ich war bis jetzt, gerade eben war ich noch, Also jetzt ist mal die Frage, da nirgendwo, also selbst auf der Entwicklerseite steht nicht, dass das Early Access ist. Es steht nirgendwo geschrieben, dass das Early Access ist. Das Early Access? Bei PlayStation stand da, dass es Early Access ist. Selbst auf der Homepage steht nicht geschrieben, dass das Early Access ist. Krass. Gucken, ob ich das gelöscht habe. Ach so, das gibt's ja gar nicht bei Steam. Stimmt. Wenn du das Retail kaufst, CD-Packung steht nicht dabei, dass das Early Access ist. Irgendwas habe ich Early Access heute gelesen. Da habe ich mir schon gedacht, wie gesagt, ich habe den Gamescar-Artikel, den keiner irgendwie aufrufen kann aus dem Chat. Ihr müsst das, glaube ich, kopieren und in den Browser eingeben. Warum auch immer. Ich weiß nicht, weil da ein Komma drin ist wohl in der URL. Hier, ich poste die nochmal. Steht halt, dass das wird relativ weit oben auch Release-Modell und Early Access. Und steht das da drin? 2018 soll der Release als Free-to-Play-Spiel erfolgen. Alle gekauften Versionen sind also Frontiers vorab Early Access ab sofort verfügbar. PlayStation. Ja, habe ich hier auch als E-Mail bekommen. Der neue Action Epic Games ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich. Sichere dir im PlayStation Store eine Gründerpaket zum Zugang der Early Access. Ja, es ist das erste Mal, dass ich Early Access auf PlayStation lese, ne? Nee, das gibt's schon. Ich hab das schon häufiger gelesen. Ich weiß nicht. Ich noch nicht? Echt? Weil bis jetzt noch keinem Spiel ist es mir wirklich aufgefallen wäre, dass bei PlayStation Early Access steht. Das machen die nicht wirklich. Zu erhalten und für exklusive Ereignisse mit tollen Rabatten auf Helden, Beute, Waffen und Boosts teilzunehmen. Ja, bilde ein Team, bla bla bla. Jupp. Steht hier so. Ja. Okay. Das machen die nicht wirklich. Oh, wenn du auf der epicgames.com-Seite das kaufen möchtest, dann steht da in dem Moment, wo du dich anmelden sollst, registriere oder logge dich ein, um Updates und dieses exklusive Banner zu erhalten. Im Jahr 2018 wird Fortnite zum Free-to-Play-Modell wechseln. So, und damit ihr eine Preisvorstellung habt, bei uns in der Schweiz kostet die Grundversion, das Grundpaket, 40 Franken. Die nächste Stufe ist 59,90, dann 89,90
Und dann die Limited Gold Edition für 149,90 Franken. Das sind die vier Versionen. Also, wenn ich auf Kaufen drücke auf der Homepage und nach ganz unten scrolle, also wirklich nach ganz, 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 ganz unten, okay, bevor ich überhaupt irgendwas gesehen habe, nach ganz unten, dann steht hier geschrieben, stürze dich in die Welt, stürze dich schon heute in die Early Access Season Session. Okay, das ist doch wohl, bitte Entschuldigung, aber das ist doch absoluter Scam. Das ist doch Scam. Das ist nicht deklariert. Wenn ich auf jetzt kaufen drücke, egal welches Paket ich anklicke, kann ich auf jetzt kaufen klicken. Niemand scrollt bis nach ganz unten, um das zu sehen. Wenn du bei Amazon Retail kaufst, steht da nicht drin, dass das Early Access ist. Ich kann ein scheiß Early Access Game Retail kaufen. In welcher Welt sind wir angekommen? Ich kann das Retail kaufen auf CD und nirgendwo ist das deklariert. Selbst auf deren Drecks-Homepage muss ich bis nach ganz unten scrollen. Willst du mich verarschen? Das wird ja immer schlimmer. Je weiter du die Blätter aufmachst, desto schlimmer wird das. Die Frucht ist doch total verfault. Holy Guacamole. Ich meine, soll jeder machen, was er will mit seinem Geld, aber ich würde mich verarscht vorkommen. Ich komme mir jetzt gerade sehr verarscht vor. Wow! Ja, das sieht so vom optischen her, wäre es halt genau, hat es mich gleich angesprochen. Sag ich, guck mal, das sieht ja gut aus, aber. Nö. Nö. Für die 150-Euro-Variante kriegst du 40 EP-Boosts und 40 EP-Boosts zum Verschenken. Unten drin, also bei Amazon steht in der Produktbeschreibung drin, das nehme ich zurück, bei Amazon steht in der Produktbeschreibung, auch nachdem wir nach unten gescrollt haben, übrigens, und nicht oben, sondern unten, steht drin das Early Access Paket. Also entweder, also nochmal, um das zu verstehen, also entweder haben sie Early Access, definieren sie das anders, also vielleicht haben die ja da andere Vorstellungen, unser Spiel ist fertig, aber nächstes Jahr wird es erst rauskommen, wenn ihr jetzt schon spielen wollt, ja? Ich meine, Early Access heißt nur früher Zugang. Ja, also vielleicht definieren die das anders, aber in meinen Augen, sorry, ist das Scam. Das ist alles so versteckt. Wow. Also das ist wirklich versteckt, Leute. Aber auch auf der PlayStation-Seite ist es, wenn du nicht auf die nackte Version, da steht kostenlos, da kannst du draufklicken, da steht Early Access. Wenn du die einzelnen Pakete anklickst, steht auch nichts von Early Access drin. Also nochmal, entweder haben die das jetzt wirklich sehr falsch gewählt, dieses Early Access, oder sie verstecken irgendwas. Wie rund läuft denn das Spiel? Ich weiß es nicht. So wie ich gehört habe, ist es... Also, vielen Leuten macht Spaß. Ich habe jetzt bei Dan geguckt, der war ein bisschen gelangweilt. Zumindest hat er die ganze Zeit ein bisschen gelangweilt geguckt. Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, er hat es wahrscheinlich nicht gekauft für 150, sondern... Gestellt gekriegt. Und wahrscheinlich auch dafür bezahlt. Also wahrscheinlich, ne? War es eine eher andere Geschichte. Weil er hat es ja schon sehr, sehr früh gespielt. Gab noch andere Streamer, die es halt sehr, sehr früh gespielt haben. Aber keine Ahnung. Wann soll der Official Release sein? 2018? Ja. Weil im FAQ steht 25. Juli 2017. Und wenn du ein Gründerpaket mit einem Vorsprungsbonus gekauft hast, kannst du bereits ab dem 21. Juli 2017 spielen. Ja, im Early Access. Im Early Access, ja. Da steht auch nicht genau drin, ne? Alles klar. Ja. Wie gesagt, wir kritisieren jetzt auch nicht das Spiel als solches. Nee, das mache ich auch nicht. Nur die Marketing. Naja, weil im Chat jetzt gerade steht, aber das Spiel ist doch gut. Ja, das kann gut sein, so gut wie es, ne? Könnte auch ein Witcher darum sein. Darum geht's gar nicht. Also es ist wirklich, und ich habe mich original auf der PlayStation-Seite habe ich gelesen gehabt und da stand das eben schon nicht und dass es dann Free-to-Play wird. Das ist so, ne? Aber warum, ich euch gefragt? Warum macht man denn so ein Das ist doch ein absoluter Marketing-Fail. Du kannst doch, also wie gesagt, es ist ja cool, dass es Free-to-Play wird, das ist alles einfach zu sehen. Aber dass es Early Access ist, ist versteckt. Leute, jetzt wirklich, das könnt ihr ja sehen, wie ihr wollt, aber du musst auf der Homepage nach ganz unten scrollen und da gibt es nur eine ganz kleine Anmerkung. Die ist ungefähr so klein. Und bei allen Sachen musst du runterscrollen und das wird im Retail verkauft. Early Access.
Du kannst doch nicht für Early Access einen Retail verkaufen. Also, ich möchte. Was dann free to play wird. Was dann free to play wird. Also. Ja, die Kombination. Wem das gefällt, okay, aber what? Also, weiß ich nicht. Ich finde, das passt nicht zusammen. Aber soll jeder machen, wie er möchte, sage ich immer wieder. Das klingt, als hätten sie Early Access als Buzzword benutzt irgendwie. Dachten, ach ja, hier alle bringen Early Access raus. Kommt irgendwie gut an, lass auch Early Access machen. Jeder will EA, jeder will es als erstes haben. Ist doch klar. Ist gute Promo erstmal. Ja, aber wenn das rauskommt, spielt das doch eh kein Mensch mehr. Weil aber dann spielt es kein. Sehen wir das mal so. Gucken wir einfach mal auf den Sonntag, an Sub-Sunday, wenn Lyric ein Spiel spielt. Am nächsten Tag, am Montag, was in den Top-Spielen bei Dings ist, bei Steam. Und genau so funktioniert das jetzt gerade. Genau so funktioniert das gerade. Da könnt ihr euch ja gerne mal so ein bisschen gucken, wenn Dan oder Summit oder weiß der Geil, die ganzen Leute, wenn die anfangen, Spiele zu spielen, was auf einmal ganz oben in den Steam-Trends ist. Und so funktioniert das. Das wird nachher verschwinden. Na klar. Wow. Die Frage ist halt, wäre es besser gewesen, hätten sie es jetzt einfach als Retail-Version rausgebracht für 40 Euro? Mit. Ja gut, aber dann hätten sie immer noch diese Kartensysteme gehabt, für die du trotzdem noch extra Geld zahlen musst. Also es ist trotzdem immer noch ein Spiel, bei dem du 40 Euro bezahlst und dann trotzdem noch für die Piñatas bezahlen kannst. Also das Modell, dieses Boxenmodell, da kannst du doch gar nichts mehr gegen sagen. Möchte ich, nee. Also das ist einfach so, das ist ja mittlerweile schon der gute Ton. Ich meine, PUBG, werden wir ja auch nochmal drüber reden, da wird das ja auch eingeführt. So. Ich meine, da kannst du ja mittlerweile schon, welches Spiel hat mittlerweile keine Boxen mehr? Multiplayer-technisch. Also das ist ja wirklich, in jedem Spiel hast du Boxen oder irgendwas zum Auspacken. Ja, stimmt. Und da ich das gerade im Chat gelesen habe, man guckt sich nicht nur ein Bild an, man sollte das nur offen kommunizieren. Und offen kommunizieren heißt das nicht ganz unten hinschreiben, dass man runterscrollen muss. Das ist nicht offen kommunizieren. Das ist so, das sieht nach klangheimlich Verstecken aus. In meinen Augen. Also das ist für mich wirklich klangheimlich Verstecken und nicht offen kommunizieren. Early Access sollte ungefähr so fett auf dem ersten Bild draufstehen. Ungefähr so groß. Wenn es denn Early Access ist, also man ist sich ja jetzt gerade bei der Geschichte hier nicht so im Reinen. Egal wie gut das Spiel ist, es muss offen kommuniziert werden. So wie es bei Steam eben direkt ganz oben steht, warum Early Access und der Entwickler sich erst rechtfertigen muss, warum sie das Spiel im Early Access rausbringen und nicht halt direkt rausbringen. Und nicht dann eben ganz unten. Klingt so ein bisschen, als hätten sie an Paragon ein ganz schönes ganz schön viel Geld verloren und müssten jetzt ein bisschen was reinholen. Ich habe Paragon nie gespielt. Wie jeder andere Spieler dieser Welt, vermutlich. Das Einzige, was ich von Paragon gesehen habe, ist... Den gibt's für PlayStation, da kann man Platin drin holen, das weiß ich. Ich habe schon geguckt, so, oh, Free-to-Play, ohne Platin. Und dann habe ich so ein bisschen was gesehen, es sah gar nicht schlecht aus. Also grafisch sah das gar nicht schlecht aus, muss ich jetzt zugeben, aber das waren einfach nur Kämpfe gegeneinander und dann war ich da schon wieder so, nö. War das nicht so ähnlich wie Smite aufgebaut? Diesen 3D-MOBA? Paragon? Ja. Das war auf jeden Fall so ein MOBA-Ding, auf jeden Fall. Battle Arena. Ah, okay. Habe ich auch nie gespielt. Nee, ich habe davon nur gehört, bevor es überhaupt rauskam in der Beta, als es ein paar Leute gespielt haben und dann hat nie wieder irgendjemand ein Wort darüber verloren. Leute, ihr könnt da gerne, wenn ihr möchtet, auch euren Senf dazu geben. Das würde uns sehr freuen unter Hashtag Plankenschnack bei Twitter oder auch auf dem Twitch-Server bei mir. Könnt ihr euch da im Channel gerne mal auslassen. Mich würde das interessieren. Bushi hat ja schon ein bisschen was geschrieben gerade dazu. Lasst uns einfach mal was hören. Das wäre sehr interessant, weil... Also ich finde das sehr kurios. Ja, ist eine neue Art, das Early Access System jedenfalls auszulegen. Wollen wir zum nächsten Punkt, oder? Ja, sehr gerne. Stimmt, Was haben wir denn? Wollen wir erstmal über ein paar Releases sprechen?
Das wäre ganz angebracht, glaube ich, ja. Weil wir haben ja mit Fortnite eigentlich schon angefangen. Das ja, würde mich, das würd mich mal, du hast das Thunderhead, hast du ja gespielt, oder? Thunderhead, genau. Das oder ich jetzt, Thunderhead, ja. Ich hatte das gestern nur kurz gesehen. Wie ist denn das so? Es macht Spaß, muss ich sagen. Ich hatte mir vorher nichts angeguckt. Ich wusste nur, dass es von den Machern von U2 ist. Das war alles. Und dass es eben wieder so schön gezeichnet ist wie U2. Und ich muss sagen, es macht mir mehr Spaß als U2, weil U2 war eher so ein Top-Down, so wie Titan Souls, falls das irgendjemand gespielt hat. Also diese isometrische Ansicht und dann läufst du halt rum und besiegst Bosse mit Fähigkeiten. Das habe ich nur kurz damals gespielt, aber es hat sich noch sehr, sehr angefühlt wie ein Spiel oder das erste Spiel von einem neuen Entwickler. Thunderhead fühlt sich schon ein bisschen runder an. Was mich überrascht hat, ist, dass es so mit Roguelite-Einflüssen kommt. Also, wenn du stirbst, fängst du wieder am Anfang an. Es wird ein bisschen durchgemischt. Der Großteil der Level bleibt aber gleich. Und alles, was du an XP, beziehungsweise da heißt das Scherben, glaube ich, oder so ähnlich, das ist so wie Seelen in Dark Souls, behältst du. Und du wirst direkt da rausgelassen, wo du levelst. Also es ist sehr, sehr fair gemacht. Du lässt nicht die Seelen eben liegen, wie bei Dark Souls, sondern du nimmst die Scherben mit und kannst sofort, wenn du stirbst, halt leveln und dann musst du nochmal runter in die Welt. Es ist halt Jump'n'Run-mäßig aufgebaut. Es ist ein Metroidvania. So, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ne, also du spielst es wie ein Plattformer. Wie gesagt, die Welt bleibt an sich relativ gleich. Manche Sachen werden durchgeschoben. Das Einzige, was mich stört an Thunderhead, ist, wie die Wellen an Gegner kommen. Das Spiel schmeißt dich einfach zu mit Gegnern und nicht Gegner, die einfach an einer bestimmten Stelle stehen, wie jetzt zum Beispiel Hollow Knight. Bei Hollow Knight war es so, jeder Gegner hatte seine Position und dann bist du halt rumgelaufen und dann wusstest du, da kommt jetzt gleich der und der Gegner, sondern es kann mal sein, dass du zu einem Boss läufst und nicht einmal angegriffen wirst. Es kann aber auch sein, dass du zu einem Boss läufst und drei von diesen fetten Wellen mit Elite-Gegnern auf dich draufgeworfen werden und du überhaupt nicht mehr klarkommst. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig. Aber an sich hat es mir echt Spaß gemacht. Ich habe den ersten Boss dann im Stream noch gelegt, den richtigen Boss, und der war richtig episch. Also da hatte ich tatsächlich, der war relativ leicht, also ich habe den im zweiten Try gelegt, aber es war halt der erste Boss, der erste richtige. Aber der hat sich schon so ein bisschen nach Dark Souls angefühlt. Also als ich den gelegt habe, hatte ich dieses schöne Gefühl, was erreicht zu haben in dem Spiel. Wie eben bei Dark Souls. Mal gucken, wie so die nächsten Bosse sind, aber so wer auf Metroidvanias abfährt im Stil von eben Hollow Knight oder sowas und sich nicht daran stört, dass es so ein bisschen Roguelite ist. Also wer Dead Cells zum Beispiel gespielt hat, Dead Cells war viel, viel mehr Roguelite. Da, wenn du da gestorben bist, dann hast du auch wirklich gelitten. Das ist hier nicht so. Du behältst immer die gleiche Waffe, du verlierst nicht wirklich großartig was, außer eben den Progress zu der Stelle, an der du gestorben bist. Musste auch instant an Dead Cells denken, als ich das gesehen habe. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ist das gut? Das Ding ist halt immer. Bitte? Ist das nicht eine Geschmackssache? Ja, eben, deswegen. Ich finde das wirklich sehr interessant. Auch Dead Cells finde ich mega interessant. Aber dann setze ich mich daran mit meinen, ich nenne es mal Jump'n'Run-Krüppelfingern. So, und da kommt dann nichts bei raus. Ich würde sowas übelst gerne spielen. Aber muss es einem, vielleicht muss es einem liegen. Fury ist zum Beispiel, ist für mich das ist ein Spiel, ich finde Fury unglaublich toll. Der Soundtrack mega. Und normalerweise stehe ich auch auf bockharte Spiele, aber das ist eine Art, die mir nicht liegt von Spiel. Weil da irgendwann so viel visuell auf mich zukommt, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Schon alleine, das ist mir zu viel. Da ist zu viel. Ne? Also ich glaube, das muss einem liegen. Warum spielt sowas keiner? Ja. Es spielt keiner, den ich mag. Danke. Wow. Ja, soll ich jetzt lügen und sagen, ich gucke deinen Stream? Ich bin bei dir nur Mitleid-Sub. Du hast doch bei mir nicht gesubbt. Natürlich. Du hast bei mir gesubbt? Na sicher, schon über ein Jahr, du Pfeife, seit dem ersten Tag. Ja, weil du nie, du teilst ja nie. Ja, was soll ich dir auch teilen?
Ich bin seit Anfang an, seit Tag 1 bin ich bei euch immer beiden Sub, ja? Jetzt werf mir mal nicht vor, dass ich für euch nicht Subscriber bin. Genau aus diesem Grund bin ich Sub, damit du schön aufläufst. Wenn du, nee, du bist gar kein Subscriber. Und dann komme ich, doch, bin ich, yes! Siehst du, ich hab dich gekriegt. Warte, hier ist Slammy, ich beweise das noch extra nochmal im Chat. Warte, wo ist es? Okay, warte. Jetzt hatte ich seine 40 Millionen Emotes da durchscrollen. Hier. Bravo. Ah! You're welcome. Seit Tag 1, Lümmel. Sehr gut. Oh. Gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Ja, du kannst es dir ja mal angucken. Also ich fand die Skill... Schneise, nee, wie sagt man denn? Die Lernkurve war bei Sundered auf jeden Fall fairer als bei Dead Cells. Bei Dead Cells bin ich persönlich irgendwann, habe ich es weggelegt. Ich meine, es ist Early Access im Gegensatz zu Sundered, das komplett draußen ist. Bei Dead Cells habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt so langsam habe ich das Gefühl, ich mache nicht mehr viel, ich werde nicht besser irgendwie, sondern nach ein, zwei, das habe ich ja zwei Streams gespielt und habe irgendwann gemerkt, okay, jetzt komme ich selber an eine Wand und jetzt müsste ich wirklich zwei, drei Tage erstmal grinden, bis ich wirklich besser werde. In Sundered ging das relativ schnell, dass ich am Ende gemerkt habe, okay, auch das, wie ich meine Knöpfe drücke und wie ich das Spiel spiele, obwohl sich die Steuerung nicht so flüssig anfühlt wie bei Dead Cells, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es mir besser lag. Und dann hat es sich richtig gut angefühlt, durch diese Massen an Gegnern einfach die ganze Zeit durchzurushen und eine Chance zu haben, wo ich bei Dead Cells eben ziemlich schnell gestorben wäre, war es bei Sundered eben nicht. Also falls du eins von den beiden spielen möchtest, würde ich dir Sundered eher empfehlen, vor allen Dingen, weil es eben nicht Early Access ist, sondern schon draußen. Das ist perfekt für die Salzwochen. Ja. Wir werden die Salzwochen einführen. Vor der Gamescom. Eine Woche. Nur so eine Spiele. Und dann wird rumgeschrien, rumgemeckert, was die Scheiße hergeben. Absolute Salzwoche. Okay, wir haben einen Plan. Ja, wir spielen das jetzt. Apropos Salz, hast du da auch schon The End is Nigh auf der Liste stehen? Für die Salzwoche? Also es könnte Controller fliegen. Ja? Könnte. Aber da ich meine Technik liebe, wird der Controller nicht fliegen. Aber genau das hatte ich eigentlich mal geplant. Eine Woche lang nur so eine Kackspiele spielen. Also Kackspiele für mich, die mir nicht liegen. Und dann auch Crash Bandicoot. Und dann dir einfach irgendwann sagen, nach einer Stunde, wenn der Blutdruck auf 500 ist, so, ich hab jetzt keinen Bock mehr! Aus mit dem Scheiß hier! Das machen wir. Ja. Ja. Super Meat Boy kann ich dir auch empfehlen. Boah, nee. Oh. Das ist ja genauso wie End of Nine, nur in ja, Bund. Ja, das von den gleichen Machern. Ja, okay. Das klingt doch nach einem Plan. Ansonsten, I wanna be the Boshi. Oh, you died. Oh, you died. Das Obersalzspiel. Oh ja. Obwohl, du wirst dich wahrscheinlich an der Grafik stören. Dann kann ich dir nämlich das von dem gleichen Macher empfehlen, dass es auch auf Steam gibt. Wings of V. Alter! Das kennt Dizzy wahrscheinlich nicht. Doch, ich geb dir. Du kennst Wings of V? Ja, Man hat's gespielt. Es ist ja nicht so, als wenn ich nichts kenne, ne? Okay. Ich spiele das nur nicht. Das aber kennen tue ich's alles. Das sind aber auch Spiele, die ich nicht spielen würde, weil ich... Also gegen Wings of V sieht Super Meat Boy wie Kindergarten aus. Das stimmt. Was? Das ist doch voll süß. Das ist hier mit den Engeln, oder was? Ja, ja. Ja. Sehr süß ist das, ja. Oh. Okay. Oh, das ist halt... Das war eins der letzten Spiele, bei dem bei mir ein Controller geflogen ist. Da würde ich eher noch Isaac spielen oder versuchen, als dass ich eins von diesen Jump'n'Run Instant-Tod-Dinger da so... Nee. Nee. Erzählt nur weiter, ich sammle gerade Ideen für die Super Salzwoche. Ja. Ich habe dir schon die beste Idee gegeben, ja. Übrigens, auf wie. Also wenn du dich da dran traust, dann hast du meinen Respekt. Und wenn du da noch einen Boss legst, zwei, drei. Hey, ein hast du gesagt, nicht zwei, drei. Naja, der erste Boss bei einem Soulgrind-Spiel ist immer
ein wenig das Salz schmecken lassen. Hey, der zweite bewirft dich dann schon mit den Salzblöcken. Ist das nicht der Noob-Filter? Wow. Ja. Ich hab gedacht, der erste wäre Noob-Filter. Ja, genau. Ah ja, gut, dann. Wie jetzt hier die Leute wieder auf eine Kacke hauen. Deswegen war es bei Boschi, der erste Boss, ja auch noch. Was ist denn der erste Boss nochmal bei Boschi? Ja, das Tutorial. Hello Kitty. Ach ja, Hello Kitty, okay. Ja, und das, ja gut, das Tutorial. Stimmt. Ich hab's nicht geschafft. Ich habe aufgegeben im Tutorial. Ich habe bei Boschi Dalsim, also Ryu, gelegt. Da war ich sehr stolz drauf. Das habe ich erst letztens geschafft. Der hing nämlich ganz schön lange an. Hast du den Sonic-Boss geschafft? Nee, den Sonic nicht. Ah, okay, so der Sonic kommt erst danach. Oh. Ryu ist, glaube ich, der dritte Boss im Spiel. Nee. Aber ich guck's gerne. Mhm. Ich schaue das unglaublich gerne. Das sind so Spiele, da sitze ich dann da so. Aha. Ich gucke das nur bei Ezekiel gern. Ich gucke das nur bei Ezekiel. Weil er sich besonders schön aufregt. Ja, das liebe ich, wenn der das macht. Deswegen ist mir auch die Idee von den Salzwochen mal gekommen. Wo du einfach mal komplett den Hahn aufdrehst und die Leute sagst so, ihr braucht euch nichts dabei denken, es ist einfach, die Pulsader ist offen, wir lassen alles raus. Die Salzwochen. Einfach mal großartig abreagieren. Das will, ja. Das muss okay sein. Jetzt hast du mich, angefixt. Let's go. Erzähl mir mal, was ist Aporia? Ey, du suchst mir Spiele raus, ne? Ja. Davon habe ich noch nie was gehört. Also ich kenne ja, wirklich viele, aber das kenne ich auch noch gar nicht. Ja, momentan kommen auch so langsam so die ganzen Indie-Sachen wieder raus. So der Indie-Markt kommt ein bisschen ins Rollen. Hat da ein bisschen geschlafen in den letzten Monaten, fand ich. Oh, Aporia war sehr, sehr gut. Also da muss ich sagen, da verstehe ich überhaupt nicht, warum das so unter den Radar gefallen ist, weil es mir echt viel Spaß gemacht hat. Ich habe früher, wollte ich immer diese ganzen Mist-Spiele spielen. Mist mit Y, nicht Mist mit I. Also diese, wo du quasi in diesen vorgerenderten Welten dich durchklickst, aber halt schon schön gemacht und dann so Rätsel lösen musst und du bist alleine in der Welt und löst quasi durch die Rätsel eine Geschichte, die so dir ein bisschen erklärt, was in der Welt passiert ist und so. Und das hat jetzt Aporia eben übernommen. Es ist eben nicht mehr vorgerendert, weil man heutzutage die Engines hat, die eben Welten auch so schön anzeigen lassen können. Das heißt, du läufst in Ego-Perspektive durch diese Welt, wirst da reingeworfen und dir wird eben eine Geschichte erzählt, indem du relativ einfache Rätsel löst. Also rätseltechnisch ist es jetzt kein richtig schweres, es ist kein Witness oder sowas, wo du die ganze Zeit an irgendwelchen Rätseln hängst, sondern du läufst im Prinzip durch und musst ein paar Sachen erledigen. Aber ich würde fast eigentlich gar nicht sagen, dass es so krass Rätsel sind. Das schon ist mehr so die Story im Fokus, ne? Genau, schon mehr Walking Simulator fast. Allerdings nicht so wirklich reiner Walking Simulator. Also, weil ich persönlich muss sagen, ich finde Walking Sims nicht so cool. Das hat mir allerdings echt viel Spaß gemacht. Und die Geschichte, die erzählt wird, komplett ohne Worte, nur halt eben entweder durch Bilder oder durch Atmosphäre mehr oder weniger, also wie in Dark Souls fast, also ein bisschen, dass du wirklich beobachten musst. Und ist zwischenzeitlich sogar ein bisschen spooky, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Und am Ende kommt dann nochmal tatsächlich ein Rätsel, was ein bisschen komplexer ist, ohne jetzt großartig was spoilern zu wollen. Und dieser Mix einfach, dass du erst in diese schöne Welt reingeworfen wirst, es dann ein bisschen düsterer wird und du erschrocken wirst ein bisschen oder durch Atmosphäre so ein bisschen Gänsehaut bekommst und so. Ich fand ihn richtig gut und ich habe es halt in 6 Stunden durchgespielt, in einem Stream. Du kannst dann nochmal so nochmal reingehen und Sachen sammeln. So Scherben tatsächlich auch heißen die. Dadurch kriegst du irgendwie noch Vorteile beim Spiel. Hat mehrere Enden. Es ist an sich ein durch und durch schönes, kurzes Spiel für zwischendurch. Und kann ich echt nur empfehlen. Wer schon lange irgendwie auf so ein Spiel wie Myst oder Zork Nemesis habe ich damals tatsächlich gespielt, wartet, der wird damit bestimmt auch viel Spaß haben. Ich finde, die Spiele sehen super schön aus, aber sind nachher super langweilig. Das war gar nicht langweilig, weil du nicht tatsächlich die Geschichte, also mich hat die Geschichte interessiert, was da quasi passiert ist. Mhm. Und die wird auch relativ cool aufgelöst dann zum Ende. Aber es sieht echt schön aus, das Spiel, wirklich. Ja. Mhm. Ausgesehen hat es sehr schön. Mega. Schmiert ein paar Mal ab. Ja gut, das gehört ja schon zum guten Ton. Ja, eben.
Das ist ein 2015er Wein. 2015 haben alle Spiele gut geschmeckt, weil sie ständig abgeschmiert sind. Könnt ihr euch an dieses Jahr erinnern, 2015? Das war das beschissenste Jahr in der Gaming-Industrie, was ich bis jetzt hatte. Da ist alles abgekackt. Jeder Release war kacke. 2015. Das war grauenvoll, das Jahr. Weiß ich gar nicht mehr. Kam da nicht dieser letzte Batman-Teil raus? Ja. Oh, ja, ich erinnere mich an das Jahr. 2015 Alter, war grauenvoll. Ja, das stimmt. Da war einiges an PC-Importierungen, die einfach, ja, ich erinnere mich. Da gab's noch keinen Blankenschnack, ne? Ich bin mit der Konsole da gesessen, ja. Hab mir gedacht, tja. Doofe Kuh. Ich bin wenigstens ehrlich. Das stimmt, ja. ich fand's ein bisschen, war nett. Wow. Wow. Also, wie gesagt, ne, Aporia hieß das Spiel. Ich schreib's nochmal, ich weiß nicht, ob wir es jetzt gesehen haben. Ich schreibe den Titel nochmal in den Chat. Hab schon den Link gepostet dazu? Achso, danke. Das mache ich auch sehr gerne nochmal für euch. Das sieht wirklich sehr interessant aus. Ja. Citadel. Hat einer von euch Citadel gespielt? Citadel? Noch nicht, nee. Nee? Willst du noch? Mhm. Sehr gerne sogar, tatsächlich. Wir haben einen Server. Ich hab's gehört. Mhm. Die dann demnächst ein. Das ist das, wo so ein bisschen wie Ark sein soll, aber mit Magie. Also ohne Dinos, ne? Hört sich gut an. Erzählt mal. Ja, ich meine, Dark and Light sieht aus wie Ark. Was? Stimmt. Das war Copy-Paste Reno. Also Dark and Light ist ja... Also ich sehe da nicht durch. Also die meisten hier im Internet, die so durch die Gegend gehen, sagen, dass beide Spiele von den Entwicklern von Ark ist. Was ich selber immer noch nicht glauben kann und dafür, dass auch noch irgendwie gibt es keine, weiß ich nicht. Also, oh Moment, habe ich jetzt Citadel und Dark and Light verwechselt? Nee, hast du nicht. Nee, war schon richtig. Aber Das muss man irgendwie immer gemeinsam nennen, habe ich das Gefühl. Aber sind das nicht zwei verschiedene Spiele? Ja. Okay, ich verstehe es nicht. Sie sind nur ähnlich im Setting. Ich war die Woche ausgenockt, also ich, was? Die sind ähnlich von der, also es gibt so Tiere, die du zähmen kannst, du kannst Sachen bauen und ist ähnlich. Okay. Das Setting. So, und nun ist das so, dass Citadel von den Machern von Ark ist und bei Snail Games, also bei Dark and Light, sind Entwickler von früher drin, die nicht mehr bei Dings sind, bei Ark. Die sind da raus. Mhm. Und die haben aber Dark and Light, also Snail Games. Ein ähnliches Spiel gleichzeitig mit diesem Spiel rausgebracht? Ja. Die haben diese Spiele so zeitnah rausgebracht, die beiden. Und Snail Games arbeitet jetzt an der VR-Version von Ark, wo die nicht mehr da sind bei Virtual Basement. Die machen die VR-Version von Ark und Dark and Light. Und Dark and Light sieht aus wie Ark. Von der Oberfläche her, ja. Im Quellcode sind noch Sachen von Ark drin. Also das ist eine Menge Copy and Paste. Und Citadel wiederum ist von Virtual Basement, da wo Ark jetzt halt ist. So, ist ein sehr kurioses Thema. Die Frage ist, ob das PR ist. Ansonsten ist das, weiß ich nicht, sehr eigenartig. Es ist wirklich sehr, sehr kurios, das Thema. Kann es sein, dass das was mit diesem Gerichtsverfahren zu tun hat und dass sie sich da irgendwie geeinigt haben, ihr habt uns die Entwickler geklaut, wir klauen euch dafür jetzt den Code oder so? Irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Du findest dafür auch keine irgendwie vernünftige Erklärung. Also du kannst bei denen jeweils auf die Homepages gehen. Und da steht nichts dazu. Ist ganz, ganz komisch. Es gibt halt nur Zeitschriften, die darüber irgendwie was berichten. Hm. Gab es damals nicht bei H1Z1 auch etwas, was da noch rauskam und was auch so ähnlich war? Wo man... Nee, da haben sie das Spiel dann aufgesplittet. In King of the Kill und Survival-Modus. Genau. Achso. Gab es nicht noch was Ähnliches? Ja, DayZ vielleicht? Das kommt jedes Jahr neu raus. Genau. DayZ war's. Im Early Access aber wahrscheinlich. Im Early Access natürlich. Ja. Also es ist ein sehr kurioses Thema. Aber Citadel, also um auf Citadel zurückzukommen, Citadel ist kein schlechtes Spiel. Also ich habe selten, muss ich wirklich gestehen, von einem Spiel, was in Early Access gegangen ist, 20 Euro kostet, so viel Content gesehen. Es läuft rund. Also es läuft wirklich rund. Es sieht unglaublich gut aus. Ich habe noch keine Bugs gefunden. Außer mal an einem Baum hängen bleiben, was man aber sehr schnell beheben kann.
die Server laufen nicht ganz so rund. Man muss jede Stunde mal neu starten, damit das wieder einigermaßen geht. Aber da patchen sie auch schon den dritten Tag hintereinander, haben sie jetzt einen Patch rausgebracht dafür, weil sie das fixen wollen. Also, ich muss sagen, ich bin davon schon ein bisschen begeistert. Das ist mal ein Early Access Release, den ich... Von welchem jetzt? Citadel. Okay. Dark and Light habe ich noch nicht gespielt. Okay. Naja gut, Ark ist jetzt auch seit 2-3 Jahren draußen. Also, wenn der gleiche Entwickler das gleiche Spiel nochmal rausbringt, mit den gleichen Bugs wie vor 3 Jahren, dann würde mich das aber sehr wundern. Stimmt. Ja, das ist halt bei Dark and Light so. Da gucke ich, das gucke ich jedes Mal, wenn ich da in den Stream reingehe und das Interface wieder auf, okay, das ist Ark, und dann mache ich es wieder aus. Ja. Das ist original. Da sieht man wirklich, dass das Ark ist. Ich finde das Interface von Ark hässlich. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll. Und ja gut. Dann ist ja gut, dass ich mir Dark and Light nicht geholt habe. Obwohl ich beide Settings mag, auf jeden Fall. Die Settings finde ich ganz geil. Also Spiele sind beide nicht schlecht. Auch ja. Dark and Light läuft rund. Also da gibt es auch kaum Probleme, scheinbar. Sie haben scheinbar gelernt aus ihren Fehlern in der Vergangenheit. Echt? Ich habe nämlich gehört, dass sie es jetzt extra ganz, ganz schnell rausgeworfen haben, um noch vor Citadel rauszukommen. Scheiße. Und man das wohl schon noch merkt bei Dark and Light. Oh Mann. Habe ich gelesen. Kann ich jetzt so nicht unterstreichen, weil ich selber noch nicht gespielt habe, aber... Nee, Citadel habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich wollte dich sowieso fragen, aber ich weiß ja, wie man bei dir auf den Server kommt. Ich habe dir das schon gesehen. Ja. Aber das kann ich dir ruhig sagen. Das Passwort ist Mutti123. Slapstick ist nicht erwünscht. Nee, Spaß beiseite. Ja, mach doch. Würde mich freuen. Ja. Dann können wir ja Moin um 9 machen. Ah. Kannst du knicken. Du um 9, das will ich sehen. Ich stehe letztes Mal halt wirklich so früh auf. Ehrlich? Hast du nicht gedacht, wa? 9 Uhr morgens, ne? Ja. Okay. Ja, wenn ich 9 Uhr morgens da sein muss, dann bin ich 9 Uhr morgens da. Dann mach dir mal keine Sorgen. Aber denn, ich weiß nicht, hat jemand von euch Dark and Light gespielt? Nee, oder? Nee. Gar nicht, okay, gut. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Also ich denke, man könnte man dazu nicht großartig was sagen. Also was Sinnvolles. Das geht nicht. Sag mal, Sali, was ist denn bei dir da, um mal auf das nächste Thema zu kommen, was ist denn da bei der PS4 los? Was soll denn die Preiserhöhung schon wieder? Ja, im August, ne? Da wird PlayStation Plus wird um ein Zehner teurer. Das habe ich heute auch gelesen. Im Jahr? Im Jahr. Gibt es eine Begründung? Inflation. Okay. Gier. Ich verstehe das immer noch nicht. Was? Was soll dir, warum musst du noch mal mehr bezahlen? Hab ich nicht. Also selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 70 Euro im Jahr sind. Nur in Anführungsstrichen. Nein, also es wird von 49,95 geht es auf 59,95. Die haben gerade alle eine Preis, ne? Amazon hat doch auch angekündigt, dass es teurer wird vom Prime. Das ist schon ein halbes Jahr alt. Ja, aber trotzdem. Und da muss, irgendwann muss man nachziehen. Naja gut, aber Amazon kommt ja auch mit Produkten wie ihren Videos und den ganzen Serien, die sie produzieren und dem ganzen Gedöns nach. Ja, PlayStation Plus halt auch. Für PlayStation 4 10 GB Cloud-Speicher, für PlayStation 3 nochmal 2 GB und für die Vita nochmal und dann die ganzen Zusatzspiele, die du halt im Monat bekommst, für 3 Systeme. Ich bin zufrieden mit. Ich könnte mir die Spiele auch selber kaufen. Ja, tu doch. Ja. Ja, das ist so, ob du die jetzt kaufst oder eben hier Just Cause 3 jetzt nächsten Monat einfach so bekommst. Für Umme ist doch. Ich hab Just Cause 3 schon. Ja, aber rechtfertigt das denn den Preis? Dass man für Online-Spielen Geld bezahlen muss? Du kaufst also den Scheiß. Also bei Xbox nur, musste man das schon immer. Ne, bei Xbox brauchte man schon immer diese Goldmitgliedschaft, um online spielen zu können. Das und ist ja auch nicht besser. Und PlayStation konnte man, glaube ich, fast 5 Jahre lang, ohne was zu bezahlen, frei online spielen. Das haben die dann erst eingeführt. Ich sehe das gar nicht so, dass es der Online, das vergesse ich oft, dass ich dafür auch online spielen kann, weil das früher eben kostenlos war, sondern ich sehe das halt im Gegenwert dafür, dass ich jeden Monat für jedes System 2 Spiele bekomme. Ich habe alle 3 Systeme und nutze alle 3
Und oft sind da richtig schöne Sachen bei. Also von dem her, oft bei Multiplayer-Sachen denke ich mir, geil, jetzt muss ich das Spiel nicht zweimal kaufen, sondern nur hab's einmal und kann's dann mit meinem Mann zusammenspielen. Ja. Darf ich einmal konstruktive Kritik aus dem Chat aufgreifen? Ja. Von Nikolas. PlayStation ist scheiße. Oh, wow. Danke für diesen konstruktiven Beitrag, Nikolas. Mein Horizont hat sich gerade um mindestens 5% verringert. Um zum Thema zurückzukommen, danke. Ich sehe das so ein bisschen kritisch. Ich kaufe mir das nicht für Cloud-Speicher, weil dafür habe ich eine Festplatte. Ja. Und davon kann ich Sicherheitskopien machen auf einem USB-Stick, wenn ich das möchte. Wenn ich einen Cloud-Speicher will, dann gehe ich zu OneDrive oder Dropbox oder sonstige Dinge. Für mich ist das wirklich, ich bezahle, um online zu spielen, 70 Euro im Jahr oder 60. Und das sehe ich nicht ein. Und auch wenn sie mir Spiele schenken, das ist mir egal. Das rechtfertigt das auch nicht, weil die sind doch sowieso her, diese Spiele, und verschenken die. Ob sie die Kopie jetzt verkaufen oder nicht, ist irrelevant. Das ist völlig irrelevant. Dieser Preis, in meinen Augen, auch die 70 Euro, wenn du das hochrechnest, ist das die Frage, ob du überhaupt auf diese 70 Euro kommst. Im Jahr. Wenn du diese Spiele kriegst. Weil ein PS3-Spiel, das kannst du ja auch für 55 Cent bei eBay kaufen wahrscheinlich. Und ja. Da ist, also ich habe bis jetzt bei PS4 Plus, für meinen persönlichen Geschmack, habe ich 2 gute Spiele gesehen. So. Und was mich halt an dieser Sache, was ich halt übelst schwachsinnig finde, ist, dass du diese 70 Euro dafür bezahlen musst. Das ist völlig Banane. Wofür? Wir bezahlen die Server? Welche Server bezahlen wir? Die Download-Server, wo ich 16 Jahre runterladen muss? Der absolute Bullshit? Das ist totaler Mumpitz. Die Multiplayer-Server. Die laufen halt auch nicht mal alle richtig vernünftig. Oder 59 Euro. Entschuldigung, 60 Euro. Dich zwingt niemand. Diese Aussage ist völlig Banane, weil wenn ich online spielen will, dann muss ich mir das kaufen. Also zwingt mich jemand dazu. Und dann nutzen die das Geld noch nicht mal bei den Spielen, bei denen man es nutzen könnte, wie zum Beispiel Destiny 2, die dann eben über P2P-Lobbys trotzdem weiterhin laufen werden. Ja, richtig. Und warum muss ich dafür 60 Euro bezahlen? Ja. Und ja, mich zwingt keiner, nein. Aber wenn ich mir Destiny kaufe, dann zwingt mich jemand dazu, weil ich das Spiel nicht in vollem Umfang genießen kann. Das heißt, ergo, der Entwickler schiebt mich in diese Ecke. So. In die PC-Ecke. In die PC-Ecke. Wenn ich keinen PC habe, ist das auch diese Aussage, dich zwingt keiner dazu, ist gerade in diesem Fall, passt sie leider nicht. So, jetzt nimmst du irgendjemand, der das nicht hat und kauft sich extra eine PS4, dann muss ich noch PS4 Plus dafür kaufen. Und das ist doch scheiße. Weil du kriegst dafür nichts. Du kriegst dafür nichts. Du hast den absolut grottigen, schlechtesten Download-Speed auf dem ganzen Planeten, der nicht mal 2017 entspricht. Ob mit Kabel oder WLAN. Ich muss ein Spiel 9 Stunden runterladen, was ich auf meinem Computer in einer Stunde runterlade. Was zur Hölle? In welcher Zeit leben wir? Ich habe noch nie ein Spiel 9 Stunden runtergeladen. Ich schon. Ich habe mir Horizon Zero Dawn runtergeladen und das hat mich 24 Stunden gekostet. Die Scheiße lief 1,5 Tage, damit ich das runterladen kann. Also wenn ich manchmal was runterlade auf der PlayStation und nebenher noch was spielen möchte und dann zurückgucke, so nach 3 Stunden, lädt er plötzlich nur noch mit 1 Megabyte pro Minute runter. Das ist, ja, das stimmt. Währenddessen noch was spielen, da ist sie dann, nö. Ja, aber manchmal musst du nicht mal was spielen, dann geht das runter. Das ist halt frech. Und gerade fürs Online-Spielen, denn sollte das so machen, dass Leute sich selber einen Server hosten können oder was. Und in den meisten Spielen hast du dieses Peer-to-Peer sowieso mittlerweile drin. Also warum bezahlst du 70 Euro? Wofür? Für Cloud-Speicher? Für 70 Euro kann ich mir deinen eigenen Server mieten für ein Jahr. Und da ist mehr Cloud-Speicher drin. Also das ist doch, und die Spiele, ja okay, du kriegst was dafür. Und ja, vielleicht zwingt dich auch niemand dazu. Aber natürlich, trotzdem zwingt dich jemand dazu, damit du mit deinen Freunden online spielen kannst. Und das ist der einzige sinnlose Aspekt an diesem PS Plus. Und dasselbe gilt auch für Xbox. Denn Switch auch wahrscheinlich. Nintendo. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und der 2018. Geld, ja. Ah ja. Und was soll das? In der Peer-to-Peer-Welt, wo keine Server sind?
Warum bezahlen wir Online-Gebühren? The fuck? COD, die ganzen, die Battlefield, das sind alles, das läuft, hä? Warum bezahlen wir dafür Geld? Bin ich der Einzige, der das irgendwie nicht versteht? Nein. Aber was willst du dagegen tun? Kannst du nichts mehr gegen tun, aber irgendwie ist das doch Banane. Ich reg mich darüber gar nicht mehr auf. Ja, ich kaufen tue ich es am Ende auch, weil ich die Scheiße brauche. Ich hab halt den Pluszugang schon gehabt. Da gab es noch, da war PlayStation noch umsonst online spielbar. Ne? Da hast du so kleine Avatar-Bilder und Themes zum hübsch Aussehen hast du da bekommen. Ja. Und dann zwischendurch solche kleinen Spiele, erst Minispiele, die du nur auf der PSP spielen konntest oder auf der PlayStation 3 konntest du die auch spielen, stimmt. Und das ging dann irgendwann Hand in Hand. Ich glaube, mit PlayStation 4 kam dann auch, dass Online-Zocken irgendwann Geld gekostet hat. Ich glaube, das war vorher nicht. Und deshalb, ich habe die Plus-Mitgliedschaft schon ewig. Ja, der 10er mehr jetzt. Alles wird teurer. Ich reg mich da gar nicht drüber auf. Um den Preis geht's mir nicht. Das ist normal, dass er teurer wird. Das ist schon klar. Ich sehe das so, ich krieg 90 Spiele im Jahr für diesen Preis. Also über 90 Spiele, da ich eben alle drei Systeme benutze und von mir aus. Das ist für mich dann wirklich, ich sehe das dann für mich gerechtfertigt. Weil es sind ein Haufen Spiele dabei. Ob das jetzt eben Just Cause ist, ob das Life is Strange ist, ob das die ganzen Telltale-Sachen sind oder sonst was. Es geht nicht darum, ob ich sie mag, sondern okay, es geht darum, okay, dass ein großes, breites Feld abgedeckt wird mit den ganzen Sachen. Jetzt war gerade Game of Thrones von Telltale war drin und. Das ist wirklich groß und breit gefächert. Und von dem her, hier, take my money. Ich habe über 90 Spiele im Jahr für das, was ich da, okay, cool. Reg ich mich nicht drüber auf. Hast du eine PlayStation, Icy? Nee. Ja, dann ist das ja für dich eigentlich irrelevant. Ja, aber ich find's auch scheiße, auf jeden Fall. Ich versteh's zumindest nicht. Klar, ist cool, wenn man dafür Spiele kriegt oder so, aber ich verstehe nicht, aus welchem Grund man dann Geld bezahlen soll. Das habe ich damals bei der Xbox Live schon nicht bestanden. Dieser Zwang dann, dieser versteckte Zwang sozusagen, dass man dann nur so mit seinen Freunden spielen kann, wenn man Kohle zahlen muss, ist halt auch eine miese Sache, diesen sozialen Effekt damit reinzubringen. Stell dir vor, du müsstest für Steam 50 Euro im Jahr zahlen, um CSGO online spielen zu können. Tja. Ja, dann rennt auf jeden Fall das Internet. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe über PS4 Plus lese ich ganz wenig. Auch über Xbox Gold. Also Xbox Gold ist genau dasselbe, just saying, ja. Das ist dasselbe Prinzip bei mir. Ich habe wir reden gerade über Dings. Ich lese darüber gar nichts. Also da ist noch nie was passiert. Auf die Barrikaden. Boykottiert eure Playstations. Kauft euch anständige PCs. Ja, Steam Machines. Okay. Ja, jedenfalls, was wollte ich sagen? Achso, was ist denn jetzt passiert? Was denn? Hä? Wo ist denn das jetzt hin? Ah, da. Ich hab's irgendwie weggemacht. Die Preise nochmal zu. Es steigt von 50 auf 60 Euro im Jahr, von 19 auf 25 pro Quartal und von 7 auf 8 Euro pro Monat. Ich wollte das noch ausrechnen, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist der Monatspreis 23,97 Euro im Quartal zusammengerechnet, während der reine Quartalspreis 24,99 ist. Das heißt, derjenige, der sich das für ein Quartal kauft, weil er denkt, er spart daran, bezahlt 1 Euro mehr im Quartal. Also irgendein Mathe-Ass war da offensichtlich am Start und hat diese Preise ausgerechnet. Also holt euch nicht die Quartalsvariante, nur weil ihr denkt, ihr spart daran. Ihr spart daran nicht. Und das Ganze gilt ab dem 31.08., würde ich auch nochmal sagen. Also, würde jetzt nochmal. Rechnest du gerade nach?
Ich rechne oder? Nicht nach. Ich gucke nur gerade, weil eben manch, ich glaube, wird gefragt, was eben mit den laufenden Abos ist oder so. Ah, das ist eine gute Frage. Soll ich euch vorlesen? Ja. Mhm. Ja. Okay. Da du eine bestehende Mitgliedschaft hast, bedeutet das für dich, dass alle Abonnentengebühren, die am oder nach dem 31. August fällig sind, zum neuen Preis abgebucht werden. Du hast noch bis zum 31. August die Möglichkeit, ein PlayStation Plus Abonnent zum aktuellen Preis zu kaufen, das dann deiner aktuellen Mitgliedschaft hinzugefügt bzw. daran angehängt wird. Mhm. Das heißt, wenn ihr euch jetzt noch eine PlayStation, zum Beispiel das Jahresabo holt für 49,99, dann wird das komplette Jahr wird drangehangen und ihr müsst nicht zusätzlich die, was sind das, der Zehner, der dann fehlt, draufzahlen. Und was ist, wenn ich das jetzt 3 Jahre hintereinander ranhänge? Geht das auch noch? Ja, gib Gas. Ich weiß nicht, ob man für 3 Jahre machen kann. Ja, würde sagen nicht, nee. Da wird es irgendein Kleingedrucktes geben, dass du nur maximal 2 Jahre. Also maximal 2 Jahre insgesamt bezahlen kannst. Und du hast auch die Möglichkeit, eben, wenn du nicht möchtest, dass deine PlayStation Plus Mitgliedschaft zum neuen Preis verlängert wird, musst du sie kündigen. Dazu musst du in den Kontoeinstellungen mindestens 48 Stunden vor der nächsten Zahlung, die am 31. ist, die Option von automatisch verlängern auf deaktivieren klicken. Nicht vergessen. 48 Stunden vorher. Im Chat schreiben manche nächsten Zahlungstermin Ende 2019, also offensichtlich kann man schon noch ein paar dranhängen. Ja. Aber ohne Gewähr. Also ich würde jetzt nicht in den Laden rennen und mir 5 von diesen Karten kaufen. Nee, 5 nicht, aber eine, also wenn man da die Möglichkeit hat und nicht gerade aktuell, sondern vielleicht in 2 Monaten seine Plus-Mitgliedschaft für 1 Jahr lang verlängern möchte, dann macht's jetzt und habt den 10er gespart. Doch, das geht scheinbar. Bis 2023, schreibt Rox da gerade. Ja, wenn du dir jetzt 3 Jahreskarten kaufst und die alle eingibst, dann können die das doch nicht verweigern, dass du die nicht einlösen kannst. Das. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Das Telefon aber glühen. Wenn ich jetzt mir 10 Jahre kaufen will, dann, nee, das darfst du aber nicht. Nee, du hast die 10 Karten jetzt aber nicht gekauft. Die musst du, darfst du 1 Jahr musst warten und dann darfst du es erst. Dann würde ich den aber aufs Telefon, ne? Das sind so Sachen, ich weiß nicht warum, aber die ärgern mich so ungemein. Ich finde das. Nee, das kann man eben schon. Es wird halt angerechnet. Also wenn du jetzt, sagen wir, 2 Monate noch offen hast und dir 12 Monate wieder draufladest, hast halt 14 Monate. Also das geht absolut. Ob das dann mit 3 Jahren geht, ich weiß nicht, ob sie irgendwann sagen, so, nee, jetzt hast du dein Limit erreicht. 10 Jahre im Voraus, mehr geht nicht. Wir können nicht weiter vorausschauen. Vielleicht gibt es uns bis dahin nicht mehr. Das weiß ich nicht. Die Rechnung stimmt übrigens, 23,97, ja, wenn man die einzeln kauft. Ja. Monatlich ist billiger als im Quartal. Ist das andere denn? Haben ja, sich ja, da ist, verrechnet? Ja, ist. Ja, na gut, ja, doch, ja. Ja. So viel dazu. Wie wir ja schon geklärt haben, ne, im nächsten Monat, das können wir auch gleich dranhängen, die PS Plus Games, die dann eben im August rauskommen, sind Just Cause 3, was ein ganz gutes Spiel ist. Also wer es noch nicht hat, kann es dann eben für fast kostenlos bekommen. Obwohl, also ganz im Ernst, der einzige Grund, warum ich diese Mitgliedschaft habe, sind eben diese kostenlosen Spiele. Tatsächlich. Sonst sehe ich keinen Grund für mich, weil ich spiele keine Multiplayer-Games auf der PlayStation und die Cloud interessiert mich auch nicht, weil, keine Ahnung. Assassin's Creed Freedom Cry, was im Prinzip das Standalone-DLC oder Add-on für Black Flag war. Yep. Und das habe ich nicht ganz verstanden, Downwell, was ein ganz cooles Indie-Game ist für zwischendurch, ist auch draußen, allerdings für wie heißt denn das? PS Vita, genau. Aber irgendwie mit Crossplay auch auf der PS4. Also ich weiß nicht, wenn man keine PS Vita hat, ob man es dann auch auf der PS4 spielen kann. Kann man.
Kann man. Cosplay hat meistens auch einen Cross-Speicher. Das bedeutet, wenn du auf der Vita spielst, speicherst du das hoch in die Cloud. Das hat eine eigene Cross-Cloud und dann kannst du eben auf der PlayStation 4 sagen, von der Cloud, und dann kannst du direkt an der Stelle weiterspielen. Okay. Gibt es einige Spiele, die das haben. Das ist nicht schlecht. Genau. Irgendjemand von euch Gigantic gespielt? Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Was ist das? Ein Overwatch-Klon? Auch wieder so ein Overwatch-Klon. Oh. Um es mal negativ konnotiert zu sagen. Also ein Hero Battle Arena irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe von dem Genre so wenig Ahnung wie von MOBAs. Aber das ist doch, Lawbreakers war doch jetzt auch gerade, kam doch jetzt auch gerade raus, oder nicht? Und ja. Ist auch. Glaube ich jetzt in der Beta, ne? Ja. Nee. Ist voll, scheinbar. Achso. Ja. Okay. Nee, never mind. Ist in der Beta, ja. Kann man jetzt gerade spielen. Gigantic ist ein MOBA, kein Overwatch. Achso. Ich dachte, ich hätte gelesen, dass es ein Multi-Bros irgendwas ist. Okay, aber da es jetzt keiner von uns gespielt hat, können wir eh nicht viel dazu sagen. Wie man nicht, hört. Nicht wirklich. Wenn wir keine Ahnung haben, dann reden wir auch nicht drüber. Doom ist billig geworden. Kostet jetzt nur noch 30 Euro bei Steam. Und alle Multiplayer-DLCs sind, weil eben der Season Pass ausgelaufen ist, kostenlos jetzt. Also wurden nachgepatcht für alle, die den Season Pass noch nicht hatten. Allerdings war, glaube ich, der Doom-Multiplayer relativ verschrien, soweit ich mich erinnern kann. Das war ja, damals hatten sie ja erst die Multiplayer-Beta rausgehauen, bevor irgendwer noch wusste, was als Singleplayer rauskommt. Und dann dachten schon alle, oh Gott, die haben es schon wieder versimmelt. Und dann kam eben der Singleplayer. Weiß nicht, ob sie das mittlerweile nachgepatcht haben und mit den DLCs zu einem guten Multiplayer gemacht haben, aber ganz im Ernst, die meisten werden sich Doom wegen der Singleplayer-Kampagne gekauft haben. Hast hast du gerade gesagt, dass Season Pass ist abgelaufen, das heißt, die Dinge gibt es jetzt kostenlos? Bethesda hat gesagt, der Season Pass, also die stoppen jetzt den Season Pass, da kommt nichts Neues mehr. Den kann man jetzt auch nicht mehr kaufen, sondern alle Sachen, die in dem Season Pass drin waren, sind jetzt für alle anderen, die den nicht hatten, verfügbar. Hatte man mit dem Season Pass also Early Access? Sind jetzt Free to Play. Habe ich das jetzt nur noch mal, um das ganz kurz zu verstehen. Du hast dir also einen Season Pass gekauft? Du hast dir den Season Pass gekauft? Ja. Hast die Sachen gekriegt? Ja. Und jetzt kriegst du die Sachen umsonst, wenn du keinen Season Pass hattest? Naja, das Spiel ist über ein Jahr draußen. Wer spielt das noch im Multiplayer? Ich glaube nicht mehr so viele Leute. Das waren halt alles Multiplayer-Sachen, die halt aktuell waren im letzten Jahr und jetzt nicht mehr. Die Season ist halt vorbei und jetzt kriegen es alle. Eigentlich eine kluge Sache. Es gab ja auch einen geilen Editor wohl dabei und vielleicht halten sie so eine Community am Leben und verkaufen sie nochmal ein paar Versionen des Spiels. Ja. Und kostet halt nur noch 30 Euro, was sich lohnt bei dem Spiel. Oh ja, Singleplayer lohnt sich auf jeden Fall schon. Ja. Ich halte mich da raus. Scheinbar ist das für alle so normal. Ja, Bethesda. Ja. Wenn wir jetzt über Bethesda reden wollen, dann sollten wir woanders ansetzen als bei Doom, finde ich. Also, ja, aber das haben wir ja schon häufig. Ich bezahle gerne 30 Euro extra, damit das nach einem Jahr umsonst ist. Geil, ist cool. Klingt logisch. Lass mich gern verarschen. Super. Hey, dick move. Hab nichts gesagt. Ja, nächstes Thema. Sonst kriege ich dann die Krise. Aber dann könntest du ja auch sagen, das Spiel ist jetzt 30 Euro. So, ich habe 60 Euro dafür vor einem Jahr bezahlt. Warum bezahlen jetzt Leute, die das jetzt kaufen, nur noch für 30 Euro? Oder in 2 Jahren günstiger ist es dann... Günstiger ist aber immer noch ein Unterschied als umsonst. Naja, manche Spiele kommen dann irgendwann, also weiß ich nicht. Mir fallen jetzt nur schlechte Spiele wie hieß dieses Multiplayer, wo einer ein Monster steuert und die anderen... Evolve. Ja, genau, ist auch irgendwann Free-to-Play geworden. Da kann man sich auch beschweren. Leute haben dafür Geld bezahlt. Also gut, aber dafür war es halt schon ein Jahr draußen. Keine Ahnung. Nächstes Thema. Slime Rancher kommt morgen aus dem Early Access raus. Als, um Slime Rancher. Ich werde es zocken. Wahrscheinlich. Nur um mal ein gutes Beispiel
zu nennen für Spiele, die aus dem Early Access auch mal rauskommen. Ich finde, darüber berichten wir viel zu selten hier in diesem Format. Was ist das für ein Spiel? Ich wollte auch mal ein Spiel nennen, das tatsächlich schafft, aus dem Early Access rauszukommen. Hey, da gibt es aber einige. Ja, ja. Da gibt es mittlerweile wirklich einige, die aus dem Early Access rauskommen. Ark ist auch draußen, kannst für 60 Euro kaufen jetzt. Nee, wurde doch verschoben, der Release, oder? Nee, nee, auf August oder nicht? Ja. Aber jetzt im August raus. Na ja. Ark. Noch nicht. Also, ne, man soll ja, den Tag okay. nicht vor dem Abend loben. Entschuldigung. Oh, es kostet schon 60 Euro, aber noch ist es nicht draußen. Ich habe so das Gefühl, die Salzwochen gehen heute schon los irgendwie bei mir. Oh, an das erinnere ich mich. Das habe ich bei Mario damals gesehen. Jo. Genau, Slime-Dingsbumster. Ja, nee, ja. Sieht ganz cool aus. Ja, sieht wirklich niedlich. Sehr witzig aus. Ja, niedlich, ja. Es sieht niedlich aus. Ich mag niedlich. Ark wurde auf den 29. August verschoben. Achso, ja. Der Preis nicht. Ein Spiel haben wir jetzt gar nicht besprochen. Yonder! Nein, das steht doch unten. Nee, Pyre. Darüber haben wir gar nicht geredet. Da kann ich auch kurz, ich mach's kurz, weil, glaube ich, es keiner kennt. Und ehrlich gesagt, das hat mich irritiert, weil Sundered zum Beispiel, worüber ich vorhin gesprochen habe, hat relativ mittelmäßige Bewertungen bekommen. Pyre wiederum wurde super gelobt. Und ich glaube, der einzige Grund, warum dieses Spiel gelobt wurde, ist, weil es einfach von den Entwicklern von Bastion ist. Und Bastion ist einfach eins der... Ist auch wieder der Sprecher dabei? Nee, aber auch ein guter Sprecher. Ein Ansager. Weil ich habe es gespielt einen Tag. Es ist A, kein gutes Streaming-Spiel. Aber B, macht es mir auch ehrlich gesagt so. Ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und ich habe keinen Bock, es nochmal weiterzuspielen, weil es hat einfach einen sehr, sehr frustrierenden Game-Loop, fand ich. Es hat sich mehr angefühlt wie ein Visual Novel mit Sportelementen drin. Also im Prinzip, woraus das Spiel besteht, es erzählt eine Geschichte durch sehr, sehr viel Lesen und über eine Map hinwegfahren, so, durch diese Welt. Es ist sehr schön, auf jeden Fall, und hat gute Musik, wie alle Spiele von dem Entwickler. Und das Spiel verlieren oder gewinnen kannst du im Prinzip nur, indem du so eine Art American Football mit 3-gegen-3 Spielern spielst. Also du steuerst eine Mannschaft aus 3 Spielern und musst einen Ball von deiner Seite in das Feuer des Gegners werfen. Und der Gegner hat natürlich auch 3 Spieler und versucht das Gleiche. Und so spielst du quasi das Spiel. Und dann sammelst du natürlich XP, kannst deine Spieler aufwerten. Es hat eine ganz coole Geschichte. Aber was du halt eigentlich die ganze Zeit machst, sind 15 Minuten Texte lesen, wie ein Visual Novel, und 5 Minuten dieses Spiel spielen. Und das wiederholt sich. Ohne großartige Abwechslung. Und das wird halt tatsächlich nach so 6-7 Mal ziemlich schnell langweilig. Und nicht mal die Story hält mich halt dann bei der Stange. Transistor haben sie auch gemacht, genau. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil ich hatte dann gehofft, dass ich noch irgendwie im Tutorial stecke, wo sie mir quasi das Spiel noch ein bisschen schwerer machen und es dann irgendwie zu einem Turnier kommt, wo dann mehrere Spiele an sich irgendwie drankommen. Weil gegen das Grundprinzip des Spiels hatte ich gar nicht so großartig was. Weil das macht echt Spaß, dieses Football-Spiel zu spielen da drin. Das haben sie sogar ziemlich gut hinbekommen. Aber diese ständigen Texteinlagen dazwischen, die viel, viel länger sind als das eigentliche Spiel, die machen es echt ein bisschen schwierig. Ein Versus-Modus hat das noch. Okay. Vielleicht entfaltet sich das dann erst, wenn man das mit einem Freund... Es gibt keinen Multiplayer. Da steht Versus-Modus, Freund, einen temporären Entscheidungskampf. Aber dann nur lokal. Also Multiplayer, habe ich gelesen, gibt es nicht. Oh. Online-Multiplayer. Vielleicht wird der nachgepatcht. Vielleicht. Aber ich Early glaube, Access? Nee, ist nicht Early Access. War Spaß. Okay. Fordere einen Freund im Versus-Kampf heraus. Neben den Einzelspielerkampagne bietet Prey einen Versus-Modus, in dem 2 Spieler gegeneinander antreten können. Tritt im temporeichen Entscheidungskämpfen gegen einen Freund oder einen Computergegner an. Du kannst dein Triumvir bla 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 aus über 20 unvergesslichen Charakteren zusammensetzen. Okay, dann haben die einen lokalen Multiplayer. Aber kein Online-Multiplayer. Leider.
dann würde das sogar Spaß machen, tatsächlich. Also da würde ich sogar Potenzial sehen, weil das Spiel an sich echt tatsächlich Spaß macht. Aber da müssen sie es anders aufziehen, weil du musst ja auch deine Teams dann aufleveln und so weiter, damit es fair ist. Spielst du in die Richtung irgendwas, Icy? Ich habe letztens gesehen, du hast, glaube ich, Indiana Jones gespielt, ne? Fate of Atlantis, oder was? Ja. Ja, sowas, also Adventures so, ne? Auf jeden Fall. Spielst du so in die Indie-Richtung oder auch eher gar nicht? Es kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an, was ich so dann in die Finger kriege. Manche Sachen, klar, wenn es mich interessiert, dann schon, ne? Hau ich das ruhig mal rein. Ich habe letztens, hatte ich in die Finger bekommen, Tesla versus Lovecraft. Dachte ich so, das wäre ganz geil eigentlich soweit. Und dann war es aber nicht so geil. Und dann habe ich das auch sein lassen. Ich hatte mir komplett was anderes drunter vorgestellt eigentlich. Ja. Nach 30 Minuten war dann auch der Spaß wieder um. Und aber ansonsten, zum Beispiel solche Dinger wie zum Beispiel, was war denn das, dieses Myst-Game eben gerade, ne? Das hatte ich auch bei Slabby gesehen und fand es eigentlich ganz geil. Aber mich dann dahinzusetzen wieder, da was anzufangen, ich mag es halt auch erst immer Dinge abzuschließen, bevor ich dann was Neues mache. Hm. Und da habe ich ja mit Witcher noch ein bisschen zu tun. Ja, 1-2 Minuten. Ne, aber sonst finde ich, was an Indie-Sachen im Moment rauskommt, eigentlich saugeil. Ich mag diese ganze Indie-Bewegung, die ganze Indie-Entwicklung, was da rauskommt, den ganzen Support, den die Indie-Entwickler kriegen. Hammer, ich finde das cool, dass sie mit neuen Ideen kommen. Ist geil. Frischer Wind. Feier ich hart. Frischer Wind, du bringst ja auch manchmal ein bisschen frischen Wind hier auf Twitch, ne? Icy, muss ich jetzt mal sagen, ich liebe dein Format. I see you. Ich liebe dieses Format. Das ist donnerstags präsentiert Icy nämlich, wenn er die Zeit dazu hat, die neuesten Kinofilme. Und das ist ein fantastisches Format. Ich liebe das. Ich danke dir. Wollte ich dir mal so sagen, ich liebe das. Finde ich großartig. Gefällt mir richtig gut. Ich bin immer sehr traurig, wenn das erst mitten in der Nacht läuft. Das Podcast. Ja, zum Glück. Aber das ist ein tolles Format. Das mag ich sehr gerne. Ja, da kommen auch manche Indie-Sachen mal raus. Oh, ja. Da. Yonder. Ja, wollte ich gerade sagen. Wo wir bei guten Indies sind. Ich wollte es spielen die ganze Zeit und dann kam es raus und ich war gerade unterwegs und konnte es nicht. Aber ich habe es ganz kurz angespielt. Und 12 Stunden später habe ich gesagt, okay, ich hole mir dann noch was zum Trinken und wir machen noch ein paar Stunden. Und am nächsten Tag habe ich 2 Stunden früher den Stream angefangen, weil es so ein unglaublich schönes Spiel war. Also es hat einen richtig verzaubert. Es ist Zucker. Katze. Es gibt keine Kämpfe in diesem Spiel. Es ist einfach ein, wie nennt man denn sowas? Das ist, man kann eine kleine Farm haben, man kann Tiere zähmen und zu seiner Farm bringen, Rohstoff sammeln. Es gibt ein bisschen Crafting-System. Man kann unglaublich viel entdecken. Also eigentlich war ich die meiste Zeit unterwegs und habe die Gegend erforscht. Es gibt haufenweise Quests, die man unterwegs dann erledigen kann. Man kann angeln und es ist so ein bezauberndes Spiel. Es hat mich so in seinen Bann gezogen, dass wirklich, ich glaube, nach 2 Tagen habe ich dann auch schon das Finale gesehen, habe dann aber noch mal 1-2 Tage gespielt und werde es auch noch mal spielen, um die 100% zu erreichen. Also es ist echt ein tolles Spiel, hat mir mega gut gefallen. Oh. Es sieht super schön aus. Ja, mega, es hat süß, so ja. viel Spaß gemacht. Also es ist so, ich muss auch sagen, es gehört für dieses Jahr, es ist mitunter bei meinen Spielen des Jahres. Großartig. Also so eingesaugt, dass ich einfach nichts anderes will. Augen auf, Yonder. Ich hab davon geträumt. Weißt du, das ist so, du stehst irgendwo und hackst so ein bisschen Holz und dann auf einmal hörst du irgendwo miau, miau. Und ich denke mir schon, eine meiner Katzen weint. Und dann kannst du solche kleinen Klops-Kitties, weil sie sehen so ein bisschen aus wie die hier. So dicke, fette Kitties, die dann irgendwo rumliegen. Und dann ist halt eine große Quest, wo du 55 dieser Kitties einsammeln musst, weil die verrückte Katzenfrau halt, ihre Kitties sind weggelaufen wegen dem Hund. Unglaublich schön. Also es ist so ein bezauberndes Spiel. Oh. Aber die mein Quests Spiel sind nicht alle so, oder? Die Quests sind dann nicht alle so, oder? Sammel, nee, du hast verschiedene davon 50 Sachen. Sache, sammel davon 30. Okay. Stelle das her, erledige das. Das merkst du nicht so. Okay.
Das ist, es ist wirklich schön. Toll das gemacht, sah toll aus. Super gut aus, Finn. Hast du es denn schon durchgespielt? Ja. Ja, aber ich muss die Platin noch holen. Und dann kann ich noch mal die US-Version spielen, weil die hat auch noch mal 100%. Dann könnte ich es noch mal spielen. Oh, es war so schön. Natürlich weiß ich jetzt schon vieles, ne? Aber dann könnte ich alles noch mal so ablaufen und diese kleinen Viecher, die da überall sind und die mit nach Hause locken. Und dann sind die in meinem Stall zu Hause und produzieren da. Dann kann ich noch mal eine Buttermaschine bauen und Käsemaschine. Schönes Spiel. Ich war sehr traurig, dass ich es nur gucken konnte. Nicht selber spielen. War schön. Ja, vielleicht spiele ich es ja auch nochmal. Das ist so ein richtiges Seele baumeln lassen Spiel. Ja. Du setzt dich einfach hin und wenn du daran Spaß hast an dieser Welt und an einer so Art von Spielen, dann ist das einfach nur so, oh, schön. Unglaublich toll. Du kannst nicht sterben. Ja, man kann nicht sterben. Man muss nicht kämpfen. Es gibt keine Kämpfe. War schön. Es ist so schön. Einfach mal was anderes. Ein Spiel ohne Gewalt. Hm. Und okay, das soll was heißen, ein Spiel ohne Gewalt. Und ich fand's mega. Also es gibt viele Spiele ohne Gewalt, die toll sind. Ja. Bei Samaka. Also. Naja, da gibt's auch Blut. Habe ich schon häufiger gesehen in Kann man da nicht Leute verkloppen? In My Samaka? Ja. Verkloppen? Kann man die nicht verkloppen? Kannst Mittelfinger zeigen, dann wirst du von ihm überfahren. Das zählt auch mal als Verkloppen überfahren, okay. Ja, gut, das stimmt auch. Das ist so ein Thema, keine Gewalt. Ja, Verzeihung. Ja, ist ja richtig. Ich habe mich vertan. Also, ich habe schon häufig geblutet in My Summer Car, wenn ich ehrlich sein soll. Echt? Bier, ja. Pinkeln und Mittelfinger. Also als ich mein Auto das erste Mal zur Testfahrt mitgenommen habe und die Spur noch gar nicht eingestellt war. Das waren Zeiten damals. Das ist auch so ein Spiel. Ich habe dein Auto gesehen. Hält, kann nicht mithalten mit meinem Pussywagon, ne? Möchte ich mir nochmal dazu sagen. Also, ich wünsche, das Spiel hätte einen Multiplayer und wir könnten gemeinsam irgendwie. Du kannst deinen Wagen nicht mit meinem vergleichen. Klar. Nein. Ich habe ungefähr eine ganze LKW-Ladung voller Bier gesoffen nebenbei. Das heißt, ich habe unter erschwerten Bedingungen dieses Fahrzeug zusammengebaut. Was glaubst du, was ich denn gemacht habe die ganze Zeit? Na, wahrscheinlich nicht so viel Bier gesoffen. Hast du meine Einfahrt gesehen, wie die ausgesehen hat? Nee. Die bestand nur aus Bierkästen. Und Wurst. Und zwischendurch Wurst. Lag nochmal Öl. Okay. Dein Auto, alle anderen Autos sind außer Wertung. Außer, sie haben so eine Einfahrt. Und meine Einfahrt sah wirklich aus wie, weiß nicht, da war alles blau wegen Bierkästen. Ja. Ja gut, du hast aber auch ganz schön lange gebraucht, um dein Auto zusammenzusetzen. Ich möchte extra nochmal sagen, wenn du am Tag ungefähr 2 Kästen Bier trinkst und ungefähr 5-mal dein LKW umdrehst und der auf dem Dach liegt, du beim Nachbarn das Auto klauen musst, damit dein LKW wieder auf den Beinen steht, dauert das halt ein bisschen länger, ja. Ich habe den LKW in eine Pfütze gefahren, habe sie nicht mehr rausgekriegt. Ich habe beschlossen, ich bin jetzt Pirat. Bockwurst-Pirat. Da habe ich mich dir sehr nahe gefühlt, muss ich sagen. Ja? Weil das ist ja auch dein Thema hier in dem Stream. Und so. Was, Bockwurst-Pirat? Ja, Piraten, ja. Bogger. Ja. Aber nur, dass ich halt aus dem Kackedampfer gedampft bin und nicht auf dem Schiff, aber hast du den, das Motorrad mal ausprobiert? Ja. Und? Intensiv. Ja. Das fährt 90 Klamotten. Echt? Auf der Landstraße. Also im Wald, meine ich. Ja, und sicher? Man kann auch sterben, wenn man zu hart in die Kurve geht. Okay. Aber ich habe alles ausprobiert, ja, weil mir sind regelmäßig Fahrzeuge abhanden gekommen. Ich musste dann mit anderen Fahrzeugen hinfahren, um diese wieder zu retten. Ja, das ist mir auch häufiger passiert. Durchaus, ja. Aber ich habe gesehen, du kannst ziemlich gut mit dem Automatik umgehen. Mit was? Mit dem Automatik. Ich habe irgendwann eingeschaltet, da hast du dir den Wagen geliehen, das Muscle Car. Ach so, ja. Also, ja, das Muscle Car habe ich, ja, der ist gut. So weit bin ich nie damit gekommen. Der ist ein bisschen schwierig. Der schnurrt wie ein Kater, aber benimmt sich halt auch so. Wann spielst du das, Icy? Nee. Spiel es. Nicht?
Wieder so ein Spiel, was ich mehr feiere beim Gucken, als selber zu spielen, auf jeden Fall. Sicher? Das ist wirklich, 100 das ist Pro. Grandios, ohne Scheiß. Ja, ich, das glaube ich aber. Spiel vorher Car Mechanic Simulator, dann lernst du wieder, wie man ein Auto zusammenbaut und dann kannst du dein Wissen dann in My Summer Car anbringen. Ist übrigens auch draußen, ne? Car Mechanic Simulator 2018, habe ich gar nicht auf die Liste geschrieben. Ja, das stimmt. Wohl aber ordentlich gefloppt, also da müssen sie wohl ordentlich nachpatchen, was ich gelesen habe auf Steam. Dann sind wir dann mit der Spielabteilung eigentlich durch, oder? Jawohl. PUBG Kisten öffnen. Oh ja. Haben wir ja jetzt jemanden, der sich mit PUBG auskennt. Oh ja, da wird schon wieder durchgetriggert. Da gibt es auch Kisten? Ja. Na klar. Von Anfang an? Na klar. Wurde auch immer so gesagt, glaube ich. Genau. Ja, das wurde schon immer kommuniziert. Ich habe das noch nie gesehen. Also, ach ja, das liegt daran, weil ich mir das nicht angucke. Ja, ah, das ist ja warmes. So, ich gucke mir immer nur Highlights an. So viele gute Streamer, ne? Verloren. Alle verloren. Aber sie kommen irgendwann wieder. Ja. Nicht so schnell wie bei GTA RP leider. Oh Mann. Harte Schüsse. Gegen die Würfel, gegen wen auch immer die gegangen sind. Die waren hart, ey. Also, klär uns doch mal über die Gamescom-Kisten auf bei PlayerUnknown. Die Gamescom-Kisten? Ja, weißt du das? Es gab ja letztens so eine Info, dass viele verschiedene neue Kisten ins Game reingebracht werden. Manche erst zu Full Release, manche zu verschiedenen Events. Und jetzt kommt zum Beispiel zur Gamescom extra Cases ins Game, die man sich dann über Punkte kaufen kann. Aber man muss sich auch noch für Geld dann die Schlüssel kaufen, ähnlich wie bei CSGO. Um die Kisten zu öffnen, um dann Special Skins daraus zu erhalten. Das ist kein Pay-to-Win, dass man eine geilere Waffe kriegt, das ist einfach nur, dass ihr das Skins bekommt. Ja, ja. So wie Knives bei CSGO. Genau, genau. Genau. Und diese Skins kannst du dann wiederum im Workshop verkaufen. Nicht im Workshop, im Marketplace. Ja, also anscheinend wird alles, was da aus den Skins kommt, handelbar im Marketplace. Dieses Twitch Prime Loot dachte man ja erst, dass es auch nicht handelbar war, aber wurde dann ja handelbar jetzt gemacht. Mhm. Und ich denke, das wird mit den Special Event Sachen, Skins auch passieren, ne? 100 Pro. Das wird den gleichen Verlauf nehmen wie bei CSGO mit den Cases und ich warte nur darauf, dass irgendeine so Lotto-Seite kommt, die den Scheiß da aufbringt und hart rangekriegt wird. Irgendwelche Streamer, die zufällig eine Seite finden. Und Admin gemacht, zum Admin gemacht werden. Ups, hatte die falsche Szene in OBS offen. Phantom Lord hat wieder angefangen zu streamen, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Bei YouTube. Krass, ein Zufall. Oh meine. Du musst die, wie war das jetzt? Die Kisten musst du kaufen oder kriegst die durch Spielen? Also entweder kriegst du Codes, die du dann einsetzen kannst, oder du kannst die kaufen durch die Punkte, die du durch Spielen erhältst. Ne? Okay. Und dann gibt es die dann für die kurze Zeit des Events. Okay. Was mich halt interessiert, PlayerUnknown hat ja, oder Bluehole hat ja kommuniziert, dass Kisten vor Full Release nicht auftauchen werden. Sehe ich das richtig? Nee. Es gibt ja jetzt schon Kisten. Ja, aber käufliche Kisten. Ah, okay. Das wurde, glaube ich, von Bluehole so kommuniziert. Ja, du kannst die Kisten ja auch nicht kaufen. Nur die Schlüssel. Dö. Wir sind ja nicht bei diesem einen Weltraumspiel. Multiplayer ist mit drin. Oh, Icy ist wach geworden. Jetzt wird geschossen. Die Chance ist auf jeden Fall höher, dass man sich trifft in Battlegrounds. Was wollte ich denn sagen? Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Kacke. Redet weiter, bitte. Mir fällt mir ein. Also das ist das Einzige, was mich an der Sache stört. Dass kommuniziert wurde, dass keine käuflichen Kisten bis zu Release auftauchen. Jetzt tauchen sie schon auf. Haben wir schon gesagt, dass der ganze Erlös quasi für die Gamescom Invitational reingeht? Also was heißt das? Preisgeld. Charity und so ein Gedöns. Weil auf der Gamescom wird es halt ein Turnier geben, wohl ein offizielles. Und
die finanzieren das ganze Turnier eben mit den Erlösen aus diesen Keys. Ja. Deswegen heißen sie ja auch Gamescom-Kisten. Macht Valve ja auch im Prinzip nur anders halt, ihre Turniere so zu finanzieren. So ähnlich. Jetzt fällt es mir ein. Die URL pubglotto.com ist schon vergeben. Also, ernsthaft? Ich habe schon geguckt. Ja, Scheiße, schon Mann, geparkt. Na, PUBG Casino und all sowas nachchecken. Fuck, ey. Also ich meine, ich habe nichts gegen PlayerUnknown und der wird sich auf jeden Fall auch was bei gedacht haben. Bei dieser Geschichte. Wenn er sein Invitational dafür finanzieren will, soll er das tun. Die Frage, was ich halt nur, was da für die selber bei rausspringt, weil ich meine, es wurde gesagt, dass vor Full Release keine Kosmetika käuflich zu erwerben sind. Und das stößt mir gerade so ein bisschen sauer auf. Und das eine sagen und das andere machen, ist immer so eine Sache. Und das Ding ist halt, ich mag die wirklich, weil sie was Gutes machen. Sie geben sich Mühe, er kommt rum, er kümmert sich darum, dass sein Spiel läuft. Da wird gepatcht wie die Weltmeister, der macht dieses Invitational und so. Wenn das jetzt wirklich, das wäre ein Assi-Move. Das wäre wirklich ein Assi-Move, wenn das in die eigene Tasche geht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wäre ein richtiger Assi-Move. Und damit würden sie, in meinen Augen, versauen sie sich das dann. Also wenn es wirklich so sein sollte, dass sie das ausgeben und das Invitational zu dem Preispool, so wie bei Dota, dass sie das dafür rausgeben, okay. Charity, okay. Aber in die eigene Tasche, das hoffe ich nicht. Also die haben ja gesagt, dass es für das Turnier ist. Hoffen wir mal nicht, dass es in die eigene Tasche geht. Nee, Ich hoffe nicht. Ich gehe eigentlich auch nicht davon aus, Mann. Ehrlich gesagt. Also ich meine, PlayerUnknown ist lange dabei, der weiß, wie der Hase läuft. Deswegen läuft das Spiel ja auch so gut. Ja, weil der halt genau weiß, wie der Hase läuft. Deswegen hoffe ich das einfach nicht, dass er das macht. Also es ist, glaube ich, ziemlich schwierig in der Situation, seinen Ruhm, das ist schon Ruhm, den er sich erwirtschaftet hat, also nicht nur er, sondern Blue Hole an sich, ist es schwer, die Füße stillzuhalten. Weil, wir wissen das ja alle, bei Geld ist irgendwann, dann will man mal mehr und dann mehr und mehr und mehr. Ich hoffe nicht, dass das passiert. Also ich würde es mir nicht wünschen, weil, wie gesagt, für mich in meinen Augen ist PlayerUnknown das absolute Vorzeigebeispiel, wie man Early Access macht. Das absolute Vorzeigebeispiel. Absolut. Durchweg. Bis heute. Ja. Und deswegen hoffe ich inständig, dass sie das nicht tun. Dass das in die eigene Tasche geht. Es gibt neben Geld ja auch noch gewisses soziales Kapital. Und davon hat er mittlerweile ziemlich viel und er wäre ziemlich blöd, es zu verspielen. Weil am Ende, auf langfristige Sicht, geht es mehr darum, das zu behalten, als das reine Geld, die schnellen Gewinne. Ja, hoffen wir mal, dass er derselben Meinung ist. Er wird sich selbst ins Bein schießen, wenn das rauskommen würde, und er wird alles kaputt machen, was er hat, auf jeden Fall. Ja. Was mit Versprechen übrigens gemeint ist, dass der Entwickler, wenn er sagt, wir werden keine Kosmetika rausbringen bis zum Full Release, dann heißt das, wir bringen keine Kosmetika für Geld raus bis Full Release. Und wenn man sich daran nicht hält, dann schießt man sich ins eigene Bein und verliert seine Glaubwürdigkeit. Und ich möchte nicht, dass er seine Glaubwürdigkeit verliert, indem er einfach im Entwicklungsprozess Dinge einfach ändert, weil ihm gerade die Nase danach steht. Ja. Weil denen wird es nicht an Geld, die werden genug Geld haben. Ja, die brechen ja auch gerade viele Rekorde, ne? Wurde 4 Millionen Mal verkauft, war irgendwie das viertmeistgespielte Game zwischenzeitlich oder so, habe ich gesehen. Also was heißt auf Steam, ne? Hat, glaube ich, zwischenzeitlich sogar CSGO überholt und so. Also die fahren momentan oder die schwimmen auf der Welle, weil sie einfach alles richtig gemacht haben. Vor allen Dingen, was Marketing betrifft. Ich meine, wenn man bei PlayerUnknown, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wenn man bei PlayerUnknown auf dem Twitter ist, der ist jedes Wochenende unterwegs. Der ist auf jeder verschissenen Messe. Ja. Auf jeder.
Auf jeder Messe ist der. Und ich warte nur auf den E-Sports. Und dann müssen sich aber andere Titel ganz schön anschnallen. Das ist ja weil auch ich glaube nicht, dass das in einem Monat weg ist. Das glaube ich nicht. Weil er weiß genau, wie der Hase läuft. Der hat sich das 10 Jahre lang hat er sich das jetzt angeguckt. Und hat in so vielen Firmen mitgesessen. Der weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Also die spielen die Karten schon sehr, sehr geil aus. Entschuldigung, Slabby. Nee, ich wollte schon zum nächsten Thema. Ach so, ja, dann hau rein. Das quasi dazugehört. Weil PlayerUnknown hat ja viel, glaube ich, gerade Erfolg gehabt, weil sie mit Twitch sehr gut zusammengearbeitet haben. Seit es quasi rausgekommen ist und spielbar ist, ist es bei Twitch quasi eins dieser gepushten Games. Wie sagt man? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Auf jeden Fall, wenn man auf die Startseite kommt, sieht man links immer so eine Leiste, wo dann steht Promoted Games und so. Die halt ein bisschen mehr quasi von Twitch unterstützt werden, weil sie eben vertraglich miteinander rumhängen oder wie auch immer das funktioniert im Hintergrund, das weiß ich natürlich nicht. Und das ändert sich auch nicht, das ist immer noch promoted. Und die unterstützen Streamer, wie es nur geht, mit als Partner nehmen die manche Streamer auf, jetzt auch aus unserer Filterbubble sind ja auch mittlerweile ein paar, dass die ihre eigenen Server aufmachen können und da ihre eigenen Turniere spielen können und so. Und weil sie das so ernst nehmen mit den Streamern, ist es jetzt wohl so, dass die angefangen haben, ein bisschen sich mal Spieler rauszupicken, zu beobachten. Und wenn da einer am Stream snipen ist, werden die schnell mal gebannt. Da gab es jetzt einen kleinen Eklat mit Summit, glaube ich, war damit beteiligt. Der hat gespielt in Squads und dann hat wohl einer die ganze Zeit darauf gewartet, dass er in seiner Lobby landet. Und ist dann immer hinter ihm hergelaufen und hat ihn halt, oder einen aus seinem Team erledigt. Und das hat die wohl so genervt, dass sie sich bei Bluehole beschwert haben. Und dieser Spieler eben dann gebannt worden ist. Fürs Stream-Snipen. Ist halt die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Weil muss ein Streamer nicht damit rechnen, dass er gestream-sniped wird? Wenn er jetzt sein Spiel im Internet präsentiert? Das frage ich jetzt mal so. An euch. Rechnen vielleicht. Ob es daher weniger zum Bann kommt oder weniger, was soll ich sagen, strafbar verurteilend ist, ist was anderes, ne? Die haben nicht umsonst die Regeln aufgestellt, die sie auch durchziehen, egal welche Namen da in Betracht genommen werden. Und diese haben dann ja wirklich ihre Analytics durchgegangen, die sie nehmen können. Und denen ist aufgefallen, dass dieser Spieler ja auch wirklich die Lobby sofort gelieft hat, wenn er gemerkt hat, er ist nicht bei dem Spieler. Also es war seine absolute Absicht, nur darauf auszugehen, zu stream-snipen. Und wenn das deren Regeln ist, deren Machwerk und das eiskalt durchziehen wollen, dann ist das schon eine ganz gute Sache. Also wenn es jemanden gibt, der einfach von vornherein einfach nur darauf aus ist, genau, ne, schlechte Laune und zu triezen und so etwas, dass sie so einen vor die Tür setzen, finde ich eigentlich super. Also gezielt, weißt du, und mehrmals hintereinander, einfach nur, um eben einen Streamer da fortzuführen. Und finde ich gar nicht schlecht. Mal auf die Finger hauen und sagen, du, so nicht. Ne, werd mal erwachsen. Weil man muss, ne? Ich finde das gar nicht schlecht. Dann kommen jetzt die Argumente, mach doch Stream-Delay rein. Ja, kannst du 15 Minuten Stream-Delay reinmachen, das ist super, um mit der Community hier zu kommunizieren. Das ist ganz toll, 15 oder 10 Minuten, das ist, also... Aber wenn du doch im Gefecht bist, kommunizierst du doch eh nicht mit deiner Community. Ja, das stimmt, aber wenn ich da mal wieder kommuniziere und dann sind da immer noch 15 Minuten dazwischen, ich weiß, aber warum soll man einfach einer, der sich benimmt wie ein Idiot, ja, was hat der da zu suchen? Ja, ist richtig. Ob das jetzt einem Streamer passiert oder eben einem Nicht-Streamer. Wenn du jetzt ganz normal zu Hause sitzt und da ist irgendein Penner und der will dir an diesem Tag das Leben zur Hölle machen, dann wärst du auch froh, wenn der entfernt wird.
Ja, 100%. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so unter dem Aspekt eben Streamer oder eben nicht Streamer und Delay stehen lassen soll, sondern wenn da einfach einer so auf Krawall gebürstet ist, schön mit Ö. Also ich würde kein Delay reinmachen, aber ich streame auch nicht für 20.000 Leute. Wenn wir jetzt an Summit oder an Lyric denken, bei denen ist das doch im Prinzip vollkommen egal, ob die jetzt einen 15 Minuten oder einen 2 Stunden Delay in ihrem Chat haben. Die lesen den sowieso nicht. Das Einzige, was die verpassen, sind deren Donations. Das quasi das ist, was die halt vorlesen in ihrem Stream. Ja, was denn? Ich möchte ganz kurz mal für den Chat, ja? Für den Chat. Regel 12. Offizielles Regelwerk von Rules of Conduct von Player Unknown's Battleground. 12 Punkt. Do not stream snipe. This is a form of cheating and you will get you will be banned if you do it. Bitte, über was reden wir dann noch? Ihr dürft weiterreden. So. Ich habe gesagt, die Regeln von PUBG. Also zu schreiben, dass irgendwelche Regeln ausgelegt werden für irgendwelche Streamer oder für Streamer irgendwer irgendwas gebannt wird, ist absoluter Nonsens. Ein Delay ist absoluter Nonsens, denn es ist schwarz auf weiß niedergeschrieben von Player Unknown. Ja. Diskussion beendet. Gespräch beendet. Jeder kann da hingehen und sagen, Streamsnipe, die gucken sich das an und werden gebannt. Bums, fertig. Und das hat nichts damit zu tun, dass das Spiel für Streamer gemacht wurde. Das hat was damit zu tun, dass es Regeln sind. Und Regeln werden geschrieben, damit man sich daran hält. Ob das jetzt Summit ist, ob da Dr. Disrespect gebannt wird, das ist alles nur PR. Das ist halt ein Statement, dass sie die Regeln einhalten. Mehr ist das nicht. Dass das gerade bei denen passiert ist, weil das am meisten Reichweite erreicht. Und ich glaube auch, dass das... Warum willst du das nicht machen? Warum willst du nicht in einem großen Stream, wo 20.000 Leute zugucken, das Statement setzen, dass Regeln durchgesetzt werden? Ja. Oder dass Dr. Disrespect gebannt wird, weil er Scheiße gemacht hat und sich nicht an die Regeln gehalten hat. Diese Ausreden von Delay und den ganzen Mumpels, das ist Bullshit. Wir sind auch nur ganz normale Spieler. Und so werden wir in jedem Spiel behandelt. Vielleicht nicht in jedem. In jedem, nicht vielleicht. Aber in diesem Fall kannst du niemanden vorwerfen, dass er seine Größe oder seine VIP-Karte oder was auch immer er für eine Karte ausgespielt hat, kannst du ihm nicht sagen. Disrespect wurde gebannt, ja. Wurde, ich betone extra, wurde. Disrespect wurde gebannt? Ja, weil er einen Teamkill begangen hat. Und das gegen die Regeln ist. Und dafür hat er, glaube ich, 24 Stunden Bann gekriegt. 24, ja. Und das ist auch ein Statement. Ja, absolut. Absolut. Ja, also er hat extra einen Teamkill begangen. Ja. Hat sich da hingestellt und hat gesagt, ich knall dich jetzt ab. Und hat ja, es war ein Motorrad, wo drei Leute raufkamen und da war ein Random mit bei. Das Motorrad hat halt nicht für alle vier gereicht. Also hat er den Random einfach erschossen, damit die drei fahren können. Okay. Und dafür wurde er gebannt. Weil das absolutes Arschverhalten ist und das Statement wurde gesetzt. Er wurde gebannt dafür und darf jetzt aber wieder spielen. Richtig so. Ganz einfach. Also man kann nicht sagen, durchgreifen, dass das... finde ich ganz gut. Das sind halt die Regeln, ganz einfach. Die Diskussion darum und diese ganzen Gespräche, die entstehen, von wegen macht Delay an und mach den Scheiß, mach jenes oder genau die andere Seite, die dann als Streamer meckert und sagt, das ist eine Regel. Da kannst du ein Support-Ticket schreiben und dann ist das gegessen und dann bist du damit fertig. Punkt. Aus. Bums. Und mehr ist das nicht. Das ist PR, die öffentlich in einem großen Stream gemacht wird. Und dort wird ganz klar gemacht, wenn ihr mit uns gerne ins Bettchen wollt und Beischlafen machen wollt, wir machen die Beine nicht breit, wir stehen hier und setzen unsere Regeln durch. Bums, egal wer du bist. Und das haben sie jetzt zweimal gemacht. Und zweimal haben sie ein Statement gesetzt. Ja, sie werden es schon ein paar Mal häufiger gemacht haben, nur das sind dann wahrscheinlich die, die... In der Öffentlichkeit halt. Ja. Die so mitbekommen wurden, ja. Genau. Cool. Team Link. Hast du es mal angeschlossen? Wir sind mit den Releases, das sind wir schon durch, ne? Ja, warum hast du noch Ich hatte einen? Da nämlich noch etwas, und was zwar Konsolen freuen sich. Und zwar gibt es seitdem, jetzt muss ich nochmal gucken, seit dem 23. August gibt es nämlich Chroma Gun für PlayStation wird 4 und Xbox One. Ja. Wird es geben. Ach, gibt, wird es geben. Ja. August. Ach ja, stimmt. August. Ja. Ach, ich bin schon. Oh, Süße. Du bist einen Monat voraus. Da sind die hoffentlich in Köln. Sind die?
Ah, wahrscheinlich, ja. Bier. Oh Gott, ich habe August und Juli durcheinander gebracht. Ich war die ganze Woche breit. Tut mir leid. Stimmt. Ich halt die Klappe. Das kann ich gut. Mit breit meinst du übrigens. Ich trinke mal was. Sie war krank, nicht. Migräne, ja, das muss ich glaube. Ja, da wo ich herkomme, heißt das was anderes, wenn du die ganze Woche breit warst. Also, das stimmt, bevor dich jemand falsch versteht, wollte ich es nur mal sagen. Was heißt das dann? Du hast einen Jamaika-Urlaub zu Hause gemacht. Nein, den habe ich nicht gemacht. Wobei in meinem Badezimmer riecht es wirklich wie Jamaika, ne? Weil die sich alle da unten am Hof treffen und das hier in die Bude reinzieht. Heureka. Deswegen bist du auch immer nach der Toilette so gut drauf. Jetzt Alter Verwalter, das, ja, das brauche ich auch immer so lange. Nein, ich hatte Migräne. So, deshalb. Ich bin noch nicht ganz wieder da. Ich habe August und Juli vertan. Es tut mir leid. Chromagun. Chromagun. Trotzdem wird es Chromagun. Kann man schon vorbestellen. So. Da freue ich mich nämlich drauf. Ich finde das toll, dass sie das geschafft haben. Ja, das stimmt. Nee, ich habe mich damals mit ihnen unterhalten und ich spiele halt nur 98% meiner Sachen auf der Konsole. Das ist halt so. Und ich habe zwar damals einen Link bekommen für einen PC, aber ja, PC jetzt extra wegen dem. Und dann hieß es, ja, wir versuchen das auf PlayStation rauszubringen, aber bei so kleinen Entwicklerteams ist es ja dann vielleicht doch ein bisschen schwierig. Ne? Und dass sie es dann geschafft haben, jetzt freut mich sehr. Also werde ich es mir doch mal angucken. Und verzweifeln wahrscheinlich. Nice. Nur ein Rätselspiel. Da, Steam Link. Hast du angeschlossen? Jo. Easy. Und wie ist es? Weil es interessiert mich jetzt seit den letzten zwei Wochen. Weil du vor zwei Wochen gesagt hast, du holst dir das. Und jetzt möchte ich wissen, ob du. Hast du es überhaupt ausprobiert? Ja, mehrere Male sogar schon. Ja. Was hast du gespielt? Lovers in the Dangerous Space Time. Mhm. Ori and the Blind Forest. Mhm. Und irgendein Rennspiel. Also ich habe keine Ahnung, was das Internet da wieder geraucht hat oder was für einen salzigen Tag sie hatten, als sie sagten, dass das scheiße ist, das Ding. Das ist 17 Euro, die ich ausgegeben habe, die mega geil sind. Okay. Ich habe das Ding angeschlossen über ein LAN-Kabel, habe Power rangesteckt und habe meinen Steam auf dem Fernseher. Fertig. Ja. Was halt ein bisschen kacke ist an dem Ding, dass man keinen Xbox-Controller verlinken kann, nur mit Kabel. Und der Pairing-Stick funktioniert auch nicht dafür, also der Wireless für Xbox. Xbox One. Ja. Aber, und das finde ich noch viel cooler, du kannst einfach PS4-Controller damit senken. Mhm. Weil die Bluetooth haben. Ja, zwei Tasten gedrückt und schwupp ist der fertig. Ja. Oh. Mega geil. Und dann setz ich hin, machst die Kiste an und dann fertig. Ja. Und dann kannst du da drüben spielen. Also ich persönlich, 17 Euro, oder? Ich habe 17 Euro dafür bezahlt. Für komfortables Spielen auf dem Fernseher. Ich habe kein Delay mitgekriegt. Das kommt alles flüssig an. Shadow of Mordor habe ich auch gespielt auf dem Fernseher. Shadow of Mordor habe ich auch gezockt. Da ist nichts. Die Grafik ist gut. Ich spiele auf dem 4K-Fernseher. Nichts zu bemerken. Kein Input-Delay, also kein Delay. Nichts. Sieht alles gut aus. Cool. Also wer sich das Ding schießen kann und auf der Couch spielen will mit dem Teil, läuft wunderbar. Ja. Und ich kann die Kritik an dem Gerät nicht verstehen. Was ist die Kritik? Dass das wohl ein absolutes Scheiß-Drecksding ist, der Steam Link. Das klingt nach einer Internetkritik. Bitte? Das klingt nach einer Internetkritik. Absolutes Kack-Scheiß-Ding. Ja, das haben sehr viele Leute gesagt, aber also ich kann das nicht verstehen, weiß ich nicht. Okay. Cool. Ja, das hat mich interessiert, wie es bei dir ankommt, weil du bist ja auch immer relativ kritisch, was so Steam-Sachen angeht. Nur weil ich den Controller nach 3 Stunden wieder zurückgeschickt habe? Ja. Ja, der war doch wirklich der allerletzte Dreck. Nein, jetzt nicht der allerletzte Dreck. Ich verstehe schon, wo sie herkam. Es ist halt zum Couch-Trocken. Couch-Gaming. Für so Spiele wie Civilization ist der auch relativ praktisch, wenn du mal auf der Couch zocken willst. Wie viel hat das nochmal gekostet? Damals? Nicht zu viel Geld. 70 oder? Euro. Ja, ja. Ah, ich weiß schon, warum ich den zurückgeschickt habe. Weil das Plaster sich angefühlt hat wie so ein 19 Euro PS4 Nachmacher. Ja, aber die Touchpads waren schon ganz gut gemacht. Slappy. Ja. Slappy. Ja. Slappy.
wenn die Touchpads da drunter klackern, als wenn da Plaste abgebrochen ist. Weil das kannst du einstellen, ne? Das weiß ich. Auch wenn du das ganz leise gemacht hast, Slappy, hast du das immer noch gehört. Und das hört sich an wie der billigste China-Scheiß auf dem ganzen Planeten. Ich fand das super gut. Dafür gebe ich keine 70 Euro aus. Mir hat das, dieses Force Feedback hat mir tatsächlich das Gefühl gegeben, dass ich die Maus mit den Fingern über den Bildschirm streiche. Ich fand das gut. Das war kein Force Feedback, das war irgendeine billige Klackerscheiße, die sie da eingebaut haben. Das ist doch kein Force. Hast du schon mal Force Feedback gehabt? Komm mal hierher, ich schließe mal das Lenkrad an und dann mache ich mal Force Feedback. Nicht so ein das Force Feedback. Das ist so ungefähr so vom Lenkrad, das ist Force Feedback, verstehst du? Aber doch nicht, wenn das die ganze Zeit da klackert in dem Controller. Also ich weiß ja nicht, was du sonst so. Aber du sitzt halt da, man hat den Steam-Controller in der Hand gehabt, ja? Und dann hat man den Daumen bewegt so und dann immer die ganze Zeit. Und dann sitzt du da und denkst so, Alter, ist der Controller kaputt? Also wirklich, du sitzt da, ist der Controller kaputt? Ist da was So hat sich das angehört. So, und dann frage ich mich selber als Endnutzer. Dingelingeling. Ja, das war das. Ist egal. Ich wollte es nur vorführen, aber es ach so, kommt der, nicht durch. Dann nee, es kommt nicht durch, leider. Schade. Ich fand's schön. Keine Ahnung. Aber ja, Steam Link. Okay, da hat mich die Meinung interessiert. Wir müssen ja jetzt nicht nochmal über den Controller. Ich habe den übrigens über LAN angeschlossen. Ja. Und über WLAN geht's auch, aber über WLAN habe ich nur ein kleines Indie-Spiel gespielt. Ja. Ich habe halt ein Kabel, weil das Ding liegt direkt am Ruder. Also mein Steam Link ist über Kabel dran. Und da funktioniert er wunderbar. Ja. Also ich habe. Lass mich überlegen. Shadow of Mordor, glaube ich, habe ich in 1440p durchgebreddert, überladen. Und da gab es keine Probleme. Wer schließt einen Steam Link auch über WLAN an? Also, und erwartet dann, ja, Internetmenschen, ich weiß schon. Aber das geht auch über WLAN vernünftig. Ja, aber dann erwarte ich eigentlich, dass es zu Latenzen kommt. Ja, aber wir sind ja hier nicht bei den PlayStation-Downloads über WLAN, die 3 Tage dauern. Also, ne? Ja. Nee, aber WLAN hat auch funktioniert. Hat auch, also ging auch wunderbar, hat keine Probleme gemacht. Soweit ja, gut, ich das probiert habe. Also ein Tekken würde ich jetzt nicht über WLAN spielen wollen, glaube ich. Das ist gar nicht so schlimm, da ist kein, das merkst du gar nicht. Ja. Oh. Vielleicht habe ich auch einfach nur alte Augen. Vielleicht. Ich hatte da noch nicht meine Harry Potter Gaming Brille, damit geht alles besser. Die Harry. Das Expresso? Expresso Patronum. Ah, okay. Ich habe super gelacht. Das steht mir doch eigentlich viel besser, oder? Vielleicht muss ich mir mal so eine Professorenbrille kaufen. Ein Studi-Ding. Aha. Echt so eine Unterwasser-Harry Potter-Brille, ne? Aha. Ja. Und okay. So. Wollen wir eigentlich mal kurz in die Pause gehen? Ja, bitte. Espresso Patronum. Regie, können wir Pause machen? Geht das?
Sind wir wieder da? Hallo, Chat. Hallo. Ich bin Ziggy Porter. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe voll die großen Augen. Jetzt könnt ihr endlich mal meine blauen Augen genießen. Mm. Ja, ich habe Dizzy gerade ausgefragt wegen dieser Brille. Ne? Für mich als Brillenträgerin, es ist ja zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe und dann gibt es da dieses 3D-Zeug und so. Es ist immer ein bisschen schwierig mit der Brille. Jetzt ist die ja mit einem Gummiband, ne? Oder mit so einem Gummizug ist die nach hinten? Dass sie nicht... Ja. Und dann habe ich Dizzy gerade gefragt, wo er die denn her hat und für was für Leute die normalerweise ist. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist Motorradfahren, oder? Weißt du, wenn du einen Helm aufziehst und sowas. Und dann hat Dizzy mir geantwortet. Was hat Dizzy gesagt? Die machen ausschließlich Brillen für VR. Die ist extra dafür da. Wie cool ist das denn? Jetzt habe ich wieder gefragt. Ich habe auf einer Seite eine Hornhautverkrümmung und auf der anderen Seite eben nicht. Ob man das eventuell da auch angeben kann. Und dann hat Dizzy gesagt... Kannst du, weil du Stärken angeben kannst da, ja. Wie cool ist das denn? Kannst du auch für Sport nehmen oder so. Die Brille, also wenn einem jetzt mal das Aussehen scheißegal ist... Soll das jetzt heißen? Ich hab dich lieb. Der Satz hat einfach hast so du, gut warte mal, hast gepasst. Du nicht vorhin bei Twitter Espresso Patronum geguckt und gelacht wie ein Weltmeister? Ich habe mir was in die Hose gepinkelt vor Lachen. Also ergo war das genau der richtige Kauf, schon allein für diesen Moment. Aber wirklich. 100 vorher. Aber das ist großartig. Ich finde, das ist wirklich super. Und was kostet so ein Gerät? Ja, ist auf jeden Fall um einiges günstiger als meine normale Brille. Das ist mit Gaming-Filter sogar drin, für die Brille extra. Also die haben so ein Blue Light Filter heißt der ja, dass sich das nicht in deine Hornhaut so reinbrennt. Nice. Extra. Kostet halt 20 Euro extra, aber ist geil. Ja, und das Gesamtpaket dann für so eine Brille? Ich habe 110 Euro bezahlt. Das ist nichts. Wenn ich überlege, dass ein Glas von meiner damals 125 Euro gekostet hat, ein Glas. Aber es ist halt alles nur Plaste und Gummi, ne? Also hier ist nichts irgendwie doll schicki dran. Das ist, Aber es ist ja optimal, gerade für solche Sachen. Du kannst auch die Nasenbügel biegen und sowas, damit das auf deine Nase angepasst ist. Das geht auch. Aber da ich so einen dicken Zinken habe, muss ich das nicht machen, weil ich habe das füll das automatisch aus. Und hier sieht man auch diesen Filter. Aber den Blue-Eis-Filter ist nicht automatisch drin, ne? Der kostet kann man 20 wählen. Euro extra. Ja gut, das finde ich aber gut, dass man die auch so... Das muss ich mir mal angucken. Aber ich sag mal so, für VR normal... Also meine Freundin kann zum Beispiel auch mit Brille spielen, das geht auch. Mhm. Bei mir geht's nicht, ich merke das oft. Das ist, wenn man leicht und schnell Kopfschmerzen bekommt. Das ist bei mir als Frau oder mit Leute mit langen Haaren. Wenn ich die Haare lange zusammengebunden habe, kriege ich einfach Kopfschmerzen. Und durch die Brille, durch das Gestell, was mir an den Seiten immer so ein bisschen reindrückt, ich gucke dann immer, dass ich das oben auflege. Also meine Brille steht dann meistens, das sieht normal, habe ich halt meine Brille dann meistens so nach oben in die Haare reingedrückt. Ne? Aber es drückt halt trotzdem. Und da ist so eine Brille... Egal, wie man aussieht, das ist super und die ist günstig. Ich hätte gedacht, die wäre viel teurer. Das finde ich gut. Nee, die kostet 110 Euro, ja. Das war das und Gesprächsthema, während die anderen auf dem Klo waren. Ich kann euch ja mal einen Link geben. Das Ding kommt aus, ich glaube, aus China kommt das Teil. Man muss aber auch nicht unbedingt die Brille kaufen. Man kann sich auch richtige Linsen kaufen in Stärke, die man da reinbauen kann. Das geht auch. Also dann ist deine Brille mit, deine VR-Brille mit Stärke. Das geht auch. Ah. Dann kannst du komplett ohne Brille spielen. Ja, nee, ich würde, die ist ja jetzt für mich, wäre es jetzt nicht nur zum VR. Sondern ich habe das noch nie so gesehen. Alleine Motorradfahren stelle ich mir jetzt voll cool vor, wenn du eine Sichtbrille brauchst und die tut halt ein bisschen drücken und dann hast du das Ding hier so, ne, wie das Gummi. Geil. Geil. Also es ist halt auch zum Sport und so machen, kannst du halt auch benutzen, wenn du das willst. Ist keine ganz normale Sehstärke. So Sport machen, stelle ich mir das richtig geil vor. Also als Brillenträger ist das, du merkst die Brille auch gar nicht. Jetzt noch eine Frage, kannst du diesen Gummiband-Einzug, kannst du das einstellen? Kannst du ja. Und du groß? Hast hier also viel Möglichkeiten? Also ich habe die riesige Brille, du kannst das hier halt komplett klein machen. Wow. Du kannst das auf kleine Kinder machen, kleine Kindergröße. Ist das so ein Gummiband, wie das bei...
Könntet ihr jetzt mal aufhören? Dankeschön. Also du kannst halt hier alles einstellen. Ist das so ein Gummiband wie bei Taucherbrillen? Nee, das ist lockere. Das ist lockere. Viel lockere. Also das, wie gesagt, das merkst du gar nicht, das Ding. Es sieht zwar halt aus wie Harry Potter seine Brille, aber pff, es erfüllt halt seinen Zweck. Finde ich toll. Und es ist komplett aus Gummi, also auch innen drin, das Leben ist aus Gummi. Schwitzt du damit? Also schwitzt das innen drin? Bisschen? Schlägt? Du kannst ja mal, wenn du hier zu Besuch bist, eine halbe Stunde VR spielen und dann weißt du, warum ich sage, dass das Sport ist, okay? Also ich mache anderthalb Stunden. Ich glaub dir doch, ich mach, dass du Sport machst. Mir geht's nur um die Brille. Nein, ich mache anderthalb Stunden VR. Wenn du die Brille abnimmst, kommt da eine riesige Rauchwolke raus und du kannst das komplett ausringen, weil da okay. So viel Schweiß drin ist. Okay. Also meine Brille beschlägt auch regelmäßig. Davon gibt es auch Fotos. Warte, ich schicke sie dir. Ich habe das letztes fotografiert, weil ich das sehr witzig fand. Aber ich finde, oh Mann. Kann mir mal einer sagen, warum ich immer so viel twitter? Das ist doch Quark. Ich habe es gefunden. Cool. Warte. Hier ist der Link dazu und dann kannst du das mal angucken. Und für den Chat da auch, also so sieht das aus, wenn man eine Weile gemacht hat. Also ja, es beschlägt. So, jetzt gucke ich mir das Bild an. Großartig. Okay, ich musste gerade mit den Katzen schimpfen. Okay, das beschlägt, gut. Okay. Aber man kann, wie gesagt, man kann auch mit einer normalen Brille da rein, wenn man nicht so eine Wassermelone als Kopf hat wie ich. Meine Brille ist halt unglaublich riesig. Also sieht man ja, die ist, also die andere geht bis hier, da sind mindestens an jeder Seite 5 cm weniger. Okay. Cooles Ding. Sehr schön. Ich glaube, Slappy, du hast es dein Einsatz, oder? Ja. Ja. Darf ich? Die Twitch-News. Präsentiert von mir. Hallo. Wow. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt da draußen, Leute, weil wir ja nicht sehr viel mit euch gesprochen haben heute, könnt ihr gerne unter Hashtag Plankenschnack oder auch selber noch im auf dem Twitch-Server könnt ihr noch Fragen stellen, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Ja. Falls jetzt, Entschuldigung, irgendwas war... Falls irgendwas war, worüber wir nicht gesprochen haben und ihr unbedingt darüber reden wollt. Also, außer wir haben schon letzte Woche, vor 2 Wochen darüber geredet. Punkt 1, Tagesoberpunkt, Nummer uno. Aktuell läuft Crunchyroll auf Twitch Presents, Anime-Marathon. Ich habe schon ein bisschen eingeschaltet. Und tatsächlich bin ich direkt zum Weeb mutiert. Direkt angefangen. Bitte, zum was bist du mutiert? Zum Weeb. Zum Otaku. Weeaboo. Zum Anime-Fan. Keine Ahnung, Mann. Oh, danke schön. Das letzte Wort habe ich dann verstanden. Ja, was soll es denn heißen? Ja, woher soll ich denn das wissen? Irgendwas, keine Ahnung. Und jetzt tut nicht so, ihr habt es auch nicht verstanden. Ihr zwei da. Ich weiß das. Ich gucke auf Stay, der schimpft da immer gegen die Weeps. Icy? Das ist nicht geil, ey. Hallo Icy, ich mach Spätschicht und stream mitten in der Nacht, der kriegt eh nichts mit außer PUBG, okay? Dankeschön. Gerne. Ich verstehe doch nicht immer alles. Entschuldigung, Slappy, ich hab's nicht verstanden gehabt. Nee, macht ja nichts. Jetzt also bist du auch Fan. Zum Anime. Es hat mir auf jeden Fall Interesse in mir bewegt. Ich habe natürlich direkt mir so ein Crunchyroll-Abo geholt. Hab mir da mal so ein paar verpasste Folgen angeguckt und ich muss sagen, macht Spaß. Also ich weiß nicht, irgendwas Beruhigendes liegt in der japanischen Sprache. Ich weiß nicht, was es ist, aber selbst wenn ich die Untertitel nicht mitlese und es nebenher läuft und ich irgendwie die ganze Zeit so dieses Japanisch höre, es ist so, weiß nicht, das ist wie so ein Bach plätschern oder ehrlich? So. Ehrlich? Ja. Okay. Keine Ahnung. Nee, ja. Tatsächlich. Also ich muss sagen, ein paar Sachen waren interessant, ein paar nicht so. Offensichtlich liegt mir, also mag ich dieses Slice of Life Anime lieber als jetzt irgendwelche Mystery- und Thriller-Sachen. Aber es gibt ja verschiedene Interessen und Vorlieben. Und Slice of Life?
Ja, so Sachen, die halt mehr so dieses Leben in Japan beschreiben und eher auf den ersten Blick für einen westlichen Menschen langweilig sind. Aber ich muss sagen, es ist interessant, halt was über die Kultur im Allgemeinen halt zu lernen. Natürlich ist es ein Anime und du wirst jetzt nicht wie in einer Doku irgendwie rausfinden, wie die Leute da leben. Aber es ist trotzdem, finde ich, also so, weißt du, so. Das ist doch bestimmt schon real, oder? So ein bisschen. Ja, ja, eben, so ein bisschen. So, du lernst, was Leute essen, was die Leute so freizeittechnisch machen und so bestimmt. Aber keine Ahnung, ich finde das irgendwie beruhigend und lustig. So. Okay. Wie lange geht das? Bis morgen. Ach so, ja. Ja. Also es sind nur 4 Tage oder so. Morgen ist schon vorbei. Also morgen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendwie AM, 3 Uhr AM ist die letzte, fängt die letzte Staffel an. Ich weiß nicht genau, um wie viel Uhr das in hier in unserem zu unserer Zeit endet, aber bis morgen geht das ungefähr. Okay. Ja, klar ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel sind die Leute nicht gezeichnet in Japan, sondern echt. Was? Dass es ein bisschen anders ist, das ist mir schon bewusst. Oh Mann, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich gerade gedacht, das sind keine Monster und sowas, weil du sagst ja irgendwie das Leben, dann schalte ich rein und sehe gerade ein ganzes Feld voller toter Monster. Alles klar, gut, das gucke ich auch mal. Ja, wie gesagt, das läuft ja nicht nur eine Serie, sondern verschiedene. Und manche interessieren mich, das sieht gut aus. Manche nicht. Und, ja. Das ist alles im Originalton? Mit Untertitel, ne? Ja. Mit Untertitel, ja. Genau, englische Untertitel. Und auf Crunchyroll gibt es das Ganze halt auf Deutsch dann, also mit deutschen Untertiteln. Aber das ist auch wieder so eine Entwicklung, die ich super geil finde an Twitch, diesen alternativen Content bringen, wie auch die Power Ranger-Sache, jetzt Crunchyroll Crams. Ja. Ne, Hammer, ich feiere das ungemein. Weg von, also Gaming immer noch gut, Hauptfokus drauf, alles cool, aber auch Alternativen bringen. Hammer, feiere ich. Ja. Streams in den östlichen, fernöstlichen Ländern kommen übrigens auch sehr gut an im IRL. Die dominieren IRL. Mhm. Ich wäre dafür, dass sie mal Planet Earth bei Twitch Presents zeigen. Also im Winter fliege ich nach Japan. Eine Woche. IRL Streams only Japan. Ich muss Content drücken. Mhm. Gab's noch nicht. Ich will auch mit nach Japan. Ich fliege direkt nach der GC nach Tokio. Stimmt, du fliegst ja. Cool. Ja. Was machst du da? 10 Tage. Tokio und den Fuji besteigen. Ich bin ein bisschen neidisch. Was? Mhm. Der IC ist kein Sauerstoff für dich, IC, Alter. Ja, ich habe mir deine Brille geholt. Damit geht's ab da hoch, Alter. Oh, was für eine gute Idee. Ich schicke dir ein Nacktbild von der Spitze. Ich schicke dir ein Nacktbild dafür von der Spitze? Nach Tokio, mein Freund. Dafür musst du nicht nach Tokio, okay? Ich wollte gerade sagen. Da kaufst du dir einfach so ein bisschen Baumschnee für den Winter und dann kannst du noch eine Spitze fertig. Mit Sonnenaufgang zwischen meinen Beinen. Ah, cool. Kalte Geschichte, Brudi. Oh. Ich bin gerade voll. Ah, wunderbar. So, nächstes Thema. Die Autohosts wurden angepasst. Und zwar hat man jetzt einen Delay von 10 Minuten. Das heißt, wenn jemand Disconnect hat, den man gerade hostet, wird der nicht sofort runtergenommen und zum nächsten gehostet, sondern er bleibt noch für 10 Minuten weiterhin bei demjenigen. Das heißt, 10 Minuten hat derjenige dann Zeit, wieder live zu gehen und dann verschwindet der Host nicht, was ganz praktisch ist. Okay, das ist nicht cool. Schlecht. Das finde ich auch gut. 10 ich hatte Minuten. Zum Beispiel heute Nacht jetzt den Filmern gehostet, weil der ja sein Schlaflos bis zum Ende gemacht hat. Mit den Batman-Teilen, mit den dreien und hatte den gehostet und hätte jetzt um 3 Uhr, wenn er sein Zwangsdisconnect hatte, habe ich halt schon geschlafen, hätte ich nicht noch weiter hosten können. Da hat es quasi schon sich gelohnt. Also heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich ihn weiterhin gehostet. Ja, nice. Hat einen Nachteil vielleicht, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen einem Host und den Autohost entscheiden lassen möchte, dann Stream ausmachen, Autohost entscheiden ist dann nicht mehr. Ja gut, aber ja, da hast du ja gar keinen Host. Vielleicht geht das dann trotzdem sofort. Ja, vielleicht. Kann sein. Weiß cool. Nicht. Ja. Dann. Ich benutze übrigens immer noch keinen Outro-Host. Ich habe meine, ehrlich gesagt, auch ausgemacht.
Für kurz. Eigentlich nur für kurz. Und jetzt habe ich sie immer noch nicht angemacht, muss ich zugeben. Aber ich, ja, keine Ahnung. Na jedenfalls, Twitch arbeitet an ihrer Seite tatsächlich. Und zwar komplett von Grund auf wird Twitch neu programmiert, so wie ich das verstanden habe. Es gibt schon eine Beta, die ist noch sehr, sehr, sehr rudimentär, da ist noch gar nichts. Die kann man aber schon erreichen, wenn man im Browser go.twitch.tv eingibt. Steht dann oben links Beta. Da ist wirklich nichts, also ich weiß gar nicht, ob man da angemeldet ist. Alle Browser-Plugins funktionieren da nicht. Man sieht nur eine Übersicht. Man sieht im Prinzip noch gar keinen Unterschied zu der alten Seite, aber es wird wohl an der API im Hintergrund und an dem ganzen Front, Backend oder wie er das auch immer heißt, gearbeitet, damit die Seite einfach ein bisschen besser läuft in Zukunft. Aber in Zukunft wird man da eben über diese Seite ein paar Neuerungen und ein paar Änderungen sehen. Das heißt, was ich im Prinzip sagen möchte, ist, Twitch tut was. Ich bin da angemeldet. Ich habe da drauf geklickt und zack, oben. Ja. Sieht im Moment so aus wie für Tablets optimiert irgendwie. Ist ein bisschen schneller, ne? Wenn du da so ein bisschen rumklickst, zack, 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 das geht so. Da ist ja wahrscheinlich auch noch nichts drauf, denke ich mal. Nee, denke ich mal auch. Genau. Wird vermutlich so mit neueren Techniken alles arbeiten, weil Twitch ist ja auferstanden aus Ruinen. Wollte ich jetzt fast sagen, auferstanden aus dem, was vorher halt Justin TV war. Und das ist halt alles mittlerweile sehr, sehr veraltete Technik, was man häufig auch merkt. Und diese ganzen neuen Funktionen, die sie da reinbringen, glaube ich, die sind schwierig umzusetzen. Und ich glaube, deswegen haben sie sich jetzt mal so langsam gedacht, wir müssen mal vielleicht alles umwerfen und neu machen. Mal gucken, okay, was draus wird. Man muss sich regelmäßig neu erfinden. Ja, ja eben. Damit das noch interessant bleibt. Finde ich gut. Ja, ich freue mich immer über solche Dinge. Ja. Ich mag das. Mag das sehr. Mhm. Dann gab es was mit dem, also was heißt, gab was mit dem Follow-Count. Ich habe nur eine Statistik bekommen, gelesen, dass es jetzt wohl mit der neuen Twitch-App, also Mobile-App, das hatten wir ja schon vor 2 Wochen abgehandelt, ne, diese ganzen Auto-Follows, die App mitgebracht hat, das hat dazu geführt, dass im Vergleich gab es letzten Monat 16 Millionen neue Follows, die verteilt worden sind auf der Seite. Im Gegensatz waren jetzt in diesem Monat 28,6 Millionen Follows. Das heißt, es sind einfach mal über 12 Millionen Follows dazugekommen. Was, glaube ich, auch jeder Streamer mehr oder weniger gemerkt hat. Ich habe jetzt auch sogar ein Statement von Hassan. Das habe ich jetzt nicht hier mit drin. Hat auch nicht viel Neues eigentlich gesagt, was ich jetzt so, worüber wir nicht schon gesprochen hatten. Aber er hat nochmal gesagt, das sind keine Bots, sondern das ist normal, das kommt alles durch die Mobile-App und die Leute sollen die Füße stillhalten. Ja, nur mal so eine Statistik. Wertfrei. Der Tweet ist von Hassan hier. Da könnt ihr euch das gerne nochmal durchlesen als Quelle. Genau. Das hat Hassan dazu beschrieben. Richtig. Dann gibt es eine neue Seite auf Twitch, die heißt Twitch Store. Da haue ich direkt mal den Link raus. Da kann man quasi nochmal eine Übersicht, wenn man die Twitch Desktop App nicht nutzt, eine Übersicht über die Spiele, die man gekauft hat und die man kaufen kann, nochmal finden. Falls irgendjemand nicht über Steam oder andere Anbieter Spiele kaufen möchte. Das ist zum Beispiel momentan eben Thundered ganz oben in der Liste. Wird offensichtlich ein bisschen gepusht von Twitch, wie es aussieht. Die ist neu. Das ist auch Minecraft Story Mode und so, da kann man durchklicken. Genau. Damit will quasi, ne, ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich über Twitch Spiele kaufen. Ein paar wird es schon geben. Fragen wir doch einfach mal so, wer im Chat hat denn über Twitch schon mal ein Spiel gekauft? Ich will jetzt keine Minuses sehen, sondern nur Pluses. Wer von euch hat schon mal ein Spiel über Twitch gekauft? Macht mal ein Plus in den Chat, bitte. Ich habe letzte Woche bei mir im Chat jemanden gesehen, der ein Emote gepostet hat. Und ich so, oh mein Gott, was ist das? Ich kann gar nicht erklären, es war irgendwas auf 4 Füßen. Es sah total niedlich aus.
Und dann sage ich, Gott, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, er hat das eben aus dieser, aus diesen Lootkisten von Twitch, weil er sich ein Dings da gekauft hat und so da rausbekommen. Und ich so, was? Ich will das Emote auch. Das war vielleicht niedlich. Erste Mal, dass mir dann sowas aufgefallen ist. Was denn? Das sah so niedlich aus. Nein, wir lachen nicht über dich, wir lachen über den Chat. Dizzy sagt, keine Minusse will ich sehen. So. Zwei Leute posten Minus. Weil ich extra gefragt habe, wo hast du das Emote her? Und sagt er, ja, er hat eben ein Spiel gekauft darüber und dann gibt es eben diese Kisten, ne? Und dann war da eben ein Emote drin. Ja. Das finde ich schon cool. Also da sind wirklich Emotes drin, zwischenzeitlich, wo ich sage, wow, was ist das denn? Ja, kennt man doch an manchen Badges, die man noch nie gesehen hat, ne? Mhm. Die dann Leute hinter ihrem vor ihrem Namen haben. Mhm. Ah. Ich habe gedacht, das wäre sowas wie damals von Allianz und Horde. Weißt du, wo du so eine Seite anklickst und dann hast du so ein Badge nochmal vorne dran. Ach so, das ist auch aus den Kisten. Ah, zum Glück habe ich nicht gefragt. Ich habe mich mal wieder zum Horst gemacht. Was ist denn das da vorne dran? Naja, man muss ja nicht alles wissen. Doch, bin neugierig. Ja, deswegen haben wir auch die Twitch-News. Ja, voll gut. Apropos, nächstes Thema. Was ist nächstes Thema? Sharelinks ist das nächste Thema, genau. Und zwar, wenn man jetzt einen Twitch-Chat teilt über den Share-Button, Twitch-Stream teilt über den Share-Button, der da drunter steht, oder wahrscheinlich auch über einen normalen Link und da gerade kein Host läuft und auch kein Stream läuft, dann wird man automatisch, das ist eine kleine Änderung, automatisch zu den VODs geleitet. Das heißt, man muss dann nicht, derjenige kommt auf deinen Kanal und sieht dann irgendwie das Offline-Bild. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern derjenige wird dann sofort zu den VODs geschickt und kann sich deine Videos angucken. Das ist eine kleine Änderung, ist nur ein kleiner Auto, eine Autoverlinkung, aber kann schon was bringen. Ja. Und dann benutzt der letzte. Den Button einer? Achso. Den Share-Button? Ja. Nö, ich hack meinen Link immer selber ein. Aber ist der Link so großartig anders? Ich frage mich gerade, wo der ist. Naja, zwischen Host und Host bei mir. Ich habe irgendwie zwei Host-Buttons. Ja. Aber ja. Ach, den Teil. Ah, ja. Ja, Teil. Habe ich noch nie draufgeklickt. Genau. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich versuche das jetzt gerade. Warte mal, ich klicke mal auf Twitter. Was passiert denn da? Es ist dort tatsächlich ein anderer Link. Streams steht da drin und dann ganz viele Zahlen und Channels. 46 Blankenschnack mit Icy. Ah. Ah, okay. Ich benutze sie immer nur auf dem Handy, um den Link zu kopieren. Weil da bietet nämlich das Link-Kopieren ist da mit drin. Ja, deswegen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Blau. Aber ansonsten, so habe ich das noch gar nicht benutzt, um ehrlich zu sein. Ich mache jetzt einen Test-Tweet und gucke mal das an, wie das aussieht. So. Was willst du da jetzt finden? Ja, ich will gucken, wie das aussieht. Hallo, ich mache immer einen Twitter-Test mit dem Link drin. Ja, hallo, mal aufnehmen. Ja, hallo von hier. Hallo, Test. Lass mich. Ich muss gucken. Ich bin halt so. Oh, guck mal. Nee, das sieht. Ja. Wer hat das Ding jetzt geliked? Kontrolliere, wer war das? Ich retweet das sogar, pass mal auf. Was wir gar nichts erzählen hier. Liken. Ah, guck mal, das ist Levy. Retweet. Ah, so sieht das dann aus. Okay. Oh, der ist ja sogar mit Überschrift und alles drin, wa? Ja, mit Überschrift und alles. Retweet, gefällt mir. Nice, cool. Das ist aber jetzt wirklich nicht schlecht. Pass mal auf, wir machen deinen Tweet jetzt zu deinem meistgelikedesten Tweet aller Zeiten, Sally. Okay, was? Können wir alle bitte Salis Tweet liken? Ja, bitte, jeder. Und retweeten bitte auch. Ja, retweeten auch, bitte. Schaffen wir das, Interwebs? Können wir da was super... Damit Sali hat das erste Mal ausprobiert, Leute. Komm, ja. Penetriert einfach die Knöpfchen. Oh Mann, jetzt kommen sie rein. Das ist voll peinlich. Let's go. Sali hat endlich die Share-Funktion gefunden. Hallo. Penetriert die Knöpfe, okay. Zeigt ihr, dass sie das wirklich toll gemacht hat. Ich bin Ü30. Gebt ihr einfach bitte... Oh, das glaube ich doch nicht. Halt auf damit. Doch. 44 gefällt mir, 20 Retweets. Doch, immer schön raus damit. Macht das einfach, verbreitet das jetzt. Zeigt einfach mal so ein bisschen Anerkennung. Lass das Handy bimmeln. Aber wie das hier dauert, boah, um Gottes Willen. Da wir im Plankenschnack sind, gilt Ausrufezeichen, ihr wisst schon was jetzt gerade nicht. Ja?
Aber ihr könnt gerne heute Abend auch bei Sali Ausrufezeichen, ihr wisst schon was, damit es weiter vibriert. Go, go, go! Ja, Slappy, bitte. Was? Nee, nee. Oh, Leute, jetzt hat... Oh, 82 gefällt mir, ihr wollt mich doch verarschen. Goes viral, 85. It goes viral. Danke. Ich bin alt, okay? Und manchmal weiß ich halt nicht, wenn ich da so draufklicke, da sind halt nur Zahlen und das sah so hässlich aus. Und dann wollte ich gucken, wie es halt aussieht dann auf... Ich bin sicher nicht die Einzige, der es so geht. Wenn die da draufklickt, dann siehst du das Vorschaubild und das ist dann so und dann guckt man halt mal. Die meisten trauen sich eben nicht. Meistens traue ich mich dann auch nicht. Und sag mir, oh nee, komm, dann schreibst du lieber selber, sonst sieht das so, das sieht doch super aus. Nee, jetzt guck ist das doch wunderbar. Jetzt kriegst du, guck danke. Mal, jetzt die Leute 94, zeigen dir auch, dass sie sich freuen darüber. 94 gefällt mir, danke schön. Schön, Leute, immer drauf da, das muss vibrieren, der Akku muss gleich alle sein. 49 Retweets. Das ist 3 Minuten und der danke. Tweet ist schon fast Silber. Also was please. Ist denn das? Silber, 100 Likes, Silber. Gold ist 200 Likes. Platin dann 1000. Was? Wo siehst denn du da Farben? Was? Ich sehe keine Farben. Das ist, hallo, das ist Street Credibility, Mann. So kann man das auf der Straße. Was? Ich kann Achievements sammeln? Hey, es gibt Achievements bei Twitter? Leute, like meine Tweets ab heute mehr, wenn ihr das... Hallo? Oh mein Gott. Ihr müsst aktiver werden, wir können Trophäen sammeln. Das vibriert ja hier nur noch. Ja. Wow, es gibt Achievements bei Twitter? Keine Ahnung, der sagt was von Gold und Silber. Macht euch jetzt bitte Twitter-Account, Platin. Okay? Jeden Morgen Platin. Jeden so sagt Morgen. Man das auf der Straße. So sagt man das auf der Straße? Gibt da keine Farben bei Twitter? Wieso weiß Icy sowas wieder nicht? Ich denke, Icy ist ja Magier von der Street hier. Ja, ich beit das für mich. Das wird alles in meinem Sellout-Seminar thematisiert. Das Sellout-Seminar. Ich kann keine Informationen für umsonst rausgeben. Wann bin ich denn da eingeladen eigentlich? Ja, du kannst mir eine PN schreiben mit Terminen, aber kostet dann auch, ne? Was ja, willst das du da noch lernen? Oh Mann. Ich jetzt? Ja. Ja. Wie, was ich darüber lege? Ich bin ja schlecht in Sellout. Ach so. Was hast du gerade gesagt? Was? Also da kriege ich ja Schnappatmung. Das werde ich bezichtigt. Sellout. Chat, ich hab nie Sellout betrieben, okay? Ich habe euch nur Produkte weiterempfohlen, die ich gut finde. Den Nagellackentferner, den ich letztens hatte, der war super toll. Den habe ich mir in dem Hall bei Rossmann gekauft, okay? Und dafür habe ich auch gar kein Geld gekriegt und das ist auch keine Produktplatzierung. Nein! Weißt du? Ja. Hast du gemacht mit dem Nagellackentferner? Gib mir einen Termin, Magge. Okay, ich schreibe dir eine PN. Ja, oh, geil. Gut. Apropos virale Tweets. Ein Clip auf Twitch ist in der letzten Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen, zum meistgeschautesten Clip aller Zeiten mutiert. Und zwar vom Jurassic Junkie, ein ganz, ganz mini kleiner Streamer, der normalerweise für 10 Leute streamt. Hat ein Horrorspiel gespielt, ich glaube Outlast 2. Oh Gott, wo seine Tochter reinkommt. Wurde halt super erschrocken und in dem Moment stand halt seine Tochter neben ihm und er hat sie halt nicht gehört und hat sich dann nochmal erschrocken. War ganz süß, aber ja, gerne. Oh, cool. Ja, das können wir sehen. Ich fand's halt mega, weil, wenn man es sich so anschaut, thanks, man hört really die Kleine schon im Hintergrund. Entweder kann man denken, es ist eine Katze oder eben ein Kind. Ich fand's großartig. Smile. Das ist jetzt weniger News, mehr exklusiv mit Slabara Elichmann, aber... Hallo, das ist der Most Watched Clip, oder nicht? Ja, eben. Nein! Are you okay? Ich finde das großartig. Das ist halt, wenn du Katzen oder eben kleine Kinder hast, weißt du, und so etwas spielst und dann auf einmal ist das neben dir oder springt dich an. Ich finde das halt so super, weil er sich erschreckt, ne, weil das schon da war und dann nochmal rund und sich nochmal erschreckt, finde ich gut. Ich habe großartig gelacht. Finde ich gut. Ja. Jetzt ist er wahrscheinlich gut dabei, oder? Er hat, glaube ich, noch nicht gestreamt so richtig. Er hatte beim letzten Stream 30 Viewer, aber da war das quasi noch am Steigen und er hat, glaube ich, seitdem nicht mehr gestreamt. Aber er hat ein paar Follows gemacht dadurch. Aber die Kleine hat nicht geweint. Also die hat er dann hochgenommen, ja. Ne, und sich entschuldigt und so, aber die Kleine, die hat das ganz also ganz locker weggesteckt. Ich habe auch erst gedacht, oh mein Gott, die Kleine hat er so angeschrien, aber die hat das ganz locker weggesteckt. Ja.
Da ja, kann man mal gucken, dass Clips auch eine gute Erfindung sind. Ja, stimmt. Mann, Sali, du bist jetzt in den Olymp der Straßencredibility bei Dings aufgestiegen, bei Twitter, Mann. Ich habe ja 113 gefällt mir. 113 Likes hast du. Nice. Mann, das ist doch schon Gold. Wann ist Platin? Ab 200? Nee, Gold ist 200. Gold ist das. 100 ist Silber. Du musst es jetzt noch anheften. Hefte es an. Nur Silber, ey. Deine Street Credibility ist immer noch nicht gestiegen, ey. Ja. Ich glaube, du musst auch mal zum Seminar bei Icy Dent. Ich habe mich schon eingeschrieben. Echt? Gibt's denn auch, wie läuft denn das, Icy? Ist das Seminar bei dir auf dem Stream? Auf gar keinen Fall. Man, das wollen wir beide nicht. Mal so ein Seminar bei dir auf dem Stream machen? Abends? Zellot-Seminar? Also nur für, da müssen wir den Chat nur für 25 Euro Subs machen. Und alle anderen am Blackscreen. Das könnte, klar. Ruf mich an. Skype-Seminar. Ich habe gehört, du streamst so eben. Bei mir ist es um 12 immer aus. Also es würde sich eventuell anbieten. Aber dann kannst du nicht morgen früh um 9 Uhr aufstehen. Das ist kein Ding. Okay, ja, wir sprechen drüber. Ich bin nicht abgeneigt. Nicht? Nein. Gut. Ja, dann ist Slabber. Hast du noch was? Sind die Twitch-News durch hiermit? Haben wir denn noch Fragen gerade, die noch grade unterwegs sind? Ich gucke gerade. Nur eine Frage wegen Hardware. Ja, die kannst du, das war der Davito, oder? Genau. Der Davito, das kannst du gerne, wenn du möchtest, bei mir im Stream fragen oder auf dem Twitch-Server, um es dir kurz zu beantworten, immer CPU. Also die Frage für alle, OBS, CPU oder GPU, CPU Intel, Xeon E3, yappi, GeForce 660 für Streamen, Fragezeichen. Immer CPU, immer. Obwohl ich gehört habe, dass GPU mittlerweile besser geworden ist. Habe ich gehört. Ja, soll besser sein. Ist besser geworden. Aber nutzen tue ich es nicht. Nee. Aber, ja. Ansonsten Ascordon fragt, bedeuten euch die Twitter-Statistiken etwas? Schaut ihr sie explizit an? Die was? Twitter-Statistiken. Also wie viele Likes du hast. Mhm. Wo sind die denn? Auf deinem Profil an der rechten Seite. Ist das dein Ernst? Ja. Icy? Ja? Achso. Twitter-Statistiken. Allgemein habe ich da eigentlich noch nie drauf geschaut. Ja. Was ist denn das? Moments oder Listen oder was ehrlich? Ist das? Geht es nicht einfach nur um Likes, also ich hab keine Ahnung. Benachrichtigungen, ob Nein. man viel Wert auf Twitter legt oder tatsächlich Analytics? Es gibt Twitter Analytics. Ach ja, so, das okay. gibt's. Listen? Nee, ja. da ist gar nichts. Also ich kann mir zum Beispiel angucken, deine Tweets okay. haben in den letzten 28 Tagen 126.000 Impressionen erreicht. Und dann steht, mit was du am meisten Leute erreicht hast, wie viele Leute deine Links angeklickt haben, wie viele Leute retweetet haben, wie viele Likes du gekriegt hast, wie viele Replies du bekommen hast und so weiter. Und dann kannst du deine eigenen Tweets, kannst du promoten und all möglichen Krimskrams machen. Also ja. ich gucke jetzt nicht so häufig auf Analytics, aber passt gerade ganz gut, weil ich meine Facebook-Seite geschlossen habe und gelöscht habe. Also die von Slapstick. Passt jetzt gerade ganz gut zum Thema, weil Stimmt. Twitter ist so viel sinnvoller einfach als Facebook, für uns Gott. Zumindest. Ich Komm bin mir sicher, es gibt Leute wie Mario Barth, bei denen macht es mehr Sinn, Werbung auf Facebook zu machen als auf Twitter, aber ich würde sagen, dass für uns es schon wichtiger ist auf Twitter, glaube ich. Von daher, ja. Wisst ihr, wie ich mir manchmal vorkomme? Ja. Wie früher, wenn ich meiner Mama was Aktuelles aus der Jugend erklärt bekommen hat, ne? So, Mama, was machst denn du da? Mama, ich spiele im Internet. Ja, und der da läuft, das ist jemand anderes. Der sitzt jetzt gerade zu Hause und ja, und was machst du da? Ja, Mama, ich spiele Ritter. Das ist Dark Age of Camelot. Mama, warum haust du den Hund? Und der Wolf war weit und weit. Und dann steht meine Mutter so da.
finde ich jetzt nicht gut. Dass du und ja, die haben halt gequietscht, ne, und gejault. Das finde ich jetzt nicht gut, dass du das machst. Sag ich Mama, entweder ich oder der Wolf. Also so, und so kommt mir das manchmal vor. Glaubt ihr, ich finde das? Ich hab das nicht. Musst du es aktivieren? Nicht auf dem Handy. Wie nicht auf dem Handy? Ich hab Twitter nur auf dem Handy. Ach so, ja, das ist schlecht. Also, ja, ich nutze das selten am PC. Gibt's das nicht auf dem Dings auch? Analytics? Mhm. Das würde... Keine Ahnung. Also vielleicht als Extra-App, aber ich wüsste jetzt nicht, wo man auf dem Handy... Ah, auf dem Handy kann man das vielleicht gar nicht sehen. Oh Gott, ja. Ich bin nicht so doof. Oh, nee. Naja gut, ich meine, du hast jetzt 5 Minuten lang danach gesucht. Stimmt doch gar nicht. Kannst du nicht zählen oder was? Ey, schaff dir mal eine Uhr an. ja. Soll ich antworten? Ja, hau raus. Gerne. Ich benutze das in der Tat. Danke, Sweet. Weil, ja, wenn man Sponsoren hat, die interessiert das selbstverständlich. Und als Tipp da draußen für die Leute, falls ihr Sponsoren sucht, solltet ihr vielleicht mit solchen Sachen zu euren Sponsoren gehen, weil die wollen das sehen. Und nicht mit der E-Mail, ey Maga, willst du mich sponsoren? Ich bin Influencer. Die wollen auch meine Twitter-Dingsbums dann? Klar. Das interessiert die? Ja, natürlich. Ja. Ich will ja sehen, wie viele Leute du erreichst. Und genau. Also ich schlüssel alle meine Daten auf. Also alles, was in die Öffentlichkeit rausgeht, führe ich Statistik und Buch. Alles. Follows, Views, alles. Monatliche. Tägliche. Ist doch richtig, für solche Leute, die von Social Media in der Zeit leben, sozusagen, täglich. Ist das auch ja, essentiell. Auf jeden Fall. Tägliche. Das ist mein Job geworden. Ich komme dann ins Seminar. Sag mir, wenn das Seminar ist. Ich komme dann da auch nochmal hin. Das ist. Boah, das schreckt mich nicht. Oh, okay. Twitter ist auf jeden Fall wichtig. Weil es quasi eine Möglichkeit ist, zu kommunizieren über Twitch hinaus. Und Twitch hat auch ihr eigenes Twitter mit Puls und Startseite und allem drum und dran. Aber wer guckt da schon drauf? Bei Twitter erreichst du tatsächlich Leute. Mhm. Deswegen war mir das auch von Anfang an wichtig, als ich angefangen habe zu streamen. Ich habe mir Twitter erst geholt, als ich angefangen habe zu streamen, aber dann habe ich es auch ernst genommen. Was denn? Aber dann habe ich es ernst genommen. Ja, natürlich. Du nicht? Ich hatte Twitter seit Äonen von Jahren, schon lange bevor ich gestreamt habe. Ja, aber dann nutzt du es ja nur, um dir irgendwie was halt durchzulesen, was andere Leute machen. Eben. Das mache ich jeden Morgen, eine halbe Stunde beim Aufstehen. Jeden Morgen. Ja, eben. Bis ich schlafen gegangen bin und jeden Morgen lese ich mir jeden Tweet durch, der verfasst wurde. Jeden. Ich auch. Ja, gibt da auch stehen so. Manchmal sehr viele, viele komische Sachen. Ja. Da ist gerade eine Frage reingekommen, darf ich die vorlesen? Ja, wir haben ja auch sonst noch, wir haben ja unten haben wir auch noch eine Frage. Echt? Okay. Ja. Würdet ihr euch als prominent ansehen? Ich würde mich nur als scharf, großes, scharfes S prominent ansehen. Also. Was soll das denn heißen? Z. Naja, es gibt ja jetzt das große, scharfe S. Es gibt nicht nur das scharfe S, es wurde jetzt das große, scharfe S eingeführt. Ja, ja. Und, ja. Ja. Und das ist noch hinter Z. Das heißt, ja, aber das, wenn man es einfach Z-Promi, sondern ein großes, scharfes S-Promi. Gut, das musst du wirklich so erklären, weil man sagt nicht XYZ, scharfes S. Das sagt man so nicht. Bald schon. War das groß. Ach du. Bald hat das Alphabet 27 Zeichen, so. Okay. Ich probiere mich irgendwie immer gegen diesen Ausdruck prominent zu wehren. Ich kann damit irgendwie nicht so groß was anfangen. Klar, hat man irgendeine Reichweite, klar, gibt es Leute da draußen, die man erreicht und die ihn erkennen und wenn man sich im Real Life bewegt, Events, dies, das, wird man erkannt und Leute wollen mit einem sprechen oder einen kennenlernen, aber irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht so. Ne? Also das ist für mich irgendwie so ein Nebengeben miteinander, so dass ich mir das, dass ich dieses Gefühl von prominent überhaupt, diesen Fame-Status etc. gar nicht habe, so. Also, ja. Als ich GTA gespielt habe, habe ich mich prominent gefühlt, ja. Jetzt bin ich wieder ein Arsch.
Nee, Wie gewonnen, wow, so zerronnen. Ich heiße auf dem Teamspeak wirklich Sigilentis. Irgendeiner hat mir einen Beinamen gegeben. Scheiß die Wand an, wirklich? Lol. Ja? Nee, ich fühle mich absolut nicht prominent. In keinster Weise. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich gehe bei mir ganz normal im Netto einkaufen. Ich habe so das Gefühl, der halbe Netto weiß mittlerweile, was mein Job ist und begrüßt mich dementsprechend. Mitarbeiter fangen an, Moinsen zu sagen mittlerweile, was sie nie gesagt haben, weil sie Sachsen sind. Ist mir egal. Ich schüttel jedem die Hand, ich rede mit jedem ganz normal. Natürlich gibt es Momente, wo es gerade nicht reinpasst, was einige manchmal ein bisschen falsch verstehen, aber mir ist das so egal. Ja. Mir ist das so Wumpe. So, wer was von mir will, kann zu mir kommen. Ich gehe mit Zuschauern essen in eine Stadt, wenn die gerade von weiter her irgendwann mal kommen. Da sage ich auch nicht und suche mir irgendwen aus. Und mir ist das echt Wumpe. Und ich glaube, ein Indikator dafür, und da bin ich sehr stolz, dass ich diese Idee hatte, wer von mir ein Autogramm haben möchte, bekommt von mir nur ein Autogramm, wenn er mir auch ein Autogramm gibt. Das ist geil. Ich habe also... Kommt dieses Autogrammsammlung. Ich habe ein Buch, das hier, das ist mein Autogrammbuch und hier stehen Leute drin, die mich getroffen haben und von mir ein Autogramm wollten und die haben mir auch ein Autogramm gegeben. Also das ist, glaube ich, so ein Indikator dafür, dass ich mich als keine besondere Person sehe. Und dieses Ganze, ich will das auch gar nicht, dass Leute mich da irgendwie so sehen. Ich bin euer Kumpel. Im entferntesten Sinne könnte man meinen. Und das möchte ich auch, dass das so bleibt. Und ich will diese Star-Allüren gar nicht haben, egal wie groß. Aber ich glaube, das ist schön, bei Gronkh zum Beispiel, der versucht das auch. Ab da wird es dann, glaube ich, ganz schön schwer. Weil dann, das kannst du dann nicht mehr wegdenken. Aber ich sehe mich nicht als Star, nein. Ich sehe mich als Dizzy, ganz normaler Typ. Ich stelle mich schon an den Begriff Community. Warum? Echt? Weiß ich nicht. Ich würde nie die Leute, die mir zugucken, als... Community, meine Community vor allen Dingen. Das Wort meine stört mich da eher als Community. Ich möchte nicht meine Community haben. Ich will, weiß ich nicht. Irgendwas nervt mich daran. Alles meine Viewer. Ja, genau. Und alle anderen Streamer klauen mir meine Viewer. Vor allem und die ganzen Affiliates klauen mir meine Subs. Scheiße. Und GTA ist kacke. Und PUBG ist genauso scheiße. Mein Streamleben hat keinen Sinn mehr. Twitch forciert mich in eine Scheißrichtung, in die ich nicht will. Alles. Bösewichter. Warum rezitierst du mein Abendgebet? Habe ich dem Vertrauen erzählt. So schnell geht's. Ja. Nee, okay. Weißt du, ich möchte nicht Dinge als meins ansehen, sondern gibt kein meins auf Twitch. Doch. Das, doch. Meine ist mein Sellout-Coach. Ab heute ist er nur noch mein Sellout-Coach. Kommt drauf an, wie viel du zahlst. Dann bin ich ein und dein deins. Ich gucke mir deine blöden Pimmelbilder an, die du mir schickst aus Tokio. Also jetzt halt ja. Mal eine Gusch, ja? Eigentlich müsstest du mir Geld geben. Ey, die sind dann vom Fuji. Okay. Hier ist noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir da so unbedingt drauf eingehen. Das ist ein ernsteres Thema. Chester Bennington hat Selbstmord begangen. Wie ist eure Meinung dazu? Und habt ihr Linkin Park gehört, gekauft? Ja, ist traurig. Was dazu sagen? Ja. Traurig, dass Depressionen nicht so gesehen werden und traurig. Ich musste da an Robbie Williams denken, der sich zu Hause im Schlafzimmer, ich glaube, mit einem Gürtel erwürgt hat vor ein paar Jahren. Der Schauspieler. Einfach nur traurig. Ja. Also ich möchte jetzt hier irgendwie keinem zu nahe treten, aber es könnte mir egaler sein. Denn jeden Tag sterben Menschen auf dieser Welt und wir trauern nicht jedem hinterher. Auf Social-Media-Seiten ist das meistens eine Bekenntnis für Sympathie, dass Menschen Sympathie bekommen, um das für sich selber auszunutzen. Man kann auch im Stillen und Ruhigen trauern und das schade finden. Meiner Meinung nach sollte man das nicht an die große Glocke hängen. Depression wiederum, gerade im
öffentlichen, also im, wie soll ich das sagen, Promi-Wesen, gerade was so Künstler angeht, das sollte man sehr ernst nehmen. Und diese Warnschüsse oder Warnsignale sollte man sehr ernst nehmen, denn das ist nicht witzig. Absolut nicht, nein. Und das ist schade, dass Menschen sich aufgrund dieser Erkrankungen selber ans Leder gehen, weil sie einfach in ihrem Stübchen oben nicht so frisch sind. Also man sollte füreinander da sein und aufeinander aufpassen, egal in welcher Form. Und man sollte immer demjenigen gegenüber ein bisschen versuchen zuzuhören. Das ist die Quintessenz, die da bei mir rausging. Dass er jetzt sich das Leben genommen hat, ist schade, aber wie ich schon sagte, es könnte mir nicht egaler sein, denn jeden Tag sterben Menschen. Und da muss ich in der Öffentlichkeit nicht trauern. Und ich habe Linken Park gehört und ich fand sie heute und ich finde sie immer noch gut. Die alten Sachen. Alles. Ich fand es gut. Und immer noch. Ich finde die neuen Sachen nicht so gut. Aber darum geht es ja auch nicht. Aber da hatte sie recht. Also ich mache das selten. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich das bei Linken Park... Nee. Aber vor 2 Wochen habe ich was retweetet. Aber das sind... für mich sind ja Horrorfilme und sowas, ne? Ganz großer Kult. Und George Romero ist eben gestorben, so der Vater von den Zombies. Und da habe ich dann auch... Aber das ist was, weil das eben nicht so in den Medien war oder so. So, schaut mal, der ist auch nicht mehr da. Aber es sterben eben viele. Das mit der Depression, das ist eben so eine... Ne? Das ist wirklich... das kann jeden mal treffen, egal wie wesensfest jemand ist. Und traurig, dass da niemand helfen konnte. Dass er sich vielleicht nicht helfen lassen hat, das ist traurig. Ja. Ja. Nächste Frage. Tatsache sind da noch einige heute. Ja. Askodon hat gefragt, wie viel Wert legt ihr auf den Streamtitel? Einige weisen ja zum Beispiel auf Giveaways etc. hin. Wie steht ihr dazu? Ich mache keine Giveaways. Ich mache Giveaways und ich würde es niemals in den Streamtitel reinschreiben, weil wer vorher nicht in meinem Stream war, der braucht gar nicht da reinzukommen, um irgendwas abzugreifen. Und die, die da nur reinschauen wegen dem, auf die kann ich auch verzichten, muss ich ganz ehrlich sein. Ich lege auf den Streamtitel so viel Wert, dass wenn ich das gleiche Spiel gespielt habe, am nächsten Tag bitte der gleiche Streamtitel da steht mit Tag 2, damit ich das besser archivieren kann. Also es ist für mich zum Archivieren ist das wichtig. Und ansonsten denke ich mir oft, oh guck mal, wie kreativ. Und müsste ich da mehr Wert drauf legen auf meine Streamtitel? Muss man Wert auf seinen Titel legen? Ich weiß nicht, mittwochs ist meistens so mi, 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 heul doch. Ich gucke auf das Spiel und den Streamer, wenn ich einen Stream anklicke. Ja, ich auch, ich gucke aufs Spiel. Der Titel vollkommen Wumpe. So. Ja. Ich achte dann drauf, dass ich da oben reinschreibe, so PlayStation Pro und so. Und dann denke ich mir, nachdem ich es dann zum 20. Mal im Chat lese, oh, was spielst du das? Und ich denke mir so, wow, ich habe es doch in den Titel geschrieben. Warum schreibe ich es überhaupt in den Titel? Ach ja, zum Archivieren. Tag 2, Tag 3, Tag... Okay. Für mich zum Archivieren wichtig. Ich gebe mir trotzdem viel zu viel Mühe für einen Streamtitel. Das stimmt, einfach du eine gibst Möglichkeit, dir echt Mühe. Weil es einfach eine Zusatzmöglichkeit für mich ist, nochmal mehr rumzudummen. Und mir das Rumdummen Spaß macht. Aber an sich bringt es überhaupt nichts. Ich mag deine Wortspiele in deinen Streamtiteln immer gerne. Danke. Ich mach's doch nicht umsonst. Nein, ich guck da mal drauf. Die Wortspiele sind wirklich schön, aber ich muss sagen, da bin ich auch zu unkreativ. Ich weiß nicht, ich sitze dann da und mir fällt sowas unglaublich schwer, das dann, weißt du, mir aus den Fingern zu saugen. Und bevor ich mich dann 10 Minuten lang kirre mache und denke mir, Alter, der Stream muss endlich starten und ich habe immer noch keinen Titel da stehen. Sage ich, ja, was ist denn heute? Toller Donnerstag. Komm, Füße hoch, Seele baumeln lassen. Heute lassen wir es uns gut gehen. Das und das Spiel gibt's heute. Ich vermeide auf jeden Fall, meinen Streamtitel reinzuschreiben, welche Auflösung ich habe, welche Sprache ich habe, wie viele Wins ich schon in PUBG habe, dass ich heute Chicken Dinner hole zum Beispiel. Naja, also quasi, ich habe keine Ahnung, bei mir ist das immer irgendwie ein bisschen... Irgendwas, was ich irgendwo im Laufe des Tages aufgeschnappt habe, was überhaupt gar keinen Sinn und Bezug zum Stream hat.
poste ich da rein. Und dann kommen tatsächlich manchmal ein, zwei Leute und fragen, hä, das passt doch gar nicht. Was denn? Ja, der Streamtitel. Ja, und dann habe ich wenigstens einen dazu angeregt, das zu lesen. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Das ist immer ganz schön. Aber sonst, ja, könnte mir der Streamtitel von der Wichtigkeit her eigentlich. Ja. Hätte ich vorgestern die Sprache in meinen Titel reingeschrieben, wäre ich nicht von Bananasaurus Rex geradet worden. Weil er dann gesehen hätte, dass ich Deutsch bin und mich nicht gehostet hätte. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich wurde von einem meiner größten Idole gehostet. Also, ja. Dafür hat es sich schon gelohnt, das nicht da reinzuschreiben. Aber wie häufig ich schon von englischsprachigen Leuten des Clickbaits bezichtigt wurde, weil meine Sprache nicht im Titel steht. Ja. Du wurdest deswegen als Clickbait betitelt? Ja. Weil manchmal sind meine Titel englischsprachig oder klingen englischsprachig. Okay. Und dann steht daneben nicht eben oder German oder so, sondern einfach nur der Titel. Und dann kommen Leute rein, English Titel, but German Language. Clickbait. Hab ich gedacht, du malst wie Picasso, machst du nur Mandala. Ja. Muss ich gerade dran denken. Thank you, come again. Hindu-Titel und du spielst gar kein GTA Live. Das finde ich sehr schön, dass momentan sehr viele Leute Singleplayer GTA spielen. Ja. Oh, ist auch sehr interessant. Also bei mir wird es immer weniger. Also ich könnte auch eigentlich nur noch Dizzy hinschreiben mittlerweile. So fühle ich mich manchmal. So nach 4 Jahren, mal hast du eine gute Idee, mal hast du nicht. Aber ich finde, das ist immer das größte Problem. So oft zwanglustig sein. Ach. Ich schreibe einfach immer Computerspiele mit der Speckelfe fertig, wenn mir nichts einfällt. Stimmt, Speckelfe steht oft. Ne? Oder nur Moinsen so. Moinsen, aber das ist super Titel. Aber das ist so, ja, was soll das? Wofür? Also war. Wisst ihr, wann ich was in meinen Titel schreibe? Was denn? Wenn ich wichtige Bot-Commands habe, wo Informationen drin sind, die schreibe ich auch in den Titel. Ja, das habe ich auch. Ja. Das habe ich letztens mal ausprobiert und das hat sogar funktioniert. Muss also ich lesen sagen. Leute also, deinen Titel. Gut. Ja, da war ich dann richtig erstaunt. So, oh, schau mal, ne, dass das dann wirklich genutzt worden ist. Das ist, weil, was ich oft nicht verstehen kann, ist dann postet einer das Command, ne? Oder du sagst, wie ist denn das Command? Dann postet das einer und dann, ich meine, innerhalb von einer halben Minute, weißt du, und dann nochmal einer und dann noch, sag hallo. Also, warte mal kurz. Kann mal einer bitte Ausrufezeichen Rang eingeben? Das Internetphänomen. Das ist. Und es gibt Tage, ansonsten bin ich so gechillt, aber es gibt manchmal Tage, wo mich das so triggert. Wo ich merke, dass diese Ader an der Halsschlagader, dass die schon so pumpt. Und ich denke mir, wenn es jetzt noch einer eingibt, und dann gehe ich schon zum Bot hin und gebe dann so einen Timer ein, weiß ich noch, 60 Sekunden, 60 Sekunden. Es ist nur manchmal, ich kann das gar nicht erklären, sind vielleicht solche Tage, wo man allgemein ein bisschen dünnhäutiger ist. Ja, genau sowas. Ne? Dafür liebe ich das Internet mittlerweile. Genau für solche Sachen. Weil das Leben ist so kacke und so langweilig, aber gerade bei solchen Sachen. Und dann pickst du dir einfach irgendeinen von diesen Leuten raus und dann fängst du deinen Zeva-Spruch an und machst ihn auf witzige Art und Weise rund. Und dann haben alle gelacht und wir fanden das cool. Ich mag das. Ich finde das unglaublich. Das ist wie Ausrufezeichen Dildo. Jedes Mal, wenn mir der Chat zu ruhig ist, schreie ich einfach, ey, Dildo Giveaway, wir geben den 2 Hände raus, Ausrufezeichen Dildo. Und alle geben Dildo ein. Ausrufezeichen Dildo. Das ist so ein Running Gag geworden. Dafür liebe ich das Internet, ohne Witz. Geil. Wenn einer anfängt oder so, oder jetzt mittlerweile irgendjemand schlechte Laune hat, gibt es einen Zeber, der Ausrufezeichen Dildo, whatever, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ich verstehe das auch manchmal nicht. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Du sagst, Ausrufezeichen Siggi für GDALP. Gibt einer das ein, ja? Und der hat so genau ein Text, eine Zeile drunter hat er genau dieselbe Frage gestellt. Und dann denkst du dir so, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Das steht doch, nee, ich bin gerade erst in den Chat reingekommen. Und ich habe das in 0,0
0001 Sekunden geschrieben und auf Senden gedrückt und konnte das nicht lesen. Aber ich war so schnell, dass das beides zugleich aufgekommen ist. Da gab es Internetprobleme im Routing. Nee, das habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht gelesen. Das muss ich nochmal eingeben. Und dann kommt der nächste. Oh, mein Bruder ist gerade über die Tastatur gelaufen. Entschuldigung, hat normal selber eingegeben. Das weißt du, wenn es nur ein einzelner Satz wäre. Aber manchmal sind es dann sowas wie: bei mir ist es Katzen. Damit die, ne, ich habe so und so viele Katzen. Alle Namen von den Katzen stehen da und so. Das ist so ein Block. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann. Es steht doch schon da, warum liest du es nicht? Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Wie lange kann man brauchen, selbst mit Adlerauge? Ausrufezeichen, Katze. Es kann nicht so lange dauern, dass du das da nicht siehst. Oh. Aber es ist von 30 Tagen im Monat, ist halt einmal einer, wo es mich, ansonsten denke ich mir so, aber es gibt immer so einen Tag, weißt du, so. Ich habe jeden Tag. Gib mir das Messer, ich lauf Amok. Ich ganz ehrlich, ich habe das echt lieben gelernt. Und ich weiß nicht, ob der Chat das auch so liebt wie ich, aber man kann sich halt so köstlich übereinander lustig machen. Und man kann halt so schön lachen irgendwann über so eine Scheiße. Und die Leute fühlen sich halt ertappt und du bringst ihnen halt mehr oder weniger auf witzige Art und Weise bei. Oh, Kacke, da habe ich jetzt aber gerade ins Klo gegriffen. Und manchmal machen die Leute das mit Absicht, um dich einfach ein bisschen zu ärgern. Und es ist halt super witzig. Also ich finde es schön. Wobei, ich habe auch gerade gelesen, wir können froh sein, dass das bei uns so ist. Wenn ich da andere Chats lese, wo dieserjenige her auch moderiert war, Was? Ja, da gab es, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil das würde sehr, sehr arg den Finger auf gewisse Dinge zeigen. Aber es ist schon richtig, ja. Also als an anderen Sachen ist das noch schlimmer. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Okay. Ja, wir haben da noch relativ humane Chats, was das angeht. Ja, klar. Ja, natürlich. Das stimmt. Und manchmal pennt man auch einfach im Schrank. Also es ist ja nicht so. Ich meine, wir sind Streamer, wir lesen ständig den Chat. Und manche Leute liegen halt auf der Couch, haben sich gerade Windbeutel ins Gesicht reingedrückt und dann den beiseite geschoben und haben aus Versehen das Handy rumgeklappt und dann ist es wirklich aus Versehen verschwunden. Das gibt's ja auch. Oder der Hund hat die Tastatur gefressen oder was man nicht alles schon gelesen hat. Ja. Das war zu Minecraft-Zeiten, war das. Oh Gott, wenn das. Oh, wir haben den Chatlog noch. Meine Herren, haben wir gelacht damals. Was die Leute für eine Scheiße geschrieben haben. Du hast ja drei. Ich kann mich da ganz genau dran erinnern. Ich habe ja immer alles erklärt und habe das dann in Episoden geschnitten. Und bei Minecraft waren ja die Leute alle ziemlich jung. Mhm. Und dann setzt du dich hin und denkst dir so: Ja, den Deutschen bringst du jetzt ein bisschen Modded Minecraft bei. Du erklärst das einfach mal. Und dann sitzt du da 35, 40, 45 Minuten und babbelst und babbelst. Jedes Kabel, jeder Block wird alles erklären. Kannst du das nochmal erklären? Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, pass auf, ich will jetzt nicht unhöflich sein. Ich möchte nicht unhöflich sein. Entweder bist du absolut und völlig degeneriert oder du bist unterzuckert oder die Schaukel stand ein bisschen sehr nah an der Wand in deiner Kindheit. Aber ich habe gerade 45 Minuten lang jeden einzelnen Block erklärt. Und du fragst mich genau am Ende, ob ich das nochmal erklären soll. Und das jeden Tag bei jedem Ding. Und dann sitzt du da und kriegst echt die Krise. Und das war so oft. So oft. Und da fragst du dich, hört ihr eigentlich zu oder erzähle ich hier mit einer Wand? Und heute finde ich es witzig. Weil dann kann ich die Leute nämlich einfach verarschen und dann gucken sie nämlich selber im Pass-Broadcast nach. Es ist auch Entertainment für uns. Man muss es nur für sich nutzen. Das stimmt. Das muss man erstmal lernen. Genau. Man muss es nur für sich nutzen. Wenn Leute dich trollen wollen, troll einfach zurück. So. Und das ist halt meistens nur Trollen. Also es in den wenigsten Fällen ist das in meinen Augen, dass das wirklich durch Zufall passiert. Das ist ja, als wenn der Mond zufällig in dein Ghetto kracht und neben dir massiv steht und dir was vorrappt. Das sind auch Dinge, die werden nie passieren. So unwahrscheinlich sind Dinge, die da gerade passieren. Oder du wirst in Offenbach abgestochen. Das ist auch so unwahrscheinlich. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Monolog geführt. Verzeihung. Um was ging es nochmal? Um Streamtitel. Genau. Ach ja, stimmt. Genau. Manchmal schreibe ich oben rein, wie viel Prozent der Achievements wir schon haben. Aber ich glaube, viele fragen sich dann so, aha, Yonda, Tag 3, 95%. Hm.
Ja, was spielst du denn da für ein Spiel? Meine Community versteht's. Die wissen, was los ist. Und zum Archivieren ist es eben gut. Habe ich was verpasst? Hast du was verpasst? Ja. Was verstehe ich? Bin auch in deiner Community. Also zumindest sagt die Zapzeile. Na, weil Slevy doch den Ausdruck meine Community meint, das mag gar nicht. Ach so. Und, na, oh, wenn man es ja erklären muss. Deine, ja, okay. Entschuldigung, Katzen ich habe... Katzen sollen immer wirken im Stream hier. Guck mal, ich habe Katze. Deswegen findest du das in Ordnung, dass du deine Katzen einfach so im Stream zeigst? Ja. Sind alle dressiert. Weil warum denn nicht? Angeht, kommen die. Warum denn nicht? Oh Mann. Also bei Kindern kann ich es verstehen. Kinder würde ich jetzt auch nicht zeigen in die Kamera, aber Katzen? Hat das jemand gefragt? Gesagt? Früher schon, ja. Guck mal, noch so eine von den Streamern, die extra Katzen haben, damit die Leute gecatcht werden. So, ja, ich hab den Hals nicht voll bekommen. 5, 6, 7. Nein, 7 sind es nicht, aber ne? Wie sein, guck mal, noch so ein Viewer, der irgendeinen Müll quatscht, weil er sonst nichts zu melden hat. Ja. Oh, lohnt sich das Spiel? Gott, das Internet! Hat das noch keiner bei dir gesagt? Nee! Und wenn der das sagen würde, der würde 8 kann ich wieder rausfliegen. Du hast dir nur eine Katze geholt, damit du nicht alleine zu Hause bist und vielleicht mal ein bisschen Verantwortung für ein Tier übernimmst. Nee, das hast du geholt für den Stream und kümmerst dich einen Scheiß. Sitzt hier nicht stundenlang und streichelst sie, währenddessen du streamst, du Arsch. Das sind meine Lieblinge. Siehst du, die? Alter Verwalter. Da hab ich ja, an denen habe ich Spaß. Oh, die würde ich aber aufessen, würde ich sie. Du holst dir Katzen für den Stream. Oh Gott. Hast du das noch nie gehört? So ein Müll. Das wundert mich. Nee, zu mir hat das nicht einer gesagt, aber was für ein Katzenfutter ich kaufen soll. Und dann hat er geanzappt, weil ihm nicht gefallen hat, dass ich ein scheiß Katzenfutter nicht kaufen wollte. Aber doch nicht, Alter. Ich habe Links bekommen, ne? Was? Ja. Ich habe gehört. Mit Studien benutzt, und allen Scheiß. Du benutzt dieses Futter. Ja, du benutzt dieses Futter. Also, die haben auch das und das unterstützt. Und dann habe ich Links bekommen, ne, wo mir das dann eben gezeigt worden ist, dass wenn ich eben dieses Futter kaufe, diese Firma auch das und das unterstützt hat und jenes. Und ich denke mir nur, Gott, meine Katze will das doch fressen. Was muss ich alles umstellen? Dann hat die wieder 2 Wochen lang Durchfall. Dann wollen es die anderen nicht fressen. Oh Mann, ich erwähne die wieder irgendwas. Die müssen nach draußen gehen. Ich kaufe Mäuse und lasse die hier in der Wohnung frei. Die leben hier wie im echten Leben draußen. Die müssen die Mäuse fangen. Umso dicker die Katze, umso größer die Maus. Irgendwann geht es dann Richtung Ratten. Hasen habe ich schon versucht, die wehren sich zu dolle. Ja. Oh Gott, Alter. Nächster Streamtitel ist raus. Unsub wegen falschem Katzenfutter, Alter. Ich ja, ohne Scheiße. Er hat Studien und alles Mögliche geschickt und nachher hat wieder da. Und ihm gesagt haben, so, ich kaufe doch eine Frage, was willst du von mir? Und er hat gesagt, ich soll extra das Katzenfutter kaufen, weil das ist das beste Katzenfutter in the whole wide universe. Und dann habe ich ihm mein Katzenfutter gezeigt, was halt auch schon nicht das günstigste ist und vernünftig. Ich habe mich auch belesen und dann kam so, nee, ich war nie wieder da. Also das Katzenthema war sehr brisant bei mir. An diesem Punkt habe ich den Leuten ganz schnell beigebracht, entweder haltet ihr die Schnauze und ich darf hier machen, was ich möchte und das vernünftig machen und wir können uns gerne unterhalten, aber so mit aber das ist so krass. Manche Leute sind so krass, die dulden das nicht. Aber ich habe das wenigstens als PN, ich habe es als PN bekommen. Ich habe es im Stream ganz, die Diskussion gehabt. Nee, das hatte ich nicht. Ich habe es ganz nett als Texte. PN. Ganze Studien mit Links und danach kamen noch Shopseiten mit Erklärung, wie man Katzen richtig behandelt. Und oh, mein Lieblingsspruch ist, Katzen haben Diener. Wie heißt das hier? Hunde? Oh Gott. Und wenn ich das lese, dann könnte ich aus dem Stuhl rausspringen. Das kann ich nicht leiden. Ne? Oh, da könnte ich aus dem Stuhl rausspringen. Aber zum Glück reden wir darüber nicht mehr, weil unsere Katze wird gut ernährt und kriegt gutes Essen. Und der geht's auch gut. Das sind dann Backseat-Tierhalter oder was? Oder warum? Nee, es ist wirklich sehr krass. Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Ich hab früher gebufft. Krass, Mann, ne? Was ist Buffen? Entweder hat man ein dickes Fell oder man lässt es einfach. Ah, okay. Alles klar. Das ist wirklich, das war sehr schwierig, die Zeit. Das ist noch fast, das ist schlimmer, als wenn du über Hardware redest. Und das ist schon extrem. Ja, das ist bei dir Ausnahmezustand im Chat.
Nee. Wollen wir mal bei Alternate einen Rechner zusammenstellen? Das machen wir am besten bei Lara Love, damit die ganzen White Knights nach vorne kommen und mir erzählen wollen, wie scheiße der 7700 zum Gamen ist. Und dass ich ja Arbeitsspeicher mit 4000 MHz Taktfrequenz kaufen muss, weil das richtig cool ist. Ja, können wir gerne machen. Das Internet. Die Warriors. Die Internet Warriors. Nenn ich Keyboard sie Warriors. Die Keyboard Warriors, ja. Okay. Also ich habe gelernt, Menschen zu akzeptieren und dass sie andere Dinge tun und die nicht so sind, wie ich sie gerne sehe oder hätte und andere Leute andere Meinung haben. Aber wie pedant manche auf ihre Meinung sind, das ist unglaublich. Und wie sie dir das aufdrücken wollen, wie du zu leben hast. Oder wen du zu mögen hast. Welche Spiele du spielen musst, wie du deine Katze halten musst, was du dir für Computerteile kaufen musst, wie du deinen Stream zu führen hast. Ich habe alles gelesen, alles. Und ich habe immer zu den Leuten gesagt, okay, auf Wiedersehen, ich bann dich einfach. Bis zu dem heutigen Punkt, wo Leute endlich mal Akzeptanz für andere gefunden haben, nur im Chat. Boah, die kotzen mich so an, diese Menschen. Diese engstirnigen Menschen, die nur zu Hause in ihrer Wohnung sitzen und noch nie freies Licht gesehen haben und Fotos vom Kilimanjaro von Icident geschickt kriegen. Mit Sonne? Mit Sonne. Zwischen es tut mir leid, ich möchte echt keinen beleidigen, aber das, also man merkt halt, dass die Menschen leider Gottes nicht viel Sonne sehen oder so. Und ich meine das wirklich nicht böse, aber Akzeptanz und Toleranz ist kein Fremdwort und sollte kein Fremdwort sein. Oh. Wow. Deswegen bin ich auch immer ehrlich jetzt heute. Ich fress das nicht mehr in mich rein. Ich sag den Leuten einfach so, nee, sorry, das geht nicht. Entschuldigung, da kollidiert gerade der Mond mit der Sonne. Das ist das, wenn man, ne, es geht halt eine ganze Zeit lang gut und dann irgendwann so, nee, dann lieber gleich. So gleich Schuss vorm Bug, so, nee, bis dahin und nicht weiter. Jetzt ist, du bist aber zickig. Ja, genau, bin ich jetzt. Das sind dann immer die Besten. Du bist ja voll Pisse. Entschuldigung, ich habe dir einfach gesagt, dass ich dich nicht mag. Warum bin ich jetzt ein Pisser? Ich muss nicht jeden mögen auf der Welt. Ist bei dir nicht anders. Jetzt magst du mich auch nicht mehr. Da halte ich dir auch kein Gedicht. Ja. Sonst immer fragen, was denkst du darüber? Was denkst du darüber? Aber wenn im Allgemeinen, ne, so, lalala, nein. Nö, das geht so nicht. Ne? Das und so und wie und ja. Ne. Ja, genau, du bist aber voll salzig heute. Mm. Man sollte aber schlechte Laune. Wir sollten da nochmal so ein Best-of machen. Aber sowas finde ich schön. Ich finde das toll, wenn du jemanden schon mal gelesen hast, ne? Also den kennst du schon, den hast du ein, zwei Mal gesehen. Und der, wir haben das bei My Summer Car, habe ich das gemerkt, weil der Motor wurde nicht zusammengebaut und die Leute sind halt immer weiter und haben gestichelt, weil sie genau wussten, was dabei rauskommt. Und das hat sich so hochgeschaukelt, dass das einfach so ein 45-Minuten-Feuerwerk der Gefühle war. Also so absolutes Abrotzen über das Spiel. Und das war ein Feuerwerk der Gefühle. Ich hab mich, am Ende haben wir alle so hart gelacht darüber, aber das muss mal sein, so wie jetzt gerade. Das ist halt einfach so, das muss mal raus und es ist einfach witzig. Weil das kann man sich immer mal nicht gar nicht vorstellen. Man muss ja einfach ablassen, komplett den Dampf so. Wir sollten wirklich mal so ein Best-of machen. Mir fallen so viele Leute ein. Den einen, den ich letztens mal einen Junge geschickt habe, weil er Kapitalismus nicht mochte und im Kapitalismus lebt. Solche Dinge, da gibt es super viel. Da kann man einiges sammeln. Entschuldigung, ich wollte wieder keinen Monolog führen. Das ist gut. Mir wurde was letztens gesagt, dass ich diese eine Serie da, warte ganz kurz, diese, wie heißt die Serie mit dem Opa und dem jungen Kerl, die immer ins Universum Rick eben, and Morty. Genau. Ich habe gesagt, ich finde die nicht lustig. Also ich habe die erste Folge gesehen und ich habe nach 10 Minuten abgeschalten, weil es nicht mein Humor war. Und dann habe ich mir anhören müssen, dass ich mich selber zu ernst nehme und deshalb das nicht verstehe und deshalb das auch nicht lustig finde. Ja. Im Chat! Sally. Du nimmst dich halt zu ernst, das verstehst du so nicht. Und ich... Spaß ist eine ernste Angelegenheit. Genau, ich nehme dich nicht zu ernst. Nehme mich zu ernst. Das spricht mir aus der Seele, das spiegelt mich wieder, ich erkenne mich. Und dann, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich geil mich an sowas ja dann auf. Ne? Das zieht sich bei mir ja dann durch den ganzen Stream oder durch
so 2-3 Tage lang, da bin ich dann drauf geeicht. So, ich nehme das viel zu ernst. Das geht gar nicht. Oh. Ja. Da müssen wir dann echt, also wir müssen mal so Best-of machen. Wir tragen das mal zusammen. Wir machen da mal ein Best-of-Video. Haben wir mir eigentlich noch eine Frage? Wir reden immer noch über Streamtitel eigentlich. Ah, ja. Achso, dann sind wir abgedriftet, genau. Ja. Sind wir abgedriftet? Quatsch. Nee. Gar nicht. Da hat jemand gefragt, ob wir auf der Gamescom sind dieses Jahr. Nee, da hat jemand gefragt, ob Sali und Icy auf der Gamescom sind. Wir Was? Beide wurden nicht nee, gefragt. Klar, hat sie Dizzy, Slapstick, Sally und Icy denn? Oh, stimmt. Du hast die falsche Brille auf. Ja, Entschuldigung. Ja. Expresso. Das muss ich mir nachher übrigens nochmal angucken. Das ist ein sehr schönes Video geworden. Ja. Oh, ich muss liebe ich es. Auch. Klar, die ganze Woche. Von also Dienstagabend, Dienstag gehe ich noch nicht auf die Gamescom, bis Samstag bin ich da. Und ich freue mich wie ein kleines Kind darauf. Oh. Das wird so gut. Oh, wird das gut. Ich reise am Mittwoch an. Bin am Mittwoch dann auch schon auf der Messe. Und reise am Samstag ab. Bin aber am Samstag auch noch auf der Messe. Also erst am Abend fahre ich nach Hause. Und ich bin langsam etwas nervös. Und das ist wie in eine neue Schule kommen. Ich war in so vielen verschiedenen Schulen. Das ist so dieses... kann ich nicht zu Hause bleiben, ne? So nervös. Ich werde da nervös. Ja, ich werde da sein. Von Dienstag bis Sonntag. In Köln. Aufgrund der Tatsache, dass ich gerade schon 2 sehr lange Monologe gehabt habe und auch hier wieder einen sehr langen Monolog ausführen könnte, aufgrund einer lustigen Gegebenheit. Warum? Ja, jetzt kannst du nicht sagen, mache ich das nicht. Sag einfach nur ja. Also ich möchte ganz kurz einfach nur mal anmerken, dass mein Scheißhotel für eine Woche so viel kostet wie 1,5 Wochen Urlaub in Amerika. Ja, jetzt mal früher gebucht. Können wir uns das ganz kurz mal bitte vorstellen, dass das Hotel, was sogar eine halbe Stunde weit weg ist von der Gamescom, ungefähr so viel kostet wie ein Aufenthalt in Amerika für 1,5 Wochen und ich wohne nur 500 Kilometer weiter weg? Wann hast du das denn gebucht? Vor 2 Tagen. Oh! Das überrascht mich aber. Oh, okay, Slappy, und das ist genau dieser Moment, wo ich schon wieder durchdrehen könnte, weil es ging nicht anders. Und das solltest du besser wissen als alle anderen. Das Internet lebt sehr schnell und das Internet kommt auch erst 2 Wochen vorher. Und bevor jetzt Leute faceplammen da draußen, es ging nicht anders. Ja, war bei mir auch so. Also ich zahle für ein Zimmer... Nichtsdestotrotz ist das so tropisch teuer. Willst du mich verarschen? Oh Gott, ich glaube, in der Nacht sind es über 160. Zelten haben wir letztens rausgefunden. Du kannst dir dann auch auf dem Campingplatz einen kleinen Zeltplatz besorgen und einfach Zelt aufschlagen. Ich werde im Fallschirmsimulator bei Alternate schlafen. Ich hätte mich einfach reinhängen wie so ein Baby. Es gibt einen Fallschirmsimulator von Alternate. Es gibt einen Fallschirmsimulator? Na sicher. Von Alternate? Na sicher. Bei Alternate? Na sicher. Können wir bitte keine Schleichwerbung machen? Hier ist kein Sellout, danke. Ich schleiche nicht. Was ist denn ein Fallschirmsimulator? Du kannst Fallschirm springen mit VR. Ach so, dieses... mit VR? Ja. Und ich lebe aber richtig mit Boote und alles. Ich dachte, wo die Luft dann von unten so... Ich habe Höhenangst, das würde ich nicht... Man weiß nicht, wie das funktioniert. Da steht Fallschirmsimulator und da hängst du drin und hast das Geweih zwischen den Beinen. Das muss geil sein. Habe ich auch. Ja. Hm. Was? Es hängt zwischen den Beinen? Ja, ja. Ich habe gerade Chat gelesen. Nee, ich habe keinen VR für. Das wäre nichts für mich. Siehst du, jetzt wird mir das schon wieder angekreidet, dass ich Sellout für Alternate mache. Sellout. Was soll ich machen, wenn ich da bin auf der Gamescom und ich werde das gefragt? Soll ich jetzt. Also, ich bin irgendwo auf der Gamescom zu finden. Irgendwo, wo. Hat gar nichts mit Alternate zu tun. Hat nichts damit zu tun. Ich muss weg, ich hab Wurst im Auto. Come on! Finde ich jetzt schon cool. Ja, ich auch. Sail away. So, also wir sind alle da. Und wir freuen uns. Also ich freue mich auch sehr, ja. Auf mein luxuriöses Hotel ohne Klimaanlage, denn das kostet 5 Euro pro Tag mehr. Bitte was? Ja, die Klimaanlage kostet 5 Euro mehr pro Tag.
Na, das ist jetzt bei dem Preis spielt jetzt auch keine Rolle ja, mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, und das hat den Braten jetzt noch fett gemacht, oder? Nein, Moment mal, die Klimaanlage ist vorhanden im Raum und um sie zu benutzen, muss ich nochmal 5 Euro extra bezahlen am Tag. Richtig. Das ist für ein Hotel. Sei mal froh, dass du fürs Duschen und Toilette gehen nicht auch extra bezahlen musst. Das ist ein anderes Paket wiederum. Das musst du ein anderes Paket kaufen. Also, ist das so eins, wo du dann Kleingeld ins Bett wirfst und dann vibriert das so? Nee, das wäre ein anderes Bett, glaube ich. Ach so. Nee, so eins ist das nicht. Das ist echt krass, Leute. Also die Lektion, die ich daraus gelernt habe, wie gesagt, ich möchte extra nochmal anmerken, ich konnte es nicht anders machen. Ich hatte eine Schlafmöglichkeit, ja. Aber das ging nicht anders. Bucht eure Hotels früh genug. Lernt da draus. Auch schon für die Dreamhack. Jetzt schon. Da wird es auch immer teurer. Jo. Jetzt schon. Macht das früh genug, ja. Außer natürlich, ihr seid Influencer und ihr arbeitet da und verlasst euch, dass ihr einen Hund hinkriegt. Die Gamescom ist Ausnahmezustand. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Also muss man ganz ehrlich sagen, was die Firmen da stemmen für ihre Stände, leck mich am Arsch, ey. Also das ist wirklich abgefahren, was das für ein Maß ausgenommen hat im Gegensatz zu früher. Das ist wirklich crazy. Wenn man sich mal rein technisch nur mal überlegt, dass ein Hotelzimmer gegenüber von der Gamescom 485 Euro kostet. 485 Euro die Nacht. Ein Zimmer. Und das ist nur das ist nicht mal 5-Sterne-Luxus abgefahren Superhotel, sondern einfach nur so ein Kettending, so ein Ibis-Teil. Ist das nicht Ibis? Ich wollte gerade sagen, das ist doch Ibis. 485 Euro die Nacht. Holy Schmidt. Die wissen schon, was sie machen, ne? 485 Euro die Nacht, Alter. Boah, das ist richtig crazy. Die Nachfrage regelt den Preis, ja. Das ist halt trotzdem völlig utopisch, Mann. Dafür kannst du wirklich, da kannst du 2 Wochen nach Amerika fliegen. Stimmt, das ist völlig crazy. Wow. Das ist abgefahren. Das ist echt abgefahren. Lektion gelernt. Mhm. Lieber vorher buchen und dann gucken. Kannst ja immer noch stornieren. Stornieren ist wahrscheinlich dann noch günstiger. Ja. Stornieren ist dann immer noch günstiger, ja. Das stimmt. Haben wir noch was? Es gibt nun seit einigen Wochen die Twitch-Communities. Nutzt ihr sie aktiv als Streamer oder Viewer? Als Viewer noch gar nicht, weil ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so auf der Twitch-Seite bin, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, ich weiß nicht, wo die Community, das war doch mal eine Zeit lang, konnte man die so... Bei Verzeichnis oder durchsuchen oder wie das gerade heißt. Mhm. Mhm. Oh, seit wann steht denn da oben Verzeichnis? Den lila Streifen hast du aber schon gesehen, ne? Ich guck schon. Ich schwöre euch, Verzeichen steht da, das war da noch nie gestanden. Warte mal, wenn ich auf meinem, warum steht dann? Ah ja! Ich habe noch nie auf Verzeichnis geklickt. So, also von dem her, Communities! Oh, ich habe sie endlich wiedergefunden! Dankeschön! Voll gut! Ja, super! Wir sollten den Plankenschnack umbenennen. Sally lernt die Welt. Hi, ich stream von Montag bis Freitag. Schon fast 3 Jahre. Mäßig erfolgreich, aber erfolgreicher als man denken könnte. Wenn man das hier so sieht, ja. Ja, ist traurig, ich weiß. Ich habe das nicht gefunden gehabt. So, das war früher, stand noch Community oben, aber Verzeichnis. Ah ja. Ja, jetzt, wo ich wieder weiß, wo sie sind, ich mache das nämlich gerne für kreativ, muss ich zugeben. Da finde ich das gut. Für Games gar nicht, weil Games suche ich mir das Spiel raus, was mich interessiert. Aber für kreativ finde ich es ganz gut, da ja die Hashtags so gesehen abgeschafft worden sind. Ne? Ja. Ach, Empfehlungen und da klickt man daneben und dann ist alle. Okay, ich habe es gefunden, voll gut. Sehr gut. Wo sind denn die Häkler, Mensch? Muss ich mal gucken. Häkler? Ja, Crouching oder so. Achso, du musst noch, übrigens, wenn du da bist, siehst du erst die Empfehlungen. Das sind so. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, okay, ich habe dir nicht zugehört. Und daneben, ja, das, danke. Ich rede ja so viel im blanken Schnack, da muss man mir auch nicht zuhören.
Ja, Empfehlungen und dann kann man daneben drauf drücken auf alle. Auf alle und dann. Genau. Kochen und Häkeln und Handarbeit und sowas, da will ich ein bisschen reingucken. Und da man jetzt auch drei Communities gleichzeitig nutzen kann im Stream. Ich habe Positivity dabei. Oh, sag, boah. Warte. Oh. Ja, also ganz im warum nicht gleich Forced Positivity? Was ist das denn? Erzwungene Glücklichkeit. So. Warte, weil mehr ist das nicht. Ich bin so positiv. Oh, das doch ist so ein amerikanischer Begriff, ne? Du hast gar keine Ahnung, hast du? Leute, hi, I'm a very positive person. Ja. Wer stellt sich denn vor mit, hi, ich bin eine sehr positive Person. Ich bin immer glücklich. Ich bin voll positiv. Das ist so. Ich fand das gut, ich war letztens bei Dance Gaming im Stream und er war so am Schimpfen, ne? Und dann habe ich auch schon so ein paar Positivity. Wir mussten so lachen. Es war einfach amüsant. Ich finde das lustig. Nee. Der Yonda war sehr positiv. Ja, als Spiel. Mhm. Das würde ich nie bei mir. Ich habe schon überlegt, die Community Forced Negativity aufzumachen. Oder Negativity. Das ist eine gute Idee. Warum mache ich das nicht? Hast du auf jeden Fall viele Deutsche dabei dann. Aha. Wow. Schlechte Laune. Da kam von hinten aber ganz schön eine durch die Brust gehört. Alles klar. Also für Spiele finde ich es total... Finde ich unsinnig. Präzise hier für Rocket League, StarCraft. Da gehe ich auf das Spiel StarCraft und dann sehe ich alle, die darunter streamen. Da finde ich die Communities eben nicht so. Aber für das ganze Kreative finde ich es großartig. Oder eben für Achievement Hunting und Speedruns. Da ist es, aber das habe ich schon damals gesagt, als die Communities entstanden sind. Für solche Sachen finde ich es großartig. Oh, Speedruns, draufklicken und dann tak, 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 da. Yay, ich hab's wieder, voll gut. Bei Variety ist das auch sehr schön. Da findet man sehr viel PUBG-Streamer. Ja. Bei Variety? Ja, ja. Ja. Die Variety an PUBG-Streamern, die ist einfach unfassbar. Ja. Variety-Spielmodus, ey. Solo, Duo, Squad. Ja, das ist wirklich super witzig. Also die Variety.de ist gerade fast nur noch PUBG, das ist echt krass. Und GDA, also da ist nicht mehr viel Abwechslung drin. Da kannst du auch wirklich einfach nur oben bei Dings gucken, bei den Deutschen rein und dann hast du eigentlich die Variety-Ecke. Das war gut. Das ist voll gut. Aber es sind halt die Spiele, die angesagt sind. Nichtsdestotrotz ist das sehr witzig. Ja, das glaube ich. Ja. Aber hatten diese Gruppen jemals einen Impact? Ich habe es nie gemerkt. Nee. Ich weiß nicht. Ich mache es eher, weil es dann unten drunter steht im Stream. Und ich habe halt Safe Space und das finde ich witzig. So. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja. Habe ich nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel Trophy Hunten und das, aber das ist ja auch das, was ich sehr, sehr viel mache, was eben nicht stark vertreten ist auf Twitch. Das sind dann eher die Speedruns und finde ich schön, dass ich so speziell danach suchen kann. Okay. Also du machst es auf jeden Fall. Für die Sachen, wo ich es jetzt eben gerade eben erwähnt habe, finde ich es großartig. Da muss ich halt jetzt nicht den Hashtag eingeben, sondern eben guck dann bei Painting rein und dann sehe ich halt lauter Leute da, die da gerade irgendwas machen. Das finde ich großartig. Ja. Das mag ich gerne. Ich habe da noch nie reingeguckt, ehrlich zu sein. Also ich bin zwar in Variety.de drin, aber ich glaube, wenige gucken da rein. Benutzt ihr das Chat? Also könnt ihr mal plussen, falls ihr die Communities benutzt? Nicht Minus, bitte. Ihr dürft auch plussen, wenn ihr jetzt gerade entdeckt habt, wo die sind. Nein. Nee, dafür ist das Minus da. Okay, warte ich. Aber ich nutze es doch, ich habe es nur nicht mehr gefunden gehabt. Ich wollte schon fragen, wo ich das finden kann. Jetzt kann ich drei Communities angeben, aber ich finde sie nicht mehr. Ja, schön. Nur weniger. Aber ein paar. Ein paar, ja. Ich glaube, gerade für Leute, die neuer sind auf Twitch, für die ist das... Das stimmt, ja. Bei den Alteingeschossenen, ich glaube, da ist man eh so bei den
üblichen Verdächtigen, glaube ich, oder? Da ist man, geht man nicht so aus seinem, wie nennst du das immer, Safe Space? Safe Space. Da geht man aus seinem Filterbubble. Safe Space. Ja, da geht man nicht mehr raus. Ja, gut, ich bin letztens 100 Leuten entfolgt und ich folge immer noch 350 Leuten. Also nach neuen Streamern muss ich nicht suchen, jetzt unbedingt. Okay. Aber du hast schon recht, wenn jemand neu auf Twitch ist, der wird dann schon eher da gucken, das stimmt. Aber der wird jetzt nicht bei Safe Space gucken. Nee, gut, wahrscheinlich nicht, nee. Haben wir noch eine gehabt? Nee, ne? Eine, die wir schon ungefähr 10 Milliarden Mal beantwortet haben? Das, nee. Wir sind durch, glaube ich, oder? Ja. Ende. Gelände. Ich glaube, wir sind am Ende. Icy, bist du mit den Geflogenheiten hier bekannt? Bekannt? Ja. Vertraut. Klar. Ja? Du hast das Schlusswort heute? Ja. Alrighty, wir freuen uns drauf. Welchen Streamer der Woche haben wir als erstes Regie gerade? Ich habe immer angefangen. Ja, dann fang doch diesmal auch an. Sali, fang doch mal ich an heute. Ich habe den Marek, warum höre ich mich jetzt im, ich habe den Stream gerade laut, weil ich von den Communities zurückgekommen bin. Ich habe den Marek Blaart. Ein unglaublich toller Künstler. Der macht sehr, sehr viele Brettspiele, zeichnet er. Ich habe da mal zugesehen, als es so ein Bauernhofspiel war mit Schweinchen und mit Hühnern. Und er ist ein fantastischer Künstler. Ich schaue ihm unglaublich gerne zu. Ich mag seinen Stil sehr, sehr gerne und verbringe da auch sehr viel Zeit. Er ist, hat einige Sound-Alerts, die sehr an das Leben des Brian und Ritter der Kokosnüsse erinnern. Ist halt dieses Alter, wo man die Sachen eben kennt und so dieselben Sachen lustig findet. Und künstlerisch ganz, ganz, ganz weit oben. Ganz großartig. Er macht viele seiner Sachen, die er eben für die Brettspiele designt, macht er live im Stream. Und das ist schon toll, da zusehen zu können, wie die Sachen entstehen. Und fantastischer Künstler. Wie nennst du ihn? Willst du mich vorführen? Marek, kannst du mit Bla, jemandem anderen Hart? Machen? Art, nicht hart. Wer ist hart? Du vielleicht. Ich habe verstanden, Marek Bla Hart. Art. Ja. Mann, mach dich nicht lustig über meine Sprachfehler. Steht im Chat dir viermal der Link. Klick dir drauf, mach dir Wollte Follow. Ich nicht vorführen. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Ja, wolltest du wohl. Marek Wie hast du das gerade gesagt? Hart. Das ist diese vorführende Art, ey. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Du nicht. Der ist großartig, der Marek. Ja. Kann ich großartig. Auch einen Daumen drauf machen. So. Ich mache jetzt, ne? Mach jetzt. Mach. Also, ich hab mir Brew Automation rausgesucht, weil ich ja gerade mein Haus oder meine Wohnung automatisiere. Und Brew ist ein... Ja, ich weiß nicht, er hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat sich sehr entwickelt über die Zeit in Tutorial-Videos oder, ja doch, es sind Tutorial-Videos der Extraklasse, irgendwie habe ich das Gefühl. Was heißt Extraklasse? Er gibt sich relativ viel Mühe, Themen so einfach wie möglich darzustellen und spielt halt Minecraft für Erwachsene und Bru arbeitet halt sehr viel mit Home Assistant. Da ich das zu Hause auch benutze, gucke ich mir das an. Es ist englischer Content und er gibt einem sehr viel Eindrücke und einfache Erklärungen, wie Sachen funktionieren. Zur Hausautomatisierung. Cool. Sagt mir noch nichts. Check ich mal aus. Für dich auch. Also für Leute, die das nicht interessiert, ist es relativ irrelevant. Ja, gut, aber. Für dich auch. Du hast ja keine. Also. Nee, nee. Aber du hast doch gerade was von Minecraft erzählt, oder nicht? Ja, das ist Minecraft für Erwachsene, Slabby, im realen Leben. Jetzt, sorry. Ja. Das ist wahrscheinlich. Ja, es wird vielleicht für dich auch interessant sein. Es ist wirklich Minecraft für Erwachsene im realen Leben. Ja. Wenn ich irgendwann erwachsen bin, dann gucke ich mir das mal an. Soll ich als nächstes? Ja, bitte. Mach. Ich habe die Schnien, die Pink Pony. Die kenne ich schon weichen.
Die ist eine sehr, sehr gute Streamerin, gibt sich sehr viel Mühe, kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel habe ich mal, wie ist das Spiel? Mir entfällt der Name immer und immer wieder, ne? Grim Fandango. Grim Fandango, genau, hat sie irgendwann letztens gespielt und hatte sich verkleidet als Skelett. Also was heißt verkleidet? Sie hat sich geschminkt als Skelett und das sah richtig, richtig, richtig krass aus. Also da war ich baff. Ne? Also wirklich wie so Haare weg und mit allem drum und dran. Aber sonst spielt sie halt momentan sehr, sehr viel Dark Souls. Dark Souls 3 hatte sie zum Beispiel letztens durchgespielt und spielt jetzt verschiedene Builds und Dark Souls 1 hat sie angefangen, weil sie es noch nie gespielt hat. Deswegen gucke ich ihr da immer mal wieder gerne zu. Von daher kann ich die auf jeden Fall nur empfehlen. Mhm. Liebes Mädel, gibt sich viel Mühe. Check die mal aus. Auschecken. Du bist dran, Icy. Ah, ich bin dran. Ich habe mir den Fatetainment TV ausgesucht, den guten Perk. Ich bin sehr froh, dass er wieder zurück ist. Er hat jetzt eine Zeit lang nicht gestreamt, weil er da einen persönlichen Schicksalsschlag hatte. Aber ich habe den in den letzten zwei Wochen wirklich wieder gut aufgesuchtet. Ein Herr im sehr schönem Alter mit einem super Bart. Und ich finde seinen Humor cool. Ich finde das, was er macht, ganz cool. Sehr natürlich, sehr... Down to Earth. Ich mag das gerne, was er macht. Das ist schön. Er spielt alles, worauf er Bock hat und ist immer super angenehm bei ihm und ich mag's da. Ich mag's da. Und ein süßer Hund. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Bin jetzt ins Fettnäpfchen getreten, ne? Ja. Scheiße. Fuck! Okay. Was? Wieso? Na, lassen wir. Kommen Ach wir so, zu, ja. zum Abschied. Ja, das fange ich an, oder? Fange ich den Abschied an heute? Habe ich jetzt eigentlich den richtigen Link rauskopiert? Nee, habt Ah, okay, danke, Askadönchen. Ich fange an, oder? Ja, mach. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Es war heute sehr salzig, es war sehr stimmungsvoll, es war sehr geladen und es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben sehr hart geschossen in ganz viele Richtungen. Natürlich immer in humanen Dosen. Icy, ich freue mich auf dich, auf der Gamescom. Freue ich mich auch. Ich hoffe, wir machen wirklich ein Sellout-Seminar, wir beide. Gerne. Einen Abend zusammen. Das wäre, ich glaube, es wäre sehr witzig. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Dankeschön, dass ihr alle zugeschaut habt. Schaut bei den Social-Media-Kanälen vorbei und retweetet und liked den Tweet von Sali, damit sie auch endlich mal ein bisschen Anerkennung kriegt für den Share-Button, den sie gefunden hat. Das wäre sehr toll. Das wäre echt toll. Und dann bedanke ich mich an unsere neue Regie, die ihr ja noch nicht hört, aber wir haben eine neue Regie, sehr geil. So kann man sich mehr aufs Reden konzentrieren. Und vielen Dank auch an alle, die im Hintergrund gearbeitet haben. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche rein. Entspannt euch und let's go. Love you long times. HDGDL und bis dann. Bin ich? Ja. Es war mir ein Fest. Also wie schön, dass du da warst. Dankeschön. Großartig. Ich freue mich auf das Bild auf dem Fuji. Ich freue mich da sehr drauf. Es war heute sehr lustig. Ich fand das, ich liebe den blanken Schnack. Es ist so schön, zusammenzusitzen, sich auszutauschen und zu schnacken. 118 Likes und 53 Retweets. Danke. Silber! Ihr könnt jetzt aufhören. Dankeschön. Es war schön. Checkt die Streamer der Woche mal aus und die YouTuber der Woche. Und ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche und den Rest, den ich sagen wollte, habe ich vergessen. Tschö mit Ö. Ich mach's kurz von mir auch. Vielen lieben Dank. Icy, danke, dass du da warst. Nach 100.000 Jahren der Vorfreude bist du doch endlich hier hingewandert, hast du hierhin gefunden. Das freute mich sehr. An die neue Regie natürlich auch danke von mir. An all die anderen Leute, die dahinter der Kamera sich den Arsch abarbeiten, dass hier auch alles funktioniert. Danke an alle, die da waren und zugeschaut haben und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß.
Und wir sehen uns in 2 Wochen, glaube ich. Ja, klar, sehen wir uns in 2 Wochen. Ja, sind wir in 2 Wochen Gamescom? Ja, ja. Nein. Kein. Okay. Nee, in 3 Wochen. Der, der neuen Regie, danke schön. Das wollte ich eben, das habe ich vergessen. Der neuen jetzt brauchst Regie, du auch nicht mehr schreiben. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Digi, denn machst du, schickst du machst du eine Verabschiedung? Ja. Ich danke für diesen schönen Abend, dass ich endlich dabei sein konnte. Die Regie war super, Dizzy auch, Snappy auch und Sally auch. Ihr wart wunderbar, der Chat war toll und ich gehe jetzt ins Bett. Morgen muss ich wieder früh raus. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Es war Hammer. Endlich hat es mal geklappt. War wunderbar und auch wenn ich am Anfang vielleicht etwas ruhig war, weil die Themen sehr konsolenlastig waren, war es trotzdem ein geiler Abend und hat eine Menge Spaß gemacht und bedenkt euer Katzenfutter. Okay. Wir müssen noch winken. Tschüss. Screenshot-Time, Fotos machen. Ich sehe extra gut.